Das sind die Top 10 der besten Roblox-Spiele. Wenn ihr nicht dieses Video verpassen wollt, dann guckt bis zum Ende und los geht's. Wow, oh, wir fahren mit einem Bus. Wie cool. Alter, weißt du, wo es heute hingeht? Und zwar ins Kapitel 3 von den Rainbow Friends. Oh mein Gott, Kapitel einfach 3? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht hier reinlassen. Oder was? Du weißt zu viel, sagt er. Oh Gott, was will der von uns? Hast du das gesehen? Er ist uns zur Schule gefolgt, ne? Der ist einfach hinter unserem Bus hergelaufen eben. Ich hab's gesehen. Wir müssen ihn fangen, Kaspar. Wir müssen Red fangen? Ihn einfangen. Der Schulmeister hat die über die ganze Schule verstreuten Fußball. Okay, ja. Was ist das für Deutsch, sag mal? Also, wir sollen alle Fußbälle finden, oder was? Wir können sie benutzen, um I. Aber nur um I. Okay, Alter. Fußbälle. Wow, der wurde schon geholt. Alter. So, jedenfalls jetzt hier der ist gestorben. Rainbow Friends Kapitel 3 Fanmade. Richtig cool. Ich bin hier sehr gespannt. Mein Gott. Ich bin auch sehr gespannt. So, komm, wir gehen raus. Wir müssen 10 alle Fußbälle sammeln. Wir müssen alle Fußbälle sammeln jetzt, oder was? Ja, hier ist ein Netz. Diese Teile. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, ich hab schon 2 Stück gefunden. Alter, wir haben schon... Macht ihr auch mal was? Oh mein Gott, nur 5 Stück? Was ist das denn hier? Hier ist Kunstklasse. Okay, ist hier locker noch einer versteckt, oder? Hier ist auch noch eins. 12 von 15. Computerraum ist doch locker. Ja, hier liegt auch noch einer. Zack, Alter, eingesammelt. Cool 13 von 15. Ist das hier schon ein Raum? Oh mein Gott, hier geht's raus. Da liegen die noch. Guck mal, da hinten. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Ey, die gehen alle drauf, die ganzen Leute. Zack, 14. Da kommt er. Oh Gott, 15 eingesammelt. Oh mein Gott. Okay. Hab ich. Erste Nacht haben wir schon mal überlebt. Ne? Wir können jetzt damit fangen mit den Netzen. Oh mein Gott, das wäre richtig cool. Okay, bist du ready? Okay. Attacke! Schmeißen! Oh, was hat er da? Der macht irgendwas, der lädt irgendwas auf. Yo! Oh! Iron Man! Schnell, fang! Fang! Oh, oh. Pass auf! Oh, oh. Oh, pass auf! Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell, wieder ran! Schnell! Wieder ran! Oh mein Gott, was macht der? Alter! Alter, explodiert sich! Jetzt! Bam! Wir fangen ihn ein! Jawoll! Und gefangen! Wir fangen ihn ein, oder? Oh Gott, pass auf! Was macht er? Jawoll! Wir haben ihn eingefangen. Guck mal, wie er hochfliegt. Und Alter, was ist er wieder hochgekommen? Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn gefangen. Oh mein Gott. Denkst du, du kannst mich besiegen? Mal sehen, wie der Orange gefällt. Oh nein. Oh Gott, jetzt schickt er den nächsten auf uns rauf. Und Orange ist ja übelst schnell, ne? Hey! Blue ist weg. Hä? Also der Regenbogen ist weg. Und Rot ist auch weg. Hä? Wo ist Rot geblieben? Es funktioniert nicht. Wir können ihn nicht einfach besiegen. Wir müssen irgendwie wahrscheinlich wieder irgendwas versuchen einzusammeln oder so. Lass uns einfach versuchen zu entkommen, okay? Aber wir können unsere Rucksäcke ja damit auffüllen. Mit so Sachen. Oh, erstmal den Rucksack finden. Okay, komm, wir suchen unsere ganzen Rucksäcke wieder. Okay, schnell, pass auf, es läuft Orange auch rum, ne? Ich weiß, und Orange ist richtig gefährlich. Der ist auch voll schnell. Oh, ja, Mann. Liegen zwei. Stark, hier sehr gut. Eins. Zwei. Hier auch nochmal einer. So, eingesammelt. Hast du ja? Ja, hab ich. Ich geh mal weiter hier. Okay, ich komme mit jetzt hier. Wir haben schon 5 Rucksäcke eingesammelt. In den Computerraum, hier ist auch locker Alter, auch noch einer. Hat jemand einen übersehen im Kunstdingens? Ja, hier liegt noch einer. Zack. Ja? 7 von 15. Oh mein Gott, ich hab ein bisschen Angst, dass Orange gleich kommt hier. Hier liegt noch einer, sehr gut. Kriegen wir hin. So, eingesammelt. Und 8 von 15. Hier ist noch einer? Ja, noch. In der Mensa. Noch mehr. Stark. Und in der Küche ist auch noch einer. Oh mein Gott, stark. Okay, komm, wir gehen weiter. Okay, jetzt haben wir schon 11 von 15 Rucksäcke, oder was? Oh Gott, ich höre hier was. Im Kino hier, ist hier noch einer? Nein, hier ist keiner. Hier war gerade irgendwas ganz nah gerade. Ja, da war Orange, aber der sieht nicht aus wie Orange. Der ist 10-mal größer als Alter. Orange, pass auf. Was ist hier? Bro, der sah ganz gruselig aus gerade, Alter. Der sah ganz komisch aus. Ich seh ihn. Hier ist noch ein Rucksack. Du siehst die letzten Rucksäcke, die beiden. Ich hab ihn. Er ist bei mir drin. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell. Oh mein Gott, Alter. Bro, die eine hat sich geopfert einfach für mich. Ist so. Wir können nicht einfach weglaufen. Wir müssen noch irgendwas machen jetzt. Das kann ich einfach so. Immerhin haben wir jetzt schon mal unsere Rucksäcke. Dann können wir mal gucken, was wir da drin haben. Wir müssen halt etwas als Waffe verwenden, weißt du? Wir können nicht einfach unsere Rucksäcke benutzen. Lineal vielleicht, oder? Bringt das was? Bleistifte. Nein, lass uns Bleistifte sammeln und Rot damit bekritzeln. Dass er grau wird. Okay. Wie konntest du sie nicht fangen, Orange? Okay. Dann mach ich's eben selbst. Oh nein. Wie groß Orange ist, Bro. So groß hab ich ja noch nie gesehen. Orange ist riesengroß. Jetzt ist Rot mit drin. Okay, wir müssen alle Bleistifte einsammeln. Oh Gott, wir sind falsch gelaufen. Oh, da ist schon... War da jemand? Nein, weiß ich nicht. Okay. Alter, was denn hier? Oh, so eine Bücherei oder so? Nette Bleistifte. Bleistifte. Eine Bücherei. Kritzi.
Kritzi, kritzi, kritz. Ich bin voll in so einem Labyrinth jetzt hier gerade. Hier ist kein einziger Bleistift in der Bibliothek. Zwei, hier ist noch einer. Bro, mach dir auch mal was. Drei Stück habe ich jetzt schon eingesammelt. Das Ding ist das Blut. Da ist noch einer. Hier bist schon vier Stück von zehn, sag mal. Ah, verfolgt mich. Ihr seid jetzt so gar nichts zu gebrauchen. Oh Gott, da ist noch einer. Acht. Okay. Neun. Ein letzter noch. Oh Gott. Das Blut, das Blut. Er hat ihn, oder? Er hat ihn! Stark! Okay. Okay, Angriff! Also, auf Rot, ne? Lass uns Rot angreifen mit den Bleistiften. Wo ist Rot? Okay, komm. Da. Da ist er. Warte mal, pass auf. Vorsicht, der macht doch Alter. Was. Alter! Yo! Wow. Er hat sich deportiert oder so. Oh Gott. Warte. Oh Gott, er deportiert wieder. Oh, wo bleibt er stehen? Jetzt! Da! Bam! Bam, pieksen. Junge! Pieksen! Bam! Und pieksen. Angemalt! So, wenn der mal nicht grau ist, dann weiß ich auch nicht. Wow, wie hoch er fliegt. Und, Alter, aua. Er ist voll in die Luft geflogen, ne, der Rot. Oh mein Gott. Hör auf, mich anzumalen, bitte. Tut mir leid, ich werde aufhören, böse zu sein. Wird der eh nicht, Leute. Mach der wird eh nicht safe aufhören. Safe nicht. Ist so. Wir müssen darüber nachdenken. Oh, hallo, ich weiß nicht, wollen wir... Was machen wir? Wollen wir ihm vertrauen oder nicht? Oh Gott, alle machen Niederlage. Niederlage, hier, komm, wir machen... Wir machen Niederlage. Was bringt die Niederlage? Er hat verloren. Er hat verloren. Ach so, das ist mäßig, dass wir Rot dann komplett den Rest geben. Den komplett bunt anmalen. Ich glaube, Rot werden wir jetzt einfach richtig so grün anmalen einfach. Oder halt. Oder Orange. Stell dir mal vor, was oder ein Disrespect. Oder Pink einfach. Das wäre für ihn richtig belastend, sage ich dir, so wie es ist. Keine Chance. Und? Wir haben Rot geschlagen. Und jetzt? Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, ja. Tut mir leid, Rot. Ich fühle mich gar nicht schlecht, Bro. Ich fühle mich super, dass wir Rot besiegt haben. Ich war mir ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Warte. Wo ich darüber nachdenke, was ist los? Warum ändern sich ihre Farben schlecht? Stimmt, die sind bunt, ne? Ja. Warum gibt es jetzt einen Glitch? Hä? Wo sind die? Bin ich überhaupt? Ich kann mich auch nicht erinnern, in einen Schulbus eingestiegen zu sein. Kannst du dich erinnern? Ich auch nicht, so gar nicht. Hä? Wow! Was? Es war alles ein Traum. War alles so ein Traum? Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Glaub ich auch nicht. Das kann nicht ein Traum gewesen sein. Ich will einfach wieder schlafen gehen. Ist so, ich will jetzt auch wieder schlafen gehen, so. Es war doch kein Traum. Alter, das war echt. Nein, was? Also haben wir Rot gar nicht geschlagen. Oh mein Gott, wir haben Kapitel 3 überlebt. Aber was kommt jetzt? Oh, Kaspar, was geht ab? Was geht ab? Feierst Guck mal. Du auch so doll die Regenbogenfreunde, die Rainbow-Freunde? Yes, die haben ja zurzeit einen Mega-Hype, ne? Und ich weiß. Was ist das denn hier? Ist hier oben mit Hier ist direkt einer, oder was? Okay, ich habe ihn anscheinend eingesammelt. Sieht man wohl unten rechts dann. Und hier sind noch mehr, oder was? Guck mal, hier ist Orange. Hat das Orange. Okay, kriege ich den jetzt auch, wenn ich da... Ah ja, stimmt, steht hier auch. Okay, ach, hier auch Orange und Wizard. Ah, kriegt man es immer, wird's immer unten angezeigt. Dann kannst du auch später bei Morph... Oh Gott. Ja. Dann kannst du anscheinend auch alle werden, ne? Aber wir gehen wieder im Menü. Okay. Weil ja, wir haben ich auch heute... Sagen? Unser Ziel ist auf jeden Fall heute, alle, Regenbogenfreunde Morph zu finden, ja. Ich bin echt gespannt, wie viele man überhaupt hier findet. Und wie viele es überhaupt gibt, ne? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich sehe gerade hier in dem Haus in dem Fall noch ein paar. Also man kann hier... Okay, übersehen, zack, oder was? Hat hier so ein ganz kleiner pinker Unicorn Blue. Ob Wo du denn? Den findest? Ich sag mal... Das weiß ich noch nicht. Aha, genau, ob so du den Partygrünen findest, ist eher die andere Frage. Sag mal, wie viele sind denn hier, ey? Gibt's ja voll viele. Pussy hier, Blue Huggy, auch noch. Huggy Blue, hä? Huggy auch? Warte, hier ist locker noch was im Wasser. Tatsache, der Water Orange. Ist das hier oh Purple? Mein Gott. Warte mal. Hier auch noch. Im Zelt. Ach, hier grün. Der Partyhut. Nimm mal die Mitte. Riku. Ja, hier Tussi Blau. Was haben wir noch so? Und hier ich glaube, hier vorne im Wald ist locker so, auch noch mal was. Okay, okay. Ist im Wald noch in jedem Zelt. Hä, in jedem Zelt ist ja eins. Fast hä? In jedem, ja. Fast im letzten nicht. Also im rechten nicht. Okay, dann haben wir jetzt hier schon die Area eigentlich. Ja, lass uns mal weiterlaufen, ja. Lass uns mal weiterlaufen. Ich guck nämlich nochmal, ob du den jetzt hier siehst. Ja, wo bist du? Oh, warte mal. Hier, Unicorn Blau. ja, genau den meine ich nämlich die ganze Zeit. Okay, sind Dinger also. Hier vorne, was ist hier drüben noch? Wir haben jetzt links hier ist so eine Krone. Oddworld. Ja, die Krone haben wir doch zweimal sogar hier, ne? Hier ist eine Krone. Stimmt, da ist eine Goldene, habe ich gar nicht gesehen. Sehe ich jetzt erst? Also, als ob du die nicht gesehen hast. Hä, ich habe die halt nicht, hab die halt übersehen. Mein Gott, aber hier diese siehst du, ne? Was hast du für komische Augen? So. Was soll das Geisterblau? Kann ich hier noch rein? Was haben wir hier vorne noch? Nee. So, zack. Ey, es leuchtet. Okay, ich komme gleich mal weiter. Ist noch hinter dem Schild irgendwas?
Zombie grün. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo eins übersehen, ne? Also hier muss irgendwo bestimmt noch eins sein. Das war hier vorne. Also hier Zombie grün. Oh, hier der Eingang. Wieso, was beim Eingang? Wahrscheinlichkeitswelt steht hier. Was ist hier alles? Die Oddworld. Wie geil. Wieso, was? Boah, voll die Spielewelt hier. Alter, mit hier Backrooms blau habe ich auch noch eingesammelt. Oh mein Gott, Alter. Riesenrad. Hä? Ey, so die coolen Sachen. Lass mal hier reingehen, Alter. Ich kann was brauchst du da so lange überhaupt? Du brauchst ja 10 Jahre für alles. Ja, ich hab hier alle. Ah, nee, ich kann nicht auch schon alle. Wo bist du denn? Hier im Spiegellabyrinth. Das ist auch voll schwer, hier durchzukommen. Ich hab Red gefunden. Wo bist du im Spiegellabyrinth? Red. Ja, bin ich gerade drin. Und wer ist das hier? Transparent Purple? Was? So transparent lila? Wer ist das denn? Guck mal ganz kurz. So, hier. Hä, der sieht ja auch krass aus. Das Spiegellabyrinth ist auf jeden Fall. Oh, doch, hat auch ein bisschen was in sich, muss ich sagen. Und ich glaube, Dizzy Green habe ich auch noch, genau. Hier sind locker auch noch irgendwelche. So. Wen haben wir noch nicht? Wen haben wir noch nicht, ist die Frage. Und zwar habe ich Plush Blue, und zwar den originalen Rainbow King. Und hier hinter locker auch noch welche, oder? Also hinter den ganzen Sachen sind irgendwie keine. Ja, die ist nee. Also hier muss noch irgendwo... Habe ich hier noch eins übersehen? Ja, hier Dizzy. Ah. Wollen wir mit dem Labyrinth... mit dem Riesenrad mal hochfahren? Ja, lass mal mit dem... Obwohl, warte mal. Lass es gleich machen. Wir haben hier noch mal komplett andere Seite. Wir haben hier... Eiscreme und sowas. Ach so, da stimmt es sich ja jetzt erst. Ja, ja, da haben wir auch noch mal voll viel. Das heißt, wir können jetzt hier... So, zack. Irgendwo einfach... Eigentlich muss man nur einfach rüberlaufen. Irgendwann kriegt man das Abzeichen, ne? Snowy Dog. Hier unten. Snowy Dog, okay. Dann hier. Krass an. Wen haben wir hier? Hier haben wir gar keinen, hä? Wir haben echt gar keinen. Kann nicht sein. Hä, was? Dann, warte mal, lass mal runterrutschen. Meinst du, in der Rutsche ist vielleicht einer drinne? Locker. Baby Green und... Wow! Halt die Augen auf, Kaspar! Wow! Ich sehe keinen! Ich habe auch keinen gesehen. Ich hab gar keinen gesehen. Hast du da oben jetzt eben noch Baby Green gesehen oder so? Ja, da oben lag noch einer. Yibi! Ich fahre gerade nach oben, Kaspar. Hast du einen gefunden? Nee, ich ja, warte mal, ich komme da nicht rein. Wie kommst du, bist du da reingekommen? Wie, du kommst da nicht rein? Ich bin einfach jetzt, ja, ich war zu dick dafür, sag mal. Mein Gott. Ja, das war mir schon klar. Warte mal, hier ist Tacos einer... gegessen. Hier ist einer in der Luft, der leuchtet so grün. Ja. Und oben ist, glaube ich, gar keiner. Ja, wie, da oben ist gar keiner. Also, wo, aber meinst du, in irgendeiner Gondel ist noch einer drinne, vielleicht? Könnte es sein, dass da noch irgendwo einer liegt, ne? Ist rausgefallen? Ja. Was machst du denn da, sag mal? Na, warte, halb so wild. Ich wollte sowieso rausspringen, weil oben war nichts. Wir können jetzt nämlich hier hochgehen. Ja. Hier. So. Oh. Wow, Alter. Und dann kann ich nämlich hier hochklettern. Ja. Und jetzt meinst du, auf der Seite ist noch einer? Ich habe ihn berührt, aber er hat nicht gezählt. Ach, da ist der. Lol, sich jetzt erst. Alter, da wird einmal angeleuchtet davon. Jetzt schnell! Ja, das ist gar keiner, oder? Doch, das ist safe einer. Musst du von höher springen. Jetzt habe ich ihn aber berührt. Ich habe nichts bekommen. Genau. Ich glaube, das ist gar keiner. Da steht auch gar kein Enter bei mir, wenn ich dagegen springe. Bei dir schon? Ja, stimmt. Hast auch wieder recht. Was ist denn das denn? Ich kann auch nicht draufspringen. Also draufspringen geht auch nicht. Wer ist das denn hier? Den habe ich gar nicht gesehen. The Red Crazy. Hast du den schon? Den habe ich schon, den habe ich schon. Und jetzt sind wir schon auf der nächsten Map, Kaspar. Wo wir jetzt hier... Ja, ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt hier alles finden werden. Richtig gute Morphs finden. Ich sehe gerade hier. Oh mein Gott. Ja. War gerade der Würfel, hast du den eingesammelt auch? Hab ich alle eingesammelt, das sind richtig coole jetzt. Ach, die Würfel sind immer die Morphs, ne, glaube ich? Ja, nicht immer, wir haben zum Beispiel auch hier Bacon. Nicht immer. Haben wir einfach den Rainbow Bacon. Ja, Dino Friends. Hier ist so ein Messer. Oh mein Gott, wer ist das denn? Angry Friends, lol. Wo? Stimmt. Angel Sonic, was finde ich hier? Ey, hier sind echt, oh mein Gott, man findet hier so viele Morphs gerade, sehe ich. Ja, noch sehr, sehr wilde Sachen hier drüben. Ey, die Tür, da muss man, kann ich mich nicht ducken? Hier ein Imposter, so ein kleiner Imposter. Wo hast du den Imposter gefunden? Sus Friends, hier vorne in der Ecke einfach, so ein kleiner Imposter hier drüben. Lol, hier um die Ecke rum. Hier bin ich jetzt im, oh mein Gott, ich bin im Zoo drin. Lol, Mommy Friends. Mommy Friends? Einfach Mommy Longlegs, aber als Friend mäßig. Guck mal, jetzt hier, zack, den nächsten Cuphead Friend. Alter, du übersiehst ja alle, du bist ja voll blind. Ich übersehe gar keine. Natürlich, ich bin nur andere, blind. Ich bin eine andere Route nur gelaufen. So, Mommy Friends habe ich jetzt auch. Alter, mach mal die Augen auf, da Mensch. Ich glaube, hier vorne war noch irgendwer, ne? Jetzt habe ich den noch eingesammelt. Oh. Hier in diesem roten Ding. Oh, ja, gut gesehen, gut gesehen. Auch hier diese schwarze. Oh, hier unten beim Mama, hier hast du auch schon. Oh, noch das Auge. Und das ist die grüne. Das ist einfach nur der grüne, den kennt man auch. Lol, das war wohl beim Hammer. Stimmt da. Ja, hier ist der rote. Hier ist Dracula. Dracula-Friend. Oh mein Gott, ich habe ihn auch. Stimmt. Und du hast hier die Ente übersehen, oder nicht? Nein, Alter, die Ente so habe ich. Die Ente habe ich. Hast du auch
Hast du auch hier oben den, dieses Auge? Ja, habe ich auch eingesammelt. Der Zyklopen, Friend? Ja, habe ich auch eingesammelt. Wie viel hast du jetzt? Kann man das sehen? Mir fehlen noch, warte mal, wie viele Beine ausstehen? Fehlen dir noch? Eins, zwei. Ein paar fehlen mir noch, ungefähr so 15 oder so. Dann müssen wir ihn noch viel mehr finden, locker im Zirkuszelt. Ja, die finden wir alle noch. Also hier vielleicht, hier vorne. Hier ist auch ein Glaslabyrinth. Ah, auch ein Glas. Okay, das kenne ich gar nicht. Lol, das ist aber Morph an der Bank. Hier so ein kleiner, so ein Noob-Morph. Hier liegen noch mal voll viele. Alter, das ist ja easy. Warum kann man sie nicht ducken? Nächsten. Ja, weiß ich auch nicht. Hier oben, der Hagi-Morph. Wo bist du gerade? Im Zirkuszelt drin, da sind drei Stück. Wo denn? Ja, drei. Vier Stück. Ah, hier liegt einer. Wenn du die nicht siehst, dann bist du ja richtig blind, sag mal. Hier ist auf jeden Fall der Sonic Friends. Vier Stück sind hier im Zelt, die findest du ja wohl alle, oder was? Zack, den habe ich auch. Aber hier war ich noch nicht drin. Hier ist noch ein Morph. Und hier ist noch ein Morph. Wichtig. Hier ist es, wo man sich ducken muss. Ich weiß aber nicht genau, wie man da hinkommt. Ich weiß auch nicht, wie man sich ducken kann. Ja, gute Frage. Vielleicht irgendwie so. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Also mir fehlen jetzt noch 1, 2, 3, hier hat der Orangene, Alter, das ist so obvious. Welche Orange? Hier ist wie auch im Spiegellabyrinth. Ah, welche hier Orange? Ist drin, ne? Der ist hinter dem Spiegellabyrinth. Ach, den habe ich auch nicht gehabt, lol. Alter. Also mir fehlen jetzt noch 9 Stück. Können wir auch hier rausgehen vorne? Auf dem Parkplatz? Mir fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück auch. Okay, also ich kann nicht auf den Parkplatz gehen. Also, ja, die müssen überall noch verteilt sein, ne? Ja, die müssen ja, ich könnte mir vorstellen, dass die halt über der Achterbahn hier, oh, man kann die ganze Achterbahn langlaufen, oder? Hier, man kann auch hochgehen hier. Oh Gott, ich habe jetzt hier noch einen noch geholt. Was für ein Baumhaus denn? Da ja. Habe ich noch einen Morph? Sehr gut. Hab ich den da drüben schon, da draußen diesen grünen Würfel, habe ich und den schon? Und noch zwei Morphs. Oder hier, ja, den habe ich schon. Und hier die Tasse, habe ich die auch schon. Okay, jetzt habe ich, warte mal, fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist das Baumhaus? Hier oben irgendwo? Oh, warte mal. Den Game habe ich noch nicht. Ja, den habe ich noch nicht. Da! Und da ist auch noch ein Riesenrad. Ja, das Riesenrad hat auch noch ein Morphrad gehabt, den ich noch nicht gesehen hatte. Wo hat der das gehabt? Liegt auch noch ein Ring. Alter, mir fehlen jetzt nur noch. Hä, boah, ach, den habe ich auch schon. 4. Ja, du hast ja dann viel mehr schon als ich. So, den Bacon her nehme ich. Ja, bist du wohl richtig schlecht. Wir werden mal zu sehen, wer zuerst die ganzen Morphs hat, ne? Ja, ich werde die gleich alle gefunden haben. Wollen wir machen, wer die zuerst hat? Okay. Ja, okay. Ich schaue gerade schon wie so ein Verrückter hier um mich herum. Oh mein Gott, hier auf Undercover, auf Geheim. Hast du niemals gefunden, den Piggy-Morph. Genau. Der Piggy-Morph ist da drin. Der Piggy-Morph. Der ist hier drin, ist so. Na Bro, guck halt beim Morph, ne? Da siehst du ja direkt schon in ich der... Ich glaube, warte mal, 10 die Game Pass-Dinger dazu? Mir fehlen nur noch 3 Stück. Mir fehlen nur noch 4. Hart. Nee, es fehlen auch 4. Omega. Ja, mir fehlen auch 4, aber du hast das Piggy-Ding noch gar nicht, oder? Oder hast du den Ach, schon? Man muss Omega... Also wir müssen 2 Stück können wir kaufen. Ja gut, da fehlen mir noch 2 Stück. Zwar Omega und Buff. Und ja. Buff, wo ist Buff? Da, Buff ist hart. Also mir fehlen noch 1, 2 Stück. Piggy Friends und Sass. Ey, du hast ja echt... Ist ja echt Piggy gewesen. Ja, Piggy habe ich gesehen. Aber ich sag jetzt nicht mehr, wo der ist. Wo war Piggy da? Hier, einfach so oft... Nee, ich dachte schon, hätte ich nicht gehabt. Wo war Piggy hier? Sag ich dir nicht. Wenn du den selber nicht siehst, dann hast du selbst Schuld. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Die Frage. Der muss doch hier irgendwo sein in diesem Raum, oder? Als was? Ob der Knochen? Alter, du bist so schlecht, ne? Dass du den jetzt erst siehst. Aber fehlt mir nur noch Sass, Friends. Wo ist denn Sass? Der ist garantiert hier. Weil ich habe, glaube ich, Sass eben schon gesehen. Hä? Ich weiß, wo Sass ist. Wo denn? Oh mein Gott, die habe ich beide noch nicht gehabt. Jetzt, ich hab alle. Wie, du hast alle? Ja, ich hab alle. Glaube ich dir nicht. Wo ist dein Doch, Sass? Soll ich dir sagen, wo der Sass ist? Der ist nämlich hier vorne, hinter der Ecke, weil du blind bist. Hinter ich welche glaub, Ecke? Ich glaube, hinter diesem Gebäude ist der. Nee, niemals. Ja, hier ist der, genau hier ist der. Mm. Hol dir den letzten Morph auch ab. Oh mein da Gott, steht ab. Stimmt. Okay, Alter. Du hast recht. Wir haben alle Morphs geholt. Alter, wie solche Maschinen, Junge. Sehr hast gut. Hast du heute sogar gewonnen, nicht schlecht. Jungs, habt ihr schon von der Skibidi-Toilette gehört? Habt ihr schon von der gehört? Oh mein Gott, ja, hab ich. Skibidi-Bibidi-Bibidi. Guckt ihr euch das mal an, das ist Alter, die. Und gruselig. Wir können jetzt, und heute oh Gott, wir können jetzt alle. Was Skibidi. Für einsammelt, der hab ich gefressen gerade. Nein, der, vor dem müsst ihr aufpassen, es gibt doch böse hier. Oh, warte, der greift uns echt an. Oh mein Gott, lauf! Deswegen, Jungs, komm mal hier mit. Komm mal mit, Kasper, hier. Wir müssen nämlich hier innen gehen. Da! So sehen die aus. Oh mein Gott. Ich hab einfach zeig mal. Die erste Toilette bekommen gerade. Läuft jemand hinterher? Ich weiß, warte. Wieso bin ich jetzt hier? Ist das jemand anderes? Guck mal. Das bin ich. Ah, ja. Erschrocken, Kasper. Wie siehst du aus, Leon? Ja. Ich bin die Skibidi-Toilette. Hast du Angst schon vor mir oder nicht? Guck mal, kann man eh drücken. Kann man eh drücken. Hier bei mir. Hier drüben. Ja. Alter, wir werden heute probieren, alle verschiedenen Skibidi-Morphs zu finden. Alter. Toiletten-Nerd. Skibidi-Skibidi-Bum. Oh mein Gott, wo sind... Jungs, hier ist der Toilette, an der ihr voll beigelaufen seid. Nein. Zurück.
Verdammt. Nein. Guter, da, guter stark, Call. Stark, stark. Guter okay, Call. Ich hab euch. Weiterkommen, wir gehen hier lang. Hier seid. Jo, also ich dachte, ihr seid schon wieder fast vorbeigelaufen. Aber nur fast. Toilette. Und was ist hier noch? Aber nur ganz. Und jetzt? Hier ist zu. Wir haben gerade eine Tür aufgemacht, jetzt Special. Ich weiß. Ich glaube, warten wir hier hinten. Oh mein Gott. Hier ist noch eine. Hä, die ist bei mir nicht. Wo? Bin ich auf? Hier. Die ist auf. Hä, wie cool war das denn? Oh, hier ist nämlich noch eine Ding, ne? Zeig hier, mal. Ey, die war richtig cool, die wir gerade bekommen haben, ne? Ja, die war echt Gott. Richtig cool. Also auch stimmt, auch so eine Spinne. Alter, was denn hier? Oh mein Gott. Sind wir fast übersehen? Alter, das ist die Spinne! Das ist die Spinne! Hilfe, Jungs! Rennt weg! Oh Gott. Ey, ich guck den Jumpscare! Hinten um die Ecke, da müsst ihr hin. Hinten um die Ecke müsst ihr hin. Okay. Soll ich wieder runterkommen? Oh, Alter, hab ich ja schon gerade, Alter. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Wir müssen nach Dingsen. Lass uns kurz teleportieren. Wir können es teleportieren zum... Teleport, stimmt, Spawn. Zur Factory. Lass zur Factory hin. Factory, teleport, let's go. Hier ist nämlich auch direkt eine Toilette, die wir haben können. Ui. Giga-Chat-Toilette. Guck mal hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier oben. Ich muss öffnen. Okay, und dann haben wir. Ja, bei mir? Ah. Ich. Okay, stark. Ich glaube, die finden das Ende, nicht so lustig. Wie du nicht verraten wolltest, Digga. Alter, hier sind voll viele Toiletten in dem Dingens. Eine. Oh, da wollte ich eine. Ja, oh. hier sind noch mehr Toiletten. Oh. Und hier. Hä, ich habe irgend so einen Generator. Ich habe eine Power Source eingesammelt, ihr auch? Ich auch. Ehrlich? Ja? Nein! Oh, ich auch, ja. Power Source. Okay, wo muss. Ah, hier rein, für das Ding. Ich wurde schon wieder gejumpscared. Ha. Ja, lol, boah, die sieht auch krass aus. Ich noch nicht einmal. Übersehen. Ja, die hast du übersehen. Was hab ich übersehen? Du hast eine übersehen hinten. Wo denn? Tja, mach in der Ecke. Auf, dann findest du die Alter. Vielleicht. Alter, hab ich echt übersehen. Warte mal. Ey, ich wurde gejumpscared, Kaspar. Ja, wie schön seid ihr. Skibidi-bap-bap-bap-skibidi-di. Bro, hier sind vier Toiletten in einem Garten einfach, ja moin. Bist du aufs Dach gegangen? Alter. Ich muss hier rein, nicht aufs du Dach. Du hast recht. Nee, aufs Dach. Hier ist, auf Dach ist aber eine Toilette. Ach so, ja, okay, auch gut. Und dann sind hier im Garten voll viele, ne? Genau, vier Stück sind da. Oh mein Gott. Mirkan, wo bist du? Wo seid ihr? Mirkan ist in der Firma gerade. Ich bin in der Factory noch. In der Factory. Ich hab grad so viele Toiletten eingesammelt, das glaubst du nicht, ne? Ich bin im Nachtclub. Wie bist du denn da jetzt hingekommen? Da, er ist im Club, hier bei mir. Da bist du. Komm, da vorne so eine. Beim kaputten Haus. Alter, das ist ein Fahrstuhl. Alter. Oh mein Gott, was ist das denn? Alter, ich hatte viele Zeit. Alter, wie viele Toiletten sind hier, Jungs? Guck mal, hier unten, hier. Alter! Okay, Jungs, wo teleportieren wir uns hin? Flugzeug! Ja, lass uns teleportieren. Nein, wir suchen, durchsuchen. Hier ist noch eine hier oben. Hast du nicht gesehen, oder was? Nee. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ja, wir treffen uns gleich. Jetzt teleportieren. Okay, wohin? Wohin? Warzone. Zur Warzone. Warzone bin ich auch gerade. Hier sind auch echt viele Toiletten, die ich jetzt gerade einsammle. Hier ist wieder eine Kanalisation, ne? Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Stimmt. Naja. Ja. Hier sind so viele Toiletten, Jungs. Die Toilette, Digga, die läuft hier rum, Bro. Oh, ab, Kollege. Alter, mit Graffiti sogar hier hinten. Ey, Kaspar, bist du da vorbeigelaufen? Hä, nein, die hab ich. Den Monday-Toilette? Weiß ich nicht. Nee, Weekday. Nee, ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt. Ach, die ist hier hinten, oder was? Monday? Wednesday. Monday, Digga. Monday-Toilette, Digga. Die Monday-Toilette. Die Monday-Toilette. Ah, hier, Wednesday. Ja, ich auch, ja. Alter, die ist einfach im Basketballkorb als Toilette getarnt. Wie geht das denn? Wie? Wo? Hä? Wie können wir denn nach oben? Wir müssen jetzt hier außen. Kommt mal hier an die Wand, Alter, ist doch eine versteckt. Wand? Ja, da kannst du eh drücken. Hä? Ja, die war versteckt dahinter. Mann, Kaspar ist schon wieder weg. Ich bin nicht weg, ich seh euch doch, Alter, ich komm doch. Da ist ein Fahrrad. Alter, hier ist eine Megatoilette. Oh, ist extrem groß. Alter, hier sind so viele, Bro. Hier ist locker auch noch eine. Zwei sogar. Kann man irgendwo sehen, wie viele man schon hat? Ja, ja. Bro, es sind hardcore viele, sehe ich gerade. Guck mal gerade. Morgs. Oh, ich würde sagen, ich habe bestimmt schon so die Hälfte. Ja, ich auch ungefähr, würde ich sagen. Also ich glaube, heute können wir auf jeden Fall alle finden. Alter, ich bin auf dem Hochhaus, ganz oben drauf, Leon. Ja, ich komm grad, das sieht richtig verrückt aus. Alter. Ihr habt die doch locker noch nicht, die hier hinten sind. So. Die Iron Man habe ich noch nicht, ne? Glotzer-Toilette. Nee, Totenschädel-Toilette. Ah. Okay. Loh, eine Ninja-Toilette. Was? Ja. Wo seid ihr? Seid ihr da oben? Hier ist auch noch eine, Möckern. Da seid ihr. Ah, hab ich. Was ist das für eine? Alter. Das ist einfach Toilette. Oh mein Gott, geht's hier? Alter, hier links ist auch noch auf dem Dach. Komm aufs Dach hier, links ist auch noch. Hier ist ein Helikopter. So, okay, am Start. Alter, was ist denn das für einer? Oh mein Gott. Ist auch noch... Lol. Oh mein Gott, als ich so weit jetzt schon bin. Wir haben gerade eine Special Toilette aufgehoben? Ich glaube schon. Hier ist aber eine riesen sehr Alter, schön. Das ist die Toilette. Was habt ihr gesehen?
Da oben ist auch eine Ecke. Alter, einfach zwei Stück. Oh, Alter, was knapp gerade. Okay, lass uns. Das können wir noch teleportieren. Zur Big. Zur Big Toilette. Da fahren wir. Ja, da waren wir schon. Wohin willst du? Dann lass uns zum Spawn teleportieren. So, dann waren wir, glaube ich, in einer Ecke. Warte, hier war. Hier vorne sind noch welche. Das Dixie-Klo auch locker, oder? Waren wir schon in der Kirche? War ich schon drin, ja. Hier ist die goldene Toilette. Yo, ein Dixie! Alter! Alter, wie viele hier einsam, Jungs. Ja, da waren wir eben auch. Ach, da warte ich schon, so die, okay. Die Geheime. Hier rechts waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier sind auf jeden Fall voll viele. Alter, mir folgt so eine Doppeltoilette. Oh Gott. Hier habe ich noch einen eingesammelt. Ich habe eine türkische Toilette gefunden. Was? Wirklich, mit einer Türkei-Flagge. Das ist ein trauriges Kind, steht da. Alter, wo bin ich denn hier? Ich hab gleich alle. Ich hab eine Yoda-Toilette. Ich hab so viel im Flugzeug. Eins. Okay, mir fehlen irgendwie 30 Toiletten oder so. Ich guck mal gerade. Was? Morphs? Oh, mir fehlen auf jeden Fall auch noch so ungefähr 30. Hier ist noch eine Toilette. Eine Sword-Toilette einfach. Guck mal, das ist ein Death Run nach oben hier. Da ist auch noch eine. Was ist das denn mit den großen tanzenden Köpfen da hinten? Niemals. Sieht so aus. Kann man sich boosten? Da kann man sich boosten. Da kann man aber nicht hoch. Ich hab Spitzen eingesammelt. Hoch mit dir. Pass, warte. Pass. Wo brauch ich die? Ja. Ja, jetzt geht er vorsichtig hoch. Als ob das jetzt ging. Was macht ihr da? So, ja, ich weiß nicht, da sehe ich so ein... Aber da ist, denke ich, nichts. Was, hier darf man nicht sein. Ich glaube, hier darf man nicht sein. Das ist ganz, ganz buggy. Hier ist nichts. Oh nein. So, aber hier kann man jetzt... Zack. Und da hinten sind noch viel mehr Toiletten. Oh mein Gott, auf den ganzen Dächern hier. Ich habe so viele schon gefunden. Kameramann, Toilette, Fernsehtoilette. Warte, Mirka, komm mal mit hier. Toilet Corporation, da müssen wir rein. Toilet Corporation? Hier noch... Weiß nicht, wo du gerade bist. Hier war noch mehr, nämlich oben auf dem Dach. Hab ich gerade noch gesehen. Locker hier noch rüber über die Dings. Ich bin down. Oh. Zack. Ja. Noch eine Toilette. Hier rüber jetzt. Oh mein Gott, ja. Dein Gang. Das waren nochmal easy zwei Toiletten jetzt hier. Toilet so. Kindergarten. Okay. Was ist das denn für ein Geheimraum? Kindergarten? Wie soll man denn da hinkommen auf die Toilette hier? Wie soll das denn gehen? Oh mein Gott, hier sind ja auch voll viele drin. Hä? Alter, hier sind, oh mein Gott, drei Toiletten in einem Raum. Oh. Nee, raus hier wieder. Komm ich hier wieder raus, da oben? Also ich hole mir jetzt Ticket-Toiletten, will jemand mitkommen? Und auch Cameraman ist auch nochmal hier. Oh. Ja, die hatte ich eben auch, Cameraman. So. Hey, seid ihr beim Schrottplatz? Alter, hier sind voll viele, Alter. Wir sind beim Schrottplatz, da waren wir noch nicht. Ist das ein Schrottplatz? Ja. Ich glaube, da war ich eben schon. So, hier noch mehr. Hier, oh Gott, ich habe eine Spitzhacke. Ich habe eine Spitzhacke bekommen. Ja, habe ich auch. Ich weiß aber noch nicht genau, wo wir die einsetzen können. Ich weiß auch gerade nicht. Ist hier noch mehr? Ja, hier ist noch eine Toilette. Hier noch eine versteckt oder was? Hä? Alter, hier waren so viele Toiletten. Ich hab ein Abzeichen bekommen für die goldene Kron-Toilette. Alter, crazy. Ja, guck mal hier. Leon, guck mal nach oben. Hä, wo bist du denn hingekommen? Ja, komm her, das ist ein richtig Secret. Oha, warte mal. Eingebrochenen. Hier sind noch voll viele Toiletten. Ja, hier oben auch. Hier, das ist die Secret-Toilette, die ich meinte. Oh mein Gott, Alter. Guck mal hier. Und hier kommst du nur mit so einem kleinen. Oh. Wow, ey, was? Ey, mir fehlen nur 20 krass. Toiletten. Oh mein Gott, hier ist auch noch eine Mirka hier links. Stimmt, die habe ich und ganz oben. Jetzt hier, komm her. Pass auf mit dir. Ach da, oh mein Gott. Und jetzt hier, zack. Oh mein Gott. Oh, ich habe auch Abzeichen. WC-Krone. Nicht schlecht. Wie seid ihr da hochgekommen, Jungs? Mit Tricks. Mirka, hier ist noch die Straße, hier oben. Die habe ich auch schon komplett. Ehrlich? Ich bin gerade gut. Hier war noch einer. Ist hochgekommen, den Turm? Sag doch! Nö. Ja, also wirklich, nee. Vielleicht, wenn ich gewonnen habe, sage ich dir das. Alter, mir fehlen nur noch Dingens. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nur noch 10 Toiletten. Wo sind jetzt die 10 Toiletten? Die sind wahrscheinlich irgendwo richtig gut versteckt, oder? Ah, hier ist eine. Oh mein Gott, ich bin da selber hochgekommen! Ja, Lüge. Achso, Lüge, dann guck mal, wer hier oben ist. Zack! Irgendwo hier müssen noch versteckte Toiletten sein. Ich guck jetzt gerade mal. Hier unten vielleicht. Eine Noob-Toilette. 10 Stück nur noch? Das ist schon noch. Also zählt ja nur die oben die mit Grünschlössern, ne? Nein, die zählen wir nicht mit. Die zählt ihr nicht, oh Gott. Nein. Oh, nur die unten mit Gelb. Gott. Weil hier war noch eine Toilette. Wieso, wo ist der Shopplatz? Ja. Was ist der Shopplatz? Bro, hier sind einfach 10! Wo sind die? Wo ist das? Da sind so viele Toiletten. Ich hab eine Spitzhacke, kann man den aufbauen?
Oh, komm mal her, ja. Typ mal hier eh. Warte, wo seid ihr? Warte auf mich. Eine Goldtoilette, eine Money-Toilette. Achievement. Was? Jawohl, Alter. Okay, ich guck mal. Hier die Pickaxe und Pickaxe, den Stein. Alter, was? Hä? Ich Alter. Hab gemacht. Ja, jetzt gleich nochmal, jetzt nochmal. Ja, ich hab sie. Alter, stark. Smaragd-Toilette. Da ist noch einer hinter. Da oben, wie habt ihr die hier oben schon? Wie? Nee. Hier über uns. Ja, wie kommen wir da hin? Mit Fahrstuhl. Da rein? Fahrstuhl. Hä, unten auch noch, oder was? Du kannst durch das kaputte Fenster raus. Und jetzt, wo lang? Oh mein Gott, wie krass. Hä, wo, wir müssen jetzt irgendwo raus. Wir müssen irgendwie einen weiter runterkommen. Ich glaube. Oder aufs Dach kommen. Nee. Ah, ich hab eine Idee. Oh mein Gott. Nee, hat es geklappt, oder? Ja! Nein, wie close, aber man schafft's. Okay, mach nochmal. Ah, nee, schafft man nicht. Oh ja, ich hab sie. Ich hab sie auch fast gekriegt eben. Ich hab sie. Oh, zeig mal. Steh auch noch. Wir fehlen jetzt nur noch, wie viel fehlen mir? Noch 4 Stück? Oh mein Gott. Wie viel fehlen mir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück nur noch. Alter, mir fehlen nur noch 4. Bro, wie kriege ich die da oben? Die will ich haben. Oh mein Gott, hier war noch einmal eine Toilette versteckt. Oh mein Gott. Endlich, okay. Digga. Weil ich auch nicht erkenne, dass man am Gebäude glitschen muss. Muss das man ist euch. Kein Glitschen. Das ist Skill. Natürlich. Mir fehlen nur drei Toiletten. Ich glaube, es gibt mehrere Kanalisationen, Jungs, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt nur eine. Ich check nochmal lieber ab. Ich geh nochmal nach unten hier. Nee, in der Kanalisation ist nichts mehr drin. Ich geh nochmal zum Club jetzt, weil ich glaube, ich war da nicht ganz drin. Club? Ja, ach so, das hier ist, oben? Ach so. Das ist die Safe Zone. Wie viele fehlen euch noch? 4 und Kasper dir? Mir fehlen 3. Sieben. Drei. Das Ding ist, ich glaube, die meisten sind eh auf den Dächern. Also eine ist auf so einem Ding drauf. Ja, was für ein Ding. Kann man hier irgendwo noch hochfahren mit irgendeinem Gebäude hier oben, ne? Hier hinten oder so? Nicht so einfach. Hier ist safe irgendwo. Habt ihr schon die ganze Zeit beim Kindergarten? Ja. Ja, okay. Ja. Dich oben irgendwie zu retten. Ich sehe. Das Ding ist, die eine war eben auch richtig eklig, ne? Mit diesem Dings. Mit dem, mit der Spitzhacke. Kann sein, dass es sowas noch mehr gibt. Wir hatten noch dieses Energieding, aber das hatten wir woanders benutzt, ne? Ja, das müssen wir in der Firma nutzen. In der Factory, meine ich. So. Oh, warte mal. Hier ist noch eine Toilette. Ey, hier ist der Basketballkorb, auch eine Toilette. Guck mal, Mülkan, hier ist noch eine Toilette. Die hab ich schon bei dir, Leon. Nicht. Alter, mir fehlen nur noch 2. Was? Sag mal, welche, vielleicht habe ich die schon, weil eine weiß ich, die ist ganz undercover, ganz eklig, eine einzige. Ich habe so ein, das ist ein Zauberer und einmal so ein mit so einem Alien-Auge, so ein grünes Alien-Auge, was rausguckt. Okay, Alien-Auge habe ich auch noch nicht und Zauberer, wie sieht das aus? Der blaue Zauberer. Das habe ich schon. Wie? Hast du eh, hast du nicht. Alien habe ich auch noch nicht. Alien wird, glaube ich, im Weltall sein oder sowas, oder? Wo ist der Zauberer? Weiß ich nicht mehr, Digga, hab ich vergessen. Ich glaube, ich muss einen Helikopter oder sowas kaufen, weil ich weiß nicht, wie man die eine bekommen soll da oben. Die Toilette. Oh! Ab hier, du Grusel. Ja, die hole ich mir jetzt, Leon. Die kann man sich gar nicht holen. Na klar! Wie denn? Hier habe ich doch schon alle. Hä? Bro, so, wo Jungs. Sind denn noch welche? Es war schön mit euch Geschäfte zu machen. Die? Jetzt hätte ich einen Helikopter gekauft. Nein, das glaube ich nicht. Bro, du kannst doch uns mitnehmen! Nimm uns doch mit, Alter! Ja, das war das Alien-Auge. Und wo ist dieser blöde Zauberer? Warte, wo hast du das Alien-Auge geholt? Sag mal bitte. Hier oben. Kriegt man nicht anders. Ja, na klar, guck mal. Oh mein Gott, bist du schlecht. So. Ja, wie? Ja, zeig. Oh mein Gott. War ich hier schon? Ja, so? Ja, und dann? Und jetzt komm mal ganz kurz nah ran zu mir. Oh Mann. Wo seid ihr? So, und jetzt rüber! Ja! Ich habe ihn, Alien-Auge. Und hier ist noch einer. Kasper! Hast du den? Ja. Kasper, wo ist der Zauberer? Weiß ich nicht, Digga. Hol ihn euch mit dem Helikopter! Oh, jetzt ist er weg schon. Aber. Oh. Wo ist denn der Zauberer? Ich bin auch der Zauberer. Ich sag dir Bescheid, wenn ich den Zauberer finde. Ja, ich habe ihn auch schon eingesammelt, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Mir fehlen noch 4. Also, ich guck grad über alle Dächer rüber und irgendwie ist gar nichts, ne? Ich kaufe mir jetzt den Zauber mit Robux. Hey! Mann! So, und damit habe ich, ja Mann, alle. Nicht schlecht, ich muss alle die anderen gefunden. Hier. Juhu! Jo, was geht ab, Leute? Was geht ab? Ey, kommt mal hier rein, schnell, Beeilung. Guck mal,
Hier ist ein roter Schlüssel auf dem Tisch. Ich weiß, wir müssen jetzt hier anscheinend... Was müssen wir machen hier, Kaspar? Was hast du gesagt? Wir müssen heute alle 14 Farbeimer finden und aufpassen, dass die Riesennase uns nicht erschnüffelt. Oh, okay, das ist wahrscheinlich richtig schlimm, wenn ihr es macht, ne? Das wird richtig schlimm. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen erstmal die rote Tür finden, aber ich weiß... Oh Gott! Merkt ihr, was ich merke? Das ist die Riesennase, die ich meinte. Wir werden angeschnüffelt gerade oder so. Ja, ja, genau, die riecht uns. Sie müssen immer schnell sein in diesen Gängen hier, weil sonst kommt sie. Und dann mein Bildschirm war gerade rot. Oh Gott, Ussi. Hier ist eine Riesennase. Hier ist ein Farbeimer, hier ist der erste Farbeimer. Zack, eingesammelt. Wo ist der? Ich musste gerade an einer Riesennase vorbei. Alter! Oh mein Gott, da war sie gerade, Mörkern, hast du sie gesehen? Ich hab sie gerade gesehen. Die war gerade extrem schnell. Richtig gruselig. Ich hab mich extra gewaschen vorher. Hier vorne, ja, besser ist es auch. Sonst hätte ich auch gerochen. Okay, hier? Ja. Ja, Bro, die ist hinter uns, Leon! Alles gut, ihr seid safe. Bro, guck mal hier. Es geht bei dem, denn der sieht ja aus wie Mörkern. Das glaube ich nicht. Das sieht ja aus wie Mörkern. Hä? Boah. Oh Gott. Warte, hier ist noch ein Farbeimer direkt. Ja, ehrlich? Oh, perfekt. Genau. Man findet eigentlich die meisten ziemlich schnell, aber irgendwann kommt man dann irgendwie ins Stocken. Da muss man dann irgendwie ein bisschen rumsuchen, rumknoten. Okay, gucken wir nochmal ganz kurz. Ist hier in der Ecke vielleicht irgendwas beim Labyrinth? Ja. Oh Nein. Gott, auf, drück, zurück, zurück! Was mache ich? Was soll ich jetzt? Die ist schneller als hier. Irgendwo eine Lücke gleich rein. Jungs, wie? Hier ist keine Lücke. Ich weiß so auch eine gelbe nicht, Lücke, in so eine gelbe Lücke. Geradeaus. Lauf. Da. Gelbe Lücke. Oh. Oh mein Gott. Alter, oh mein Gott, Jungs. Okay. Okay. Nicht schlecht. Alles entspannt. Lass jetzt mal hier wieder raus. Was passiert eigentlich, wenn sie mich riecht? Dann war's das mit dir. Hat sie es ausgerochen, sagst du? Hat sie es richtig ausgerochen. Warte, wir müssen hier vorne lang, glaube ich. Oh, hier, Jungs. Hier können wir rein. Ehrlich? Komm rein. Schnell. Okay. Oh mein Gott, einsammeln. Ich hab grad... Alter. Das war so knapp. Findet ihr auch, dass die Nase ein bisschen aussieht wie Phineas von diesem Phineas und Ferb? Stimmt. Sieht das so aus, ne? Die Nase? Okay, komm, wir gehen durch. Oh. Na, Obby. Oh nein. Daran bin ich Profi, ne? Ja, okay. Oh Gott. Hier. Okay, ganz, ich hoffe, da wartet ein Farbeimer auf uns. Alter, hier sind welche gefangen. Hier sind einfach welche gefangen. Ja, und das bist du auch bald. Jetzt haben wir die Säge. Alter. Oh mein Gott, wenn die dir schnüffeln, dann bist du da auch gefangen. Okay, warte mal, die Säge. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wofür brauchte man nochmal die Säge? Das filmen wir schon heraus. Das ist kein... Oh, eine Farbeimer. Oh, ja, noch einer. Nummer 4 schon. Hier können wir sägen, guck mal. Da können wir safe sägen, oder? Oh, nee, ich nicht. Und wir nehmen blauen Eimer und lilanen Schlüssel. Lilanen Schlüssel. Oh mein Gott, wichtig. Komm, wir laufen hier vorne weiter in die andere Richtung. Hier kommt, ich hab die Tür gefunden. Echt? Okay, oh. Ja, hinten. Ah, okay. Nein, das ist Geld, Jo. Ich weiß. Mann, Alter, bist du farblind oder was? Okay. Unglaublich. Okay, gucken wir mal ganz kurz, was ist hier? Alter, hier sind irgendwelche. Hier vorne. Hör, den Knopf kann man drücken, aber oh mein Gott. Die Nase ist hinter uns. Ehrlich? Genau, bitte. Ich brauche Hilfe. Wenn ihr bei den Knöpfen seid, müsst ihr genau die richtige Rhythmus. Kaspar, wo bist du? Und weggelaufen. Ich habe ja schon die Tür. Warte. Oh mein Gott, ich will Farbeimer. Ich riskiere es. Oh mein Gott. Die ist aber noch hinter mir. Die ist da. Lauf doch nicht zu mir. Ich wurde angenießt. Mein Bildschirm wird grün. Popel. Oh nein. Bitte rein. Läuft die doch, oder was? Ja, die war hier gerade irgendwo. Ey, hier ist noch ein Farbeimer. Und noch ein Knopf. Okay, sehr gut. Knöpfe, pass auf, da müsst ihr euch die Farben merken. Und die müssen wir bei so einer Tür, Rot? Oh Gott! Rot ist eins. Was war das andere? Hier geht's noch weiter, Mückern. Alter, hier! Wo seid ihr denn, Jungs? Oh nein. Nein. Mückern ist uns! Hey, das Wort war bei uns! Hier, rot ist eins. Merken. Merkt euch rot eins. Nimm den Eimer mit. Geht nicht. Geht nicht. Pass auf, rot ist eins, wisst ihr jetzt, ne? Und jetzt sind noch die anderen. Rot ist eins, ja. Zwei war auch rot. Okay, dann hab ich alle. Dann kommt hierher zum Spawn. Wir sind da. Wir sind bei der drei Farbeimer. Hier, kommt her. Rot, pink. Wir sind bei der Tür. Rot, pink. Rot, pink. Rot, drei Farbeimer sind rot. Bitte, lauf! Geh doch rein hier, komm doch rein. Achso. Die Nase. Ich lock die weg. Oh. Nee, warte, lass wir vorbeigehen. Ich hab sie weggelockt. Lauf mal rechts da wenigstens. Okay. Ey, tolles Weglocken. Richtig toll. Ich lock ihn jetzt weg. Okay. Lass sie doch vorbeigehen. Was machst du denn? Ja, ich nehm ihn mit. Lauf. Okay, lauf. Okay, es war rot, pink. Gut. Ja. Oh mein Gott, drei Farbeimer. 4 Stück fehlen bei mir noch. Wie viel fehlen bei euch? Warte, ich komm wieder. Hier ist die Tür. Mir fehlen noch drei. Oh Gott. Ich hab die Tür gefunden für den Schlüssel.
Wo denn? Oh nein. Ich hab die Nase im Gepäck. Die Nase. Ja. Komm mit. Hier dann. Wo bist du? Ja, wir werden verfolgt. Ja, warte. Ich hab gesagt hier. Abhauen. Ich seh nichts mehr. Andere Richtung. Links. Ich bin jetzt wieder bei Rot-Rot-Pink, bin ich jetzt wieder. Wo seid ihr? Oh mein Gott, okay, wir laufen eine Runde. Links. Komm mit. Oh Gott. Dann, wir sind in der Sackgasse. Ja. Nein, hier ist gut. Da hinten links. Hier ist die Safe. Alter, hier kann man hochgehen. So, warte mal bei der Safe Zone. Komm mal zur Safe Zone. Ein Schraubenzieher. Wir sind in der Safe Zone. Wir sind da. Ja, dann, ich bin auch da. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Ja, Leon ist jetzt wieder weg. Hier ist die rote Tür. Wo seid ihr denn, Mann? Hier, Möckern, hier hinter dir. Ja, ich geh jetzt mit Kasper mit Leon. Jetzt haben wir dich verloren. Ja, ist wirklich nichts zu gebrauchen. Du einfach rum. Komm zur sicheren Zone. Da bist du. Bin ich doch. Digga, hinter dir. Was geht? Hinter dir. Was geht, Bro? Ja, hier ist doch locker die Tür, oder nicht? Jetzt rechts. Ja, guck mal, ich hab ohne euch gefunden, Alter. Ist klar, die hättest du niemals gesehen. Ich hab die leere Tür gefunden. Hier ist C4. Hier ist C4. Und damit können wir irgendwas aufsprengen. Oh, bestimmt den Vent eben gerade, wo wir waren. Nein, dafür brauchen wir einen Schraubenzieher, stand da. Ah ja, okay, dann irgendwas anderes. Also eine brüchige Wand ist das, glaube ich. Oh nein. Okay. Oh nein. Oh nein. Mich nein! Er hat dich. Oh nein, noch ein Eimer. Lauf! Hier müssen wir ganz am Ende hin. Oh Gott. Das ist die brüchige Tür. Nase. Komm mit. Nase. Jungs, wenn ihr stirbt, verliert ihr alles. Hier ist die Tür. Oh Gott. Mach an. Schnell. Ist dran. Oh Gott, bitte explodier schnell. Schnell. Aufmachen. Los jetzt. Nein. Oh nein. Nein. Rein. Ich bin drin. Wo bist du? Oh Gott. Explodier, ich komm rein. Lauf. Oh. Komm, ich halte hier rein. Locker finden wir hier den Schraubenzieher gleich. Ich hoffe doch. Ich glaube, sie kann nicht hier rein oder so, ne? Hier brauchen wir den Grünschlüssel. Lol. Ah, warte mal. So eine Geheimtür. Hier. Ich hab ihn. Was? Hä? Wie oft hast du denn den Grünschlüssel her? Weil ich schon 14 von 14 Farbeimern hab. Ah, lol. Und hier ist der Schraubenzieher. Nein, wo hab ich denn jetzt einen Farbeimer übersehen? Mann, wo war denn noch einer? Wie schlecht. Lass mich in Ruhe, ich hab nur einen roten Schlüssel. Oh Mann. Musstest du von vorne anfangen, oder was? Man verliert alle Items, die man sich erfarmt hat. Oh Gott, aber du brauchst ja eigentlich nur, die Türen bleiben trotzdem auf, ne? Also du findest ja trotzdem alle Farbeimer. Ja, ich hab trotzdem alle Farbeimer, aber nicht alle Schlüssel. Ja, genau. Also nicht alle Sachen. Mir fehlt noch ein Farbeimer, ihr hattet einmal einen gefunden, wo war das? Der war hier irgendwo. Ich such grad die rote Tür. Ich such grad das Ding ganz, wo ich das mit dem Schraubenzieher aufmachen kann. Das war doch irgendwo, oder nicht? Das war am Spawn, das war sicher in der Safe Zone. Wo war Leon? Hier war irgendwo noch ein Eimer. Hier war noch ein Eimer irgendwo. Ist irgendwo die Nase. Oh mein Gott. Hinter uns! Oh Gott. Laufen! Oh Gott. Wo ist hier noch ein Eimer nur noch? Kann doch nicht sein. Wo ist denn jetzt der sein? Hier ist der! Hast du ihn, oder was? Ja, ich hab ihn. Und jetzt muss ich zu dir da sprengen. Oh Gott, war's knapp. Wo ist das Ding mit dem Schraubenzieher jetzt? Ich such's gerade. Komm mit! Am Spawn. Okay, warte, weißt du was? Oh mein Gott, doch nicht, komm nicht mit. Oh Gott. War hier der Gang? Hier war der Gang. Okay, wichtig. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ey, du hast doch gesagt, ich soll mitkommen. Ja, ich wollte einfach nur nicht alleine sein, es tut mir leid. Wo ist denn der riesige Raum? Alter, wo sind wir denn jetzt? Bin ich hier richtig? Hier war. Hä? Riesiger Raum? Oha! Ja, lass kurz in die Nase reingehen. Wo ist denn dieser Aufbruchraum? Ey, Kaspar, komm mit, Kaspar. Ja, warte, mir fehlt noch der Schraubenzieher. Ich muss ihn nur kurz holen. Er hat's nicht verstanden. Nein, seid ihr schon raus? Nein. Nein. Ich suche die rote Tür. Seid ihr schlecht, oder was? Du suchst die rote... Alter, das ist eine Sackgasse einfach. Ey, wo war nochmal dieser Serverraum? Leon, sag mal an hier. Weiß ich nicht. Bei Blau. Das war nicht bei Blau. Suchst du den Aufzug mit der, oder was? Mit der Leiter. Nein, wo man Dings ja, muss. Ja, hier ist das. Hier ist die rote Tür, Möckern. Ja. Du brauchst die rote Tür nicht. Stimmt, doch, habe ich die ganze Zeit die rote Tür gesucht. Nein, ich muss Dingens, ich muss den Schraubenzieher benutzen. Ja, warte, ich hol meinen auch kurz. Der ist auch direkt hier unten. Echt? Der ist direkt eine Tür weiter, Bro. Direkt bei der roten Tür ist das. Ich gucke auch gerade, ich finde es aber nicht. Weil du blind bist? Ja, anscheinend schon. Schraubenzieher, Johnny. Durch hier. So, hier ist der Schraubenzieher, auch wichtig. Er sagt eine Tür weiter, hier ist das nirgendwo. Bro, es war eine Tür weiter, also das kann ja wohl nicht sein, oder was? Ich gucke gerade jede Ecke an, hier ist nirgendwo. Es war eine Tür weiter. So, ich sag dir, ich hab das auch vorne gefunden. Weißt du nämlich genau, wo man gucken muss. Man muss nämlich zum Spawn gehen und vom Spawn aus, von der Safe Zone, sieht man das Ding nämlich. Ich find's nicht. So, warte mal, hier ist rot. Hier vorne müsste die Safe Zone sein. Komm mal mit, du bist in falsche Richtung gelaufen. Ja, bin ich? Oh. Anscheinend bin ich in die falsche Richtung gelaufen, Worker, ne? Okay. Er ist drin. Ja. Was war drin? Okay. Was war da drin? Oh mein Gott.
Warum war die so schnell? Warum war die schnell? Ich weiß, wo das ist. Komm mit, ich weiß, wo es ist. Warte, oh. Die Nase saugt. Hat dich eingesaugt? Nee, ne? Ich brauch. Du musst hier zurück. Lina eine Tür. Ah. Oh. Warte. Jetzt raus. Lauf. Jetzt raus. Oh mein Gott, bitte. Jetzt raus, hier vorne hin. Lauf. Wohin denn? Hier zu mir, wo seid ihr? Die Nase war voll. Hier ist doch die gelbe Tür. Ich stehe doch vor der gelben Tür. Ja, die Nase ist doch hier. Mann, ja, ich bin auch bei der Nase. Wo seid ihr denn, Mann? Ja, die Nase ist hier. Oh Gott, Möckernlauf. Hier ist sie. Da. So, und okay. Jetzt, pass auf. Nicht drücken. Oh Gott. Jetzt, pass auf. Gott. Du musst drücken und dann sofort wieder da, wo du die Tür, diese Wand gebrochen hast. Da ist ein Portal, das ist 30 Sekunden auf. Das musst du wieder finden, oh Gott. Innerhalb der 30 Sekunden. Also, läufst du vor, oder was? Ich kann vorlaufen. Ich hoffe, ich weiß, okay. Was das ist. 3, 2, 1. Go. Let's go. Oh Gott. Oh Gott. Let's go. Ich glaube, es war hier vorne. Was für ich glaub. Ich hoffe. Ja, das sieht oh. Das ist voll ja, falsch. Ja, das war hier. Nein, Mann. Belief. Hier, glaube ich, oder so. Ah! Oh Gott. Nein, das kostet jetzt Zeit. Oh Gott. Das war in diese Richtung. Oh. Das ist doch voll falsch. Okay. Hier ist das Portal. Hast du es schon? Ja, weil ich besser bin als du. Oh. Ja! In welche Richtung bist du jetzt gelaufen? Rechts, voll die andere Richtung, wo du gezeigt hast. Was passiert dir gerade? Oh Gott. So, nochmal. Hä? Einfach komplett in die andere Richtung einfach, oder was? Wer ist denn das? Ja, die andere Richtung. War richtig schlecht von dir. Jetzt bin ich in einem Raum von nächstes Kapitel 2. Komm bald. Oh, ja! Ey, Bro, jetzt kannst du mich doch nicht zurücklassen. Was passiert hier? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Das Portal. Alter. Ich muss raus. Alter, die Nase. Die Nase ist mit durchs Portal gekommen. Oh mein Gott. Yo, wo sind wir denn hier, Kaspar? Das sieht krass aus. Guck mal. Das sieht ja echt richtig krass aus. Hö? Das sieht ein bisschen aus wie bei meiner Oma. Guck mal, hier ist auch ein Bild von ihr. So ein Schokoladenbild. Das sieht ja richtig komisch aus. Okay, weißt du was? Komm, lass mal hier langlaufen, okay. Schnell. Nicht, dass deine Oma jetzt hier noch irgendwelche verrückten Sachen gleich macht. Ach, oder so, ne? Mano, Bro, Oma, was machst du denn? Als ob du, bevor du den ersten Checkpoint bekommst, schon draufgegangen bist. Oh mein Gott, bist. War so wieder knapp gerade. Wie schlecht war das denn von dir? Gar nicht schlecht. So, das war ja richtig schlecht. So, zacka. Okay, da kommst du auch geschafft, easy. Ne? Guck mal hier. Gut. Tatsächlich, guck mal, wir sind bei Oma. Da ist Granny, die läuft da schnell, beeil dich. Wo ist sie? Oh mein Gott, da ist sie, Oma. Da quietscht sie rum. Oh Gott, ich wurde geprankt hier, ich wurde geprankt mit dem Bild. Alter, die kann ja sogar die Treppen hochgehen. Was ist das für eine Psycho-Oma? Oma, ich mag dich nicht mehr, Oma. Ich mag deine Plätze nicht. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Alter, das Ding ist, sieht so aus, als hätte Granny ein paar Fallen angelegt, um uns... Oh Gott, wir können jetzt hier nicht mehr zurück, ne? Ey, und das nur, weil Oma auf einmal so verkauft hat. Alter, hier sind auch Fallen, sehe ich gerade. Sag mal, hast du heute die Challenge, dass du bei jedem Checkpoint draufgehen musst, oder was? Gar nicht, hör auf sowas zu sagen. Ich bin auch Also echt. Du bist einfach nur mit Glück durchgelaufen. Mehr war ja, das nicht. Ja, wahrscheinlich. Dann machen wir mal ein bisschen. Bro, das ist doch nicht so easy, wie es aussieht. Na, hast du jetzt den Checkpoint auch nochmal mitgenommen, wo du drauf gehst? Sehr gut. Bro, wieso fällt der denn auch einmal direkt wieder runter? Ach, jetzt neue Challenge. Jetzt machst du zweimal draufgehen pro Checkpoint. Bro! Ey, hier sind Bärenfallen, du musst aufpassen, ne? Warte. Guck, das ist so ein Prank-Ding. Das ist so ein Prank-Ding. Das ist auch noch so ein Loch. Das ist ein Prank-Ding. Boah, war das knapp hier, Alter. Okay, hier auch noch? Hier kann man einfach außen lang, oder? Und die Tür öffnen. Los. Oh, was geht hier ab? Okay. Öffnen. Boah, das sieht krass Granny aus. Okay, Rechner möchte legen. Nicht. Das, ich glaube, ich nehme rechten Weg. Rechten Weg, ja. Okay. Oh nein. So. Was ist das denn? Was ist da? Hier liegt ein Messer oder sowas. Ein Messer? Neifeld, was ist das denn für ein Abzeichen? Lol. Was lachst du denn da? Da liegt doch ein Messer. Ist doch kein Messer. Das ist ein Lichtbug. Unglaublich. Okay. Ja, dann trinke ich halt jetzt kurz was. Ah, bist du wirklich. Mann, okay, kann man ja bleibst, nicht ahnen, Bro. Ich bin noch nicht ganz da. Weiter mit dem Schlechtsein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, du wirst so drauf gehen. Du wirst safe drauf gehen. Oh mein Gott, du hast recht. Ja. Nein! Und es war so logisch. War ein Scherz. Weil ich der Obby-King bin. Yeah. Du bist aufgegangen, wie schlecht. Hey, gar nicht. Natürlich. Ah! Wie schlecht, ich wusste es.
Und zack. Und zack. Alter, das ist immer voll schnell, hier. Ne? Ja, ja, das ist, man muss ein bisschen mitdenken. So, ich hab's. Alter, echt ein krasser Obby, muss ich sagen. Ja, komm rein. Hier, guck mal, dann müssen hier den Schirm noch graben. Du musst jetzt. Oh mein Gott, schnell nach unten graben. Grab den nach unten. Oh, ja, was jetzt? Oh mein Gott. Das ist Omas Verlies. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das für versteckte Stacheln? Da kamen gerade diese Stacheln raus, ne? Na, willst du draufgehen nochmal? Oh mein Gott, lieber nicht. Wenn man die berührt, dann kommt die einfach rausgefahren. Wollten wir schon sagen. Ihr müsst auch aufpassen auf die Morgensterne, Kaspar. Die können einen richtig runterhauen. So richtig verrückt runterhauen. Hä? Oh mein Gott. Green Light? Also echt, was laberst du denn da jetzt? Das kriegt man hier die ganze Zeit, das kriegst du nicht, oder was? So, vorsichtig. Okay. Zack. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Alles gut, geht's weiter? Muss auf die Schiebeplattform springen. Das ist ja cool. Easy, gar nichts los. Oh nein, das hätte man gar nicht schaffen können. Easy, Bro, natürlich. Der Laser ist in dem Moment so richtig komisch gewesen. Wie kann man so schlecht sein? Ja, weil nur weil mein Laser anders war als deiner. So. Ja. Oh. Nein, Mano. Easy. Oma, aber in irgendeiner Richtung. Ey, mich hat Oma direkt geholt. Bro, pass auf. Schick lieber eine Bananenschale. Ah. Ich kann die auf die werfen. Zack. Oh, ich nehme jetzt die Banane mit. Zack. Zack. Verpasst. Oh, Oma ist ausgerutscht. Oh. Okay, sehr gut. Gott, ich bin... Okay, wir sind hier bei den Sägen, ne? Ja, die Sägeblätter. Hä? Oh. Ja, ja. Hä? Wie soll das gehen? Wie schlecht. Oh mein Gott, kann wie man einmal außen schlecht. Dran vorbeispringen. Alter, der Sprung ist voll schwierig hier. So, easy. Und hier auch nochmal hoch. Okay, wo sind wir jetzt? Was sollen wir jetzt hier machen? Ich hab dich doch gesehen. Mann, wusste ich das? Nein. Spikes! Digga, du musst ganz schnell rüber und direkt weiter. Direkt weiter. Ich weiß. Direkt weiter. Oh, Alter, das war so knapp jetzt gerade mit den Spikes. Was ist denn das hier? Hä? Zu zweit drauf, komm schnell! LOL! Oh mein Gott, ja! Okay. Hä? Oh nein! Nein, oh mein Gott! Ja, das war cool! So Schalttafeln. Das sieht echt aus. So, hier rüber. Jetzt muss ich auf das hier gehen. Ja. Jetzt fährt man weiter hier hoch. Okay. Jetzt geht's hier rauf. Ja. Oh, ey, das ist voll easy gemacht, das ist ja voll easy peasy. Über easy war das. Über für Babys easy war das. Aber man muss die Dinger nehmen. Die Bretter nehmen. Ich hab's aber fast geschafft. Oh Gott, ich hab eins runtergeworfen. Eine Planke. Ich auch. Warte mal, dann geht's irgendwie anders. Hä? Ah, guck mal, wie ein Was soll das denn? Profi. Was sind das denn für Planken? Ah, jetzt hast du keine mehr, ne? Oh mein Gott. Pass auf. Pass auf. Ohne Planken. Oh mein Gott! Ohne Planke habe ich es geschafft, Digga! Hä? Ich springe drauf. Ja, wahrscheinlich musst du im letzten Moment springen, damit du es schaffst. Alter, das schaffst du niemals. Hä, schaffe ich easy. Guck, pass auf. Guck jetzt hin. Guck jetzt hin. Ich gucke. Und. Mit Ansage noch, Digga! Warte, ich schaff's doch jetzt. Wie schlecht! Ich muss eigentlich einmal kurz oben ausschnaufen. So. Ah, ja. Sag das. Ah, hast du den gesehen? Ja, war nicht schlecht. Ja, ganz wahr. Hä? Oh, Schlüssel finden. Der ist hier irgendwo drin. Irgendwo drin hier. Ah, im Schrank. Ja, ich hab ihn. Im Schrank. Oh. Oder hier im Schrank? Nee, im Schrank ist nichts. Ich dachte, er wäre ein Kostüm. Hä, wo denn? Ist auf. Zack, so. Hä? Ah, achso, für mich ist auch auf. Okay, ja, easy. Sehr gut. Und? Also wirklich, was ist los bei dir? Ja, wieso? Was ist los bei dir? alles ja, gut. Ja, Kollege. Voll krassen Schwingen. Hä? Du findest dich nicht. Natürlich, da oben versteckt. Okay, hier fährt man wieder easy nach vorne. Rüber hier. So. Ey, das ist ja richtig cool hier. Nee. Hier auch nochmal weiter. Ey, weiter geht's. Sehr gut. Finde die zwei Knöpfe. Pass auf. Und die Laser. Alter, da sind Stacheln auf der Treppe. Oh mein Gott, ich seh's gerade. Okay, zwei Knöpfe. Um hier die oben die Laser auszumachen. Okay, weil ich sehe schon einen Knopf. Ich auch. So, schon gesehen. Zack. Ey, Alter, du schubst mich runter, Bro. Du hast mich auch runtergeschubst. Hä? Da war nur ein Knopf. Wie jetzt? Da war nur ein Knopf. Die Laser sind doch weg jetzt. Ey, du bist auch echt so ein Blödian, ne? Lol. Okay. Ich kann's einfach durchgehen jetzt. Ja, Mann. Krass.
Ich hab den Sight schon gefunden, Digga. Der ist hinter, oder? Wie schlecht. Im Raum. Ja, wie schlecht bist du, Bro. Es war so klar. Was ist jetzt los? Was ist da jetzt? Omas Hüten, so. Gehen den Roboter rein. Alter, was? Was? Wow. Oh mein Gott. Wow. Little Zombie-Oma. Oh mein Gott, Alter, wie krass sieht das aus? Aua. Ich hab bam, was, bam, ich kann sogar hochspringen jetzt. Damit. Bam, bam, das ist einfach Zombie-Oma geworden. Aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Oma, noch bitte mal nicht. Nochmal hier, nochmal hier. Oma, ah, ich bin fast draufgegangen. So. Oma, bitte nicht. Gut. Okay, Oma, bitte drück es dich an. Bam, bam, Oma. Ey, die hat 10 Leben noch. Bro, Oma in 1000 Teile verteilt worden. Boom. Alter, Lord. Ich seh's gerade, ne? Die wurde ja ins sehr andere Universum geschossen, oh, einfach. Oh yes. Und guck mal, da ist ein Portal. Wo geht das denn hin? Oh, ich bin auch gespannt. Lass mal in dieses Portal reingehen. Mal, ich gehe als Oma dahin. Ich gehe jetzt ins Portal. Und was geht ab, Leute? Heute ist es soweit, denn wir entkommen vom Mr. Scary's Dinner in Roblox. Und wir müssen heute probieren, vor dem wirklich zu überleben, Leute. Der ist anscheinend echt richtig verrückt. Das ist quasi so genau so ein Typ wie von Mr. Pizza Paparia oder sowas. Okay, können wir jetzt hier, warte mal. Kann ich jetzt hier irgendwie den Button drücken? Okay, jetzt gehen wir anscheinend hier mit dem Fahrstuhl runter, Freunde. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze hier aussehen wird. Willkommen steht da. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der mehr sehen möchtet, Leute. Und willkommen zu deinem, was steht da jetzt, Leute? Zu deinem, oh mein Gott, zu deinem Untergang. Oh, Freunde, ich glaube, das wird nicht gut ausgehen jetzt gleich, ne? Mal gucken, oh mein Gott. So sieht also mein Untergang aus. Okay, ich würde sagen, dann probieren wir das Ganze nochmal hier zu schaffen, Freunde. Der ist anscheinend irgendwo hier immer versteckt, Leute, und will uns holen, ne? Oh mein Gott, das wird, glaube ich, heute richtig, richtig verrückt. Deswegen, das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Deswegen schaut bis zum Ende, wie wir ihn nachher holen, Freunde. Okay, jetzt hier schön warten. Schön an den Teilen vorbei. Okay, sehr gut geschafft, Leute. Okay, jetzt haben wir hier einen neuen Checkpoint. Geht zu der Leiter, steht da. Okay, wo ist denn... Oh mein Gott! Okay, ich glaube, wir müssen uns beeilen, wenn wir da durchgehen. Schnell, 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 schnell. Okay, wo ist jetzt hier die Leiter, Freunde? Wo ist die Leiter? Er ist hinter uns, er ist hinter uns. Ich darf keinen Stuhl berühren, ne? Ich darf keinen Stuhl berühren. Wo ist jetzt hier die Leiter? Da ist die Leiter. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott, das war gerade so knapp. Habt ihr es gerade gesehen, wie knapp das war? Der hat uns gerade fast wieder geholt, Leute. Okay, jetzt ist er hier einfach nur gerade in groß. Oh, Leute, wo sind wir denn jetzt, bitteschön? Das sind ja, oh, das sind irgendwelche Shredder hier unten. Oh, da müssen wir, glaube ich, echt aufpassen, dass wir auf jeden Fall keinen von diesen Shreddern berühren. So, jetzt hier schön erstmal genau über die ganzen Soßen rüberspringen. Hier Jalapeno-Soße. Okay, Leute, sehr gut. Okay, jetzt haben wir hier den nächsten Checkpoint. Und Teleporter will ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. So, dann gehen wir direkt mal hier weiter und auch bloß nicht hier in den Shredder reinfallen. Wenn wir jetzt hier in den Shredder reinfallen, ist das, glaube ich, gar nicht gut, Leute. So, jetzt hier, zack. Okay, und nächster Checkpoint. Oh mein Gott. Seht ihr das? Der guckt mich die ganze Zeit an. Leute, der guckt mich die ganze Zeit an. Der hört gar nicht damit auf. Hä, kann er aufhören, mich anzugucken, Leute? Okay, pass auf. Ich würde jetzt mal sagen, nein. Und zack. Und zack. Und Leute, hört nicht auf, mich anzugucken. Das ist mir echt ein bisschen gruselig, ne? So, okay, sind wir hier schon mal. Hast du es auch geschafft? Okay, sie schafft es auch, Leute. Können wir direkt hier runterspringen in die... Oh! Ich wollte gerade sagen Kanalisation, aber... Das sieht irgendwie nicht aus wie eine Kanalisation, muss ich sagen, ne? Okay, dann lass mal hier ganz kurz so vorsichtig. Lauf, 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 lauf. Wir waren zu langsam, Freunde. Da müssen wir anscheinend richtig schnell sein. Und sie auch. Sie war auch zu langsam. Und... Zack, lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, da muss man echt richtig schnell sein, Freunde. Und so wird man hier echt von diesen Zacken geholt. So, jetzt hier den nächsten Zacken-Parcours haben wir jetzt auch geschafft. Und hier jetzt auch sehr gut, Freunde. Oh mein Gott. Was denn hier... Hier ist irgendwie so eine Todesbrücke oder sowas. Okay, warte mal, dann kann ich hier einfach lang... Okay, wir müssen, glaube ich, rüberspringen. Aber das schaffe ich, Freunde. Kein Problem. Ich kann jetzt hier einmal rüberspringen, dann hier auch noch rüberspringen. Und oh Gott, jetzt sind da so zwei einzelne Sachen, ne? So, zack. Und... Was? Warum schaffe ich das denn nicht? Das macht gar keinen Sinn. Okay, jetzt aber hier, pass auf. Zack und zack und zack. Hey! So, Leute, jetzt aber. Okay, easy geschafft, Leute. Kein Problem. Und zack. So, der nächste Checkpoint. Guck mal, der ist sogar auf uns gewartet. Okay, wo sind wir denn? Oh mein Gott, nein! Hey, bitte nicht! Bitte nicht! Wo müssen wir hin, Leute? Weißt du, wo wir hin müssen? Hier ist ein Totenkopf? Nee. Wir mussten nach rechts. Hä? Aber sie hat nur... Er hat mich gar nicht geholt. Er hat nur sie geholt. Hä? Was war das denn?
Ich habe quasi... Es ist alles voll hell hier. Hä? Okay, also anscheinend wurde ich nicht geholt, sondern nur sie. Aber wo ist sie denn jetzt, Freunde? Na gut, okay, dann lass mal über die ganzen Laser rübergehen. So, zack, über die ganzen Laser. So, ganz vorsichtig. Okay, auch geschafft, Leute. Sehr gut. Und jetzt müssen wir in den Fahrstuhl rein. Ob ich da rein will, Leute, weiß ich noch nicht. Deswegen, wir drücken mal den Knopf und fahren jetzt mit dem Fahrstuhl. Kommen jetzt gleich wieder irgendwelche Texte? Wo steht, das ist unser Untergang? Oder wie wird das gleich alles aussehen, Freunde? Auf jeden Fall echt ein sehr, sehr alter Fahrstuhl, ne? Richtig rostig und richtig kaputt. So, mal gucken, wo wir jetzt hier gleich landen. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir sind, glaube ich, jetzt fast da auf der richtigen Etage. Kann ich irgendwie so durch... Oh ja, ja, da geht's rein. Hier geht's rein jetzt, Freunde. Und yeah! Hä? Wo sind wir denn jetzt? Werden hier irgendwelche Experimente... Warte mal. Habt ihr das gerade auch gesehen? Ist er doch gerade so geflackert, oder nicht? Da war doch gerade der komische... Da ist er! Leute, was ist denn hier los? Okay, warte mal. Lass mal ganz schnell hier den Knopf drücken. So, kurz den Hebel. Und ist da irgendwas, Leute? Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas ist. Okay, auf jeden Fall geht jetzt hier langsam die Tür hoch. Und wir sind jetzt hier irgendwie bei so einem richtig komischen... Bei einer Obby, die ich noch nie gesehen habe. Irgendwelche Bienenwaben in irgendwelchen Farben, Leute. Okay, warte mal. So, zack. Okay, haben wir auf jeden Fall jetzt auch geschafft. Dann jetzt hier... Ganz vorsichtig vorbeilaufen. Okay, haben wir auch geschafft, Freunde. Und jetzt geht's weiter in den nächsten Raum, Leute, mit dem nächsten Hebel. Oh Gott, wo gehen wir denn jetzt hin? Alter, okay, ganz vorsichtig, Leute. Ey, der Hebel geht schon wieder auf gerade. Hä, was ist denn da hinten los? Okay, warte, pass auf. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder ganz, ganz vorsichtig sein, ne? Hier müssen wir nämlich rüberspringen, genau. Und hier auch, oh, raufspringen, Freunde. So, zack. Okay, auch sehr wichtig, denn hier nochmal zack. Rauf und hier zack rauf. Aber wo ist jetzt hier? Leute, wo ist der Scary Mr. Dinner Scary Typ hin, Leute? Der hat uns ja gerade eben eigentlich geholt, ist aber einfach wieder verschwunden. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Also irgendwie muss ich auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht muss ich mir hier auch das Ding holen. So eine Speed Coil. Ich glaube, ich kaufe mir mal ganz kurz, Leute, für 199 Robux und schau mal, ob die mich vielleicht voranbringen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall kurz warten, Leute. So, oh ja, schnell gesprungen. Und bin ich damit, echt schneller, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier zwei auf einmal, oh mein Gott, hab ich's gesehen? Ich habe gerade einfach zwei auf einmal übersprungen, weil ich diese Speed-Coil hatte. Hä, wie cool ist das denn? Okay, warte mal, jetzt habe ich hier den nächsten Checkpoint, das müssen wir hier, was? Wir müssen jetzt hier, das habe ich noch nie gehabt. Wir müssen jetzt hier echt, wow, 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 Leute, hä? Ich, oh mein Gott, Hilfe, ich bin hier einfach auf so einer Zipline, Freunde. Ey, das sieht ja mega cool aus, hä? Jo, wir sind fast da. Oh mein Gott, was? Das hängt. Leute, der Knochen. Der Knochen, Leute. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und oh, 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 oh. Und wir haben es einfach... Ja, wir sind auch noch durch die Spinnenweben durch. Wie cool war das denn gerade? Warum haben wir sowas noch nie gemacht? Ich will sowas nochmal machen. Das war ja richtig cool, Freunde. Okay, warte mal. Dann lass mal hier weiter über die... Oh mein Gott. Über diese Pflanzen. Kennt ihr diese Pflanzen, die so Fliegen essen? Ja, genau das... Ey, die tun das ja wirklich. Okay, dann muss ich da sogar schnell rüberspringen. Das hätte ich jetzt auf jeden Fall gerade nicht gedacht, muss ich sagen. Das heißt, hier müssen wir, hier dürfen wir nicht zu lange drauf stehen bleiben. Weil sonst klappen die so zusammen. Oh mein Gott. Ey! Hä? Oh, man muss da richtig, also man muss da auf jeden Fall einfach nur draufspringen, Leute. Das heißt, jetzt werde ich auf jeden Fall jetzt hier schön schnell rüber. Ich dachte, man hat wenigstens ein bisschen Zeit. Aber die klappen immer schneller zusammen. Guck mal, seht ihr das, wie schnell die zusammenklappen? Da hat man kaum Zeit zu reagieren, aber ich habe die, haha, ich habe alle Pflanzen überlebt, sehr gut. Und was ist denn jetzt hier vorne los? Wieder irgendeine Obby. Oh mein Gott, ganz vorsichtig, Freunde. Ganz, das sind, ah, das sind irgendwelche Schlangen. Sicher jetzt erst, das sind irgendwelche Schlangen, Leute. Was machen die denn hier? Okay, dann geht's weiter hier mit dem Spinnennetz und, oh mein Gott, wir haben hier einen neuen Checkpoint. Das müssen wir auf jeden Fall ganz vorsichtig über das Spinnennetz rübergehen, Leute. Das könnte nämlich echt ganz, ganz gefährlich sein. Oh. So, ganz vorsichtig jetzt hier rüber, Leute. So. Okay. Das sieht, glaube ich... Oh mein Gott. Müssen wir, jetzt hier so, müssen wir jetzt hier so einen Baum hochklettern? Hä? Oh, Leute, wir müssen jetzt hier irgendwie so einen Baum hochklettern. Dann machen wir das Ganze doch mal ganz kurz. Jetzt hier schön vorsichtig. Ah, und rüber. Und rüber. Und rüber. Ey, ist da... Ne, wir kamen von da, ne? Ich glaube, wir kamen von da. Das heißt, da ist nicht der Checkpoint. Wir müssen anscheinend jetzt hier immer weiter hochklettern und hochklettern und... Hä? Was denn das hier für ein Portal, Freunde? Oh mein Gott, ich gehe ins Portal rein. Hey, das bin ja ich in richtig groß, Leute. Wie cool ist das denn? Hä? Und wir können uns hier einfach jetzt irgendwelche Farben aussuchen. Das heißt, hier, guck mal, ich kann zum Beispiel rot werden und kann meine Speedcoil benutzen. Und bin einfach mega, mega schnell auf diesem krassen eigenen Weg. Oh nein, der eigene Weg verschwindet. Aber das heißt, wenn ich jetzt aufhöre, den zu bauen.
Oh, oh, fall ich wieder nach unten, Freunde. Ey, das ist ja richtig, richtig cool, Leute. Kaspar, guck mal, wir sind hier gefangen. Was? Oh nein, oh mein Gott, was ist denn das für ein Labor hier? Das sieht ja voll gruselig aus. Was ist das hier? Das Portal ist offen, mach weiter. Hier, guck mal, man kann hier durchgehen. Hier kann ich durch. Jetzt. LOL, wo ist, das, wo ist das Portal hin? Wie, wo ist das Portal hin? Wo nach hinten? Das ist weg. Nee, du kannst näher rangehen wieder. Okay, das ist aber anscheinend... Okay. Also, deine erste Wahl ist dein Vote. Okay, also, wir müssen jetzt überlegen. Hier, wähle immer die richtige Rutsche. Okay. Also, und das Burger King oder McDonald's? McDonald's. Ich sag's jetzt safe, wir haben mehr McDonald's. Safe, wir müssen jetzt überlegen, wer hat was am meisten gewählt, ne? Das heißt, ich glaube, McDonald's mögen die meisten. Und rein hier. Alter, guck mal, wie viele Stimmen. 200.000 für McDonald's. Was? Alter. Was? Was liegt hier jetzt gerade? Nix, ne? Hey, warte mal, hier ist so ein Pfeil. Wo geht's hier hin? In welche Richtung müssen wir? Also, wir sind ja in den Backrooms. Wir müssen hier steht. Hat er uns verhält. Unglaublich, ne? Wir müssen ja hier auch rauskommen aus dem Backroom. Oh mein Gott, hier ist ein Abzeichen. Geil, sehr cool, danke. Wahrscheinlich war da ein Abzeichen. Hey, in dem Raum. Ja, in dem kleinen Raum. Jump, jump. Okay, dann haben wir jetzt hier das nächste. Hä? Die beste Speckart, also wie ist man Bacon? Knusprig oder knusprig? Natürlich knusprig, ist das für eine Frage? Ist so, rein hier ins Knusprige. Ja. Und das haben auch 275.000 Leute abgestimmt. Okay, das ist auch krass, ne? Hier gibt es keinen Weg raus. Draußen. Okay. Hier erstmal rüber. Jetzt weiter, jetzt muss ich jetzt hier schon rüber. Das musst du alles von vorne machen. Ich weiß, von vorne werde ich auf jeden Fall nichts machen. Also Gott, das wäre sehr unangenehm. Was wäre besser, Marshmallow-Regen oder Skittles-Regen? Ich sag dir, weißt du, was ich eigentlich sagen würde? Marshmallow-Regen, weil das schön weich ist. Ich weiß. Und Skittles tun weh. Aber, so wie ich mir das... Ist nur ein Fenster. Aber wie ich mir das vorstellen könnte, haben alle Skittles gewählt, weil die berühmter sind, gerade auch in Amerika. Oder? Okay, ich weiß nicht. Okay, komm, Skittles. Skittles sind bunt. Skittles? Skittles sind bunt. Ja. Skittles. Oh mein Gott, ein bisschen mehr. 30.000 Stimmen mehr. Was? Gott sei Dank, Alter. Das hätte richtig böse enden können. Aber bis knapp. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles richtig geraten, ne? Also, ja, wir schlagen uns sehr, sehr gut. Ey, hier sind noch irgendwelche ekligen Fitzen gerade, ne? Das Abzeichen! Seh dich doch da, was laberst du? Ich seh das doch. Da war ich gerade in dem Raum, da war ein krasses Abzeichen. Okay, lass mal hier hochklettern, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Den ganzen Tag nassen Pullover oder den ganzen Tag nasse Jeans? Ich sag dir, safe nasse Jeans. Nasser Pullover. Nein, wer mag denn bitte schon nasse Hosen tragen? Bro, nasser Pullover zehnmal so eklig wie nasse Jeans. Nein. Okay, wenn du meinst, hau rein. Okay, mal gucken. Tja, die Leute sind voll auf meiner Seite. Wo bist du, Herr Kaspar? Mano, hier bin ich, auch nasser Pullover. Bist du draufgegangen eben, oder was? Nein, ich habe lieber noch gewartet, dass ich um zu gucken, ja, genau. Was hättest du lieber? Ein extra Finger? Extra Finger oder ein extra Zeh? Das bringt mir ein extra Zeh. Guck mal, wie eklig das mit dem Finger aussieht. Safe extra Zeh, oder? Aber obwohl, was bringt denn extra Finger? Weißt du? Es bringt dir extra ja eigentlich Finger nichts. Könntest du halt bisher mehr Schmuck, aber dann würden dich die Leute immer angucken. Von wegen, guck mal, der hat einen extra Finger. Eben, deswegen, ich werde, glaube ich, lieber. Aber ich glaube, die Leute haben trotzdem extra Finger. Oh nein! Ja, ich wusste es. Oh nein! Ab geht's in den extra Finger, Leute. Oh mein Gott, wo bin ich denn? Oh mein Gott, hier ist Thaddeus! Was? Thaddeus kam mit dem Schwert, er schlägt mich! Nein, er hat mich besiegt! Oh mein Gott, wo bist du? Thaddeus hat mich aufgespießt! Okay, komm wieder zurück! Ja, safe, was haben wir hier? Okay, hier auf jeden Fall rüberspringen, ne? Schön, und was? Wie nennt man diesen Sport? Soccer oder Football? Football ist das doch. Was? Das ist Football. Ja, die Amerikaner nennen den Football, aber die Engländer, hier die Briten nennen Football. Den alle Soccer. Football! Nee. Ja, siehste. Ja, Fußball, steht da was. Ja, aber ja, das Richtige auf jeden Fall gefehlt. Jetzt, also das Zweite war ja das Richtige, haben ne? Wir auch. Okay, oh, das sieht krass aus, ne? Das Abzeichen, ja! Also echt, das ist so schlecht jetzt, also. Schlechter geht's nicht mehr. Was wärst du lieber? Der Schlauste. Der Lustigste im Raum oder der Schlauste? Oder der Lustigste. Also, es hat beides Vorteile. Wenn du der Lustigste bist, kannst du ganz viel Geld. Das war jetzt dumm von dir. Oh mein Gott, ja! Der Smarteste nämlich. Nein! Ja, ich hab schon wieder falsch. Ich bin bei Santa zu Hause, wie cool! Wie bei Santa zu Nein, Hause? Nein, es ist nicht Santa! Das ist der Grinch! Es ist der Grinch! Ich wusste es. Er kommt aus dem Schornstein! Ich wusste es. Tja, Kaspar. Und wow! Ich hab lange auf dich gewartet. Was hast denn du da? Leider kann ich mich nicht umdrehen, aber selber Effekt. Okay. Okay. Oh, wow. Okay.
mir so erschrocken. Ja, unglaublich. Was, mein Gott. Okay, sag mal hier, was ist besser, Apfel oder Orangen? Wie heißt es schön? Two apples a day keeps the doctor away. Ah, one apple a day heißt das. Ein Apfel pro Tag. Nein, das heißt, ist nachgeprüft, dass man zwei Äpfel braucht, um gesünder zu leben. Okay, zwei am Tag. So, dann lass mal ein bisschen runtergehen. Oh, was haben wir hier? Oh, hier ist wieder so komische, eklige Farbe. Nicht berühren. Ich weiß, das stinkt extrem. Die Tür, doll. Die magische Tür. Okay. Oh nein. Was haben wir jetzt hier links? Oh. Oh mein Gott! Ein Abzeichen. Ja, da einfach im Raum drinne. Und was hast du hier genau, bei dir? Genau, Kaspar. Hey, Leute, hier ist ja ein Loch, lol. Wie cool. Ja. Und da hier ist... Hä, das ist wirklich ein Abzeichen, lol. Hä, bei mir war da ein Abzeichen. Danke. Bei dir war da ein Abzeichen. Korrekt. Auf einmal. Hä, ja? Bei dir war da ein Abzeichen. Ja, war das so ein Backrooms-Mob. Backrooms-Mobs. In einem Rutschenspiel merkst du selber, oder was? Ja. Okay. Was würdest du lieber zuerst sag hören? Sag mal lieber, die schlechten Nachrichten oder die guten? Ich würde sagen, zuerst immer die schlechten. Zuerst die guten Nachrichten und dann... Logischerweise nimmt das jeder. Hä, wieso war das falsch? Also ich weiß einfach, wie jeder denkt, Leute. Das ist halt das Ding, ne? Bro, also guck mal. Nein, wer ist hier? Dreimal falsch gesagt, Kaspar. Warte mal, das Telefon klingelt. Ich muss hier kurz rangehen. Hallo, wer ist das? Du hast eine ganz schlechte Quote, muss ich sagen, ne? Die Quote von dir. Mal ganz im Ernst. Wieso zuerst die schlechten und dann kann man über die guten, weißt du, so ein bisschen wieder die Stimmung wieder hochziehen. Hä, na klar. Ja, da ist super. Sonst ist es so, du freust dich so mega die ganze Zeit und dann bist du auf einmal ganz traurig. Was will man denn zuerst die schlechten Nachrichten hören? Wer will sowas? Sag mir einfach die guten Nachrichten. Dann ist alles okay, gut. Also die schlechten dann gar nicht mehr, sagst du? So, okay, dann komm, okay. Los. Ich sag dir jetzt. Ich komme. Jetzt haben wir hier Android oder iOS. Oh, das ist jetzt schwierig. Ja, das ist ja ganz klar. Ganz klar ist es, glaube ich, nicht, ne? Nee, also die meisten Kinder spielen tatsächlich, glaube ich, auf Android, ne? Aber ich sag iOS. iOS ist besser. Ja, iPhone kennt man schon. Sehr deutlich. Einfach fast dreimal so viele Stimmen, Leute. Oh, krass. Und krass, hier? Krass, hier. Ah, Abzeichen. Ja. Oh. Taco Bell oder Chipotle? Chipotle ist sowas wie so ein Burger. Ist so, was ist das? So ein mexikanisches Restaurant? Ja, ne? So Burritos und sowas. Taco Bell, ne? Ist Pizza. Okay, was lieber? Taco Bell sind Tacos. So, ich überlege jetzt gerade. Burritos oder Tacos? Burritos. Taco Bell, weil das Burritos. Ja. Nein, ich bin in einem Fahrstuhl. Ja, und jetzt? Was für ein Killer kommt da bei dir? Hallo? Wer ist hier? Oh, wer ist denn das? Hau ab, der hat die Wand durchbrochen. Lass mich. Ich verstehe mich hinter. Er hat mich geholt. Er hat mich komplett zusammengeprügelt. Echt gehabt. Ey, das war wahrscheinlich auch so eine richtig knappe Entscheidung oder so gewesen. Nein. Das war ganz, viel am Taco Bell gemacht, oder was? Taco Bell gibt's hier auch viel länger und das kennt man viel mehr. So, okay, dann nehme ich jetzt Taco Bell links. Zum ersten Mal falsch liegen. Hier, die nehmen alle Taco Bell. Wie kann man so falsch liegen wie du? Mal gucken, wie viele waren das? Ja, gut, okay. Oh, okay, dreimal so viel ist schon krass. Das ist schon krass. Ja, ist schon viel. Okay, wir laufen weiter. Mal gucken, was hier noch kommt. Okay, dann geht's hier weiter auf jeden Fall. Es wird hier immer enger alles, der Raum. Okay. Oha, oh mein Gott. Ja, es wird extrem eng. Oh mein Gott, wie so ein Laser-Obby hier. Einfach Laser, Bro. Okay, vorsichtig. Oh mein Gott. Jetzt sind wir in so einem riesigen Raum. Hä? Was wärst du lieber? Der reicheste der Welt oder der schlauste? Also das Ding ist, wenn du der Schlauste bist... Wenn man schlau ist, bist du auch gleichzeitig reich. Weil du kannst dir krasse Ideen ausdenken. Ich weiß, du hast recht. Aber wenn du reich bist, dann bist du reich. Du musst auch nicht mehr schlau sein. Aber was bringt dir reich und dumm zu sein, weißt du? Logischerweise reich, Leute. Hä? Ja! Wieso wollen Leute nicht reich sein? Doppelt so Thaddäus. Viel! Thaddäus! Thaddäus! Oh mein Gott, ich lauf weg. Er kann nichts machen. Ich lauf weg. Ah, oh, mich geholt. Du hast keine Der Chance. Böse Thaddäus hat mich geholt, Leute. Tja, Pech gehabt. Ey. Natürlich will man lieber schlauer sein, Bro. Egal ist das Geld. Aber wenn du reich bist, kannst du bestimmt dir Wissen ankaufen. Bist du Oder du bist schlau und machst so, dass du reich wirst. Ne? Das ist viel einfacher. Kann natürlich auch sein, ne? Aber nur wenn man schlau ist, wird man nicht direkt reich. Hm? Nee, aber du kannst dir krasse Ideen ausdenken und irgendwie du wirst schon schlau. Okay, dann lass mal nach oben gehen jetzt wieder. Hast du dir jemals die Nase gedrückt? Hä? Was denn gedrückt? Meint ihr gepopelt oder was? Ja oder nein? Glaube ich, jeder mal in seinem Leben macht. Jeder hat das schon mal. Ja, jetzt hier. Außer die lügen jetzt. Kann man nicht lügen? Oh mein und Gott. Oh. 300.000 haben das gemacht. In welchen müssen wir leben? Baumhaus oder Höhle? Ey, wer will denn in einer Höhle leben? Oh mein Gott, guck mal da runter. Wow. Alter, geht's ins Nichts? Hä? Alter.
Ist ja anders tief da unten. Da geht's einfach ins Nichts, ins Void oder so. Oh, ja, safe. Oh, okay. Ja. Oh Gott, das ist. Hier, vorsichtig. Knapp. Okay. Ja, du kannst sie nicht blockieren. Schade. Baumhaus. Baumhaus oder jeder nimmt Baumhaus. 100%. Safe. Alter, 130.000 Stimmen. Das war noch nie, noch keine Frage, die extrem krass war, ne? Es heißt, das ist der Ausgang. Kannst du ihn testen? Wie jetzt testen? Gehen wir mal, wollen wir da rein, oder? Wow! Das war gar nicht der Ausgang. Der hat uns veräppelt. Das beste Instrument, Schlagzeug, Gitarre oder Klavier? Oh mein Gott, das ist so schwer. Ich sag Klavier. Das ist so schwer. Klavier war es auf gar keinen Fall. Das ist das Schlagzeug. Ja, ich glaube nicht. Das ist das Schlagzeug. Nein, das haben gerade mal 20.000 am Schlagzeug genommen. Ich bin im Fahrstuhl jetzt drin. E-Gitarre. Es war Klavier, Leute. Es war E-Gitarre. Es war Klavier. Nein, es war Klavier. So, ja, aber auch knapp. Gut. Knapp, Leute. 80.000. Okay, jetzt haben wir hier bester Goldfisch. Bester Goldfisch. Ein Komet, ein Blasenauge. Locker Komet. Wer will denn Blasen? Oh, der Link sieht auch cool aus, ne? Komm, ja, Komet. Komet, Goldfisch, enttäusch mich nicht. Du bist gar nicht Gold. Oh, jawohl. Ja, ich dachte ja schon, dass der das nachher nicht ist, ne? Das hätte auch böse enden können, muss ich sagen. Hätte sein können. Du hast recht. Oh nein. Oh, am meisten Spaß auf dem Spielplatz. Rutsche, Schaukel, Seesäge. Also hier so eine Wippe. Wippe, ne? Seesäge. Rutsche, oder? Safety Rutsche ist am geilsten. Ja, Rutsche. Hui, wir sind doch in einer Rutsche. Ja, guck mal. Oh mein Gott. Nur 900 Stimmen mehr. Alter. Oh mein Gott, wie knapp. Stimmt. Das hätte übertrieben knapp sein können gerade, ne? Es kann doch noch knapp werden, wenn jetzt mehrere Leute schaukeln. Oh Gott, pass auf, warte. Yimmy. Wow. Ich bin ganz tief hier unten. Alter, hier unten kannst du tauchen. Badewanne. Oh mein Gott. Ozean und See. Oh, ist jemand rausgekommen? Okay, einer ist rausgekommen. Der beste Ort zum Schwimmen. Badewanne, oder? Badewanne noch nicht. Ja! Oh mein Gott, was ist denn hier jetzt? Ja, das war falsch. Wie cool. Kasper, nein, genau. Squid Game, ich tue dir doch gar nicht an. Oh. Es ist nämlich Ozean. Es ist Ozean. Ist sicher? Ja, ich bin mir sicher. Okay, dass das Ozean ist. Und wow. Als wenn es wirklich Ozean war. Ja. Hey, ich bin See reingegangen, Bro. Weil ich dachte, du veräppelst mich. Ich hab doch gesagt, Ozean. Mein Gott, gruseliges Monster, Vampir, Werwolf oder Zombies? Locker Zombies. Zombies. Oder Werwolf. Nee, Werwolf ist es. Nein. Es ist Werwölfe. Zombies. Es ist Werwölfe. Oh, es sind die Zombies. Ja, das war doch klar. Alter, okay. Hier können wir hochgehen. Hier können wir die Rutschen hochgehen, ne? Nee, es geht nicht. Hä? Sicher? Und nee, okay. Aber da können wir die runterrutschen. Ja. Rot, rot ist beste Farbe. Aber gelb. Wow. Und ich bestes Trollgesicht. Der bringt dir nichts, ne? Bestes Trollgesicht ganz rechts. Ganz rechts. Ganz rechts oder ganz rechts? Was ist ganz rechts? 100%. Oh mein Gott. Ja, guck dir das an. 10.000 die anderen. Digga, was ist da richtig krank? Hier, und zwar der nutzloseste Schlüssel. Hä? Ah, der Key, also sozusagen die Taste, die nutzloseste Taste auf F12? Der Maustastatur. Was denn das? F12 nutzt man noch. LK, nein, was ist denn das hier? Nutzlos, kenn ich gar nicht. Pause. Kenn ich gar nicht. Oh mein Gott, das kann anscheinend viele auch nicht. Beste Art von Eis für Getränke? Würfel. Wahrscheinlich Halbmond, oder? Wahrscheinlich Nugget. Wahrscheinlich Nugget, Dame, Alter. Oh ja, Mann. Bam. Deutlich. Ganz doll jedenfalls gerade, ne? Sehr. Wenn er was anderes geantwortet hätte, ganz komisch. Ja, der wäre auf jeden Fall ganz los gewesen. Hier ist anscheinend ein krasser Pool. Da müssen wir einmal runtertauchen, ne? Da müssen wir mal durchtauchen. Oder auch nicht, ne? Oder auch nicht. Okay, hier. Stein, Papier oder Schere? Oh, Stein. Alle nehmen immer auch, Stein. Ich hab auch irgendwie Stein gerade im Kopf. Locker Stein mehr. Ja, sehr gut. Alter, 90.000 Stimmen, ne? Oh, wo ist dein Strahlenanzug? Zieh das an und geh rein. Okay. Warte mal, brauchen wir einen Strahlenanzug? Gibt's ihn hier irgendwo? Ist der hier irgendwo hier versteckt? Komm, man lebt nur einmal! Oh mein Gott, ich hab ihn an! Ich hab ihn angezogen! Was? Lol. Schlimmster... Ja, wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott, schlimmster Burger. Alter, der sieht ja richtig crazy aus, ne? Zahnpasta-Burger. Haarburger. Festlicher, leichter Burger. Was ein gibt's hier alles? Ein Fingernagelburger. Ich sag dir, der Fingernagelburger ist, glaube ich, der Fingernagelburger ist der ekligste, ne? Zu 1000... Wow. Hä? Welcher denn dann? Locker der Haarburger. Nein, Squid Game. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt?
Nein, die Gläser zerplatzen. Die Gläser zerplatzen. Ich bin weggeschleudert. Ah, ich wurde von den ganzen Gläsern getroffen. Aua. Oh nein. So, Haarburger war rein. Es war der Haarburger. Ja, mit 32.000 zu 25.000. Oh mein Gott, okay. Ah, okay, das war natürlich... Was ist das denn? Bestes KI-generiertes YouTube-Thumbnail. Lol. Was? Okay, krass. Lol, einfach so KI-generiertes YouTube... Herr Locker, welches sieht am coolsten aus? Das hier. B. Ja, ne? B sieht eigentlich am coolsten aus. Das ist Manu, das war ich was anderes. Ich schon die Squid Game Puppe. Aua! Oh nein. McDonald's Burger. Wo bin ich denn jetzt? Er will mir McDonald's Burger. Sirenette! Oh Gott! Es kommen voll viele Monster, Alter. Wir haben noch, ich habe noch keinen Doppel gehabt, ne? Okay, dann ist das auf jeden Fall das Rechte. Das Rechte, glaube ich. Ich würde auch sagen D, oder? D. Oder, nee, A sieht am coolsten aus. D. Ja, sehr gut, Leute. Sehr gut. Sehr gut. Wie viele waren's? Als wenn ich darauf reinfalle. Der Drache. Als würde ich darauf reinfallen. Der Drache hat mich verbrannt. Okay, hast du eins genommen? Ja. Welches war das? A, ne? Das musst du jetzt herausfinden, welches das ist. War es A? Ja, es war A. Okay, sehr gut. Danke, dass ihr vertrauen kann. Kein Problem. So, 34.000 Stimmen. Ey, krass, deutlich, ne? Beste Chips. Fritos gebraten. Doritos. Crunchy Doritos auf jeden Fall. Doritos sind die besten, Leute. Wir haben von der Auswahl. Ey, Bro, was soll das denn? Die haben alle keinen Geschmack auf einmal mehr. Was denn jetzt? Ist so. Und die heißt ja damit Doritos. Pennywise. Hä? Local Backroom, Game World? Was ist das denn? Ja, mich hat Pennywise. Der programmiert was. Wie? Was programmiert der? Was meinst du? Warte, 5? Hä? Zerstörung, bam! Oh mein Gott, du wurdest geholt. Was war das denn? Okay, dann sind's locker. Die Cheetos. Oder? Die Cheetos, würde ich auch sagen. Die Cheetos, Leute. Oh, wie? Das ist ein Witz. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, das sind Tostitos. Wer kennt die denn? Ich kenne die gar nicht. Bro, ich habe noch nie von denen gehört. Tostitos, was soll das sein? 44.000 Stimmen, Alter. Die Tostitos, okay, krass. Okay, oh, beste das Saison. Ist jetzt... Sommer, Herbst, Winter. Ich überlege jetzt auch gerade. Ne? Sommer, Herbst, Winter. Also wer hier was anderes als der Sommer nimmt, ganz der ist... Ja, klar, das war Sommer, ja ganz Leute. Klar. Also Sommer ist echt beste Zeit. Alter, das ist Mano! Locker ist es gerade Winter, weil es... The Rock! Nein! Wie? Ah, ich bin im Ring mit... Ich krieg mich nicht. Oh, hab ich trotzdem geholt, der The Rock, Alter. Oh, mal gucken hier. Und Herbst was? Und was, Winter? Winter war's. Ja, Winter war's. Ey, ich vertraue den jetzt nicht mehr. Also, wer Herbst sagt, ist los. Es ist auf jeden Fall Winter jetzt. Sommer oder Winter sind die zwei Sachen. Ja, Winter. Ja, hier oben bin knapp. Ich doch schon. Hallo. Ja, okay. Guck mal, bestes Puppet-Spielzeug. Der T-Rex, ne? Oder der Regenbogen? Regenbogen, ganz offensichtlich. 1000%. Was meinst du? Das stimmt. Ja, okay, hier, jetzt können wir. Ausgang! Das sieht gefährlich aus. Da mal rein jetzt hier in die Rutsche. Wow! Oha! Hä? Hey, wir sind entkommen, oder? Nee, Lokos ist entkommen, irgendeine andere. In 29 Minuten, das heißt, wir sollten auch gleich entkommen. Oh Gott, hier rechts. Hier müssen wir, glaube ich, durch. Ein Abzeichen! Also echt? Dann müssen wir da lang, geradeaus. Hier müssen wir durch. Ja. Und oh dann mein links. Gott, hier geht's rüber. Oh. Oh nein, hier geht die Frage weiter. Das beste Ei im Rührei? Man hat 5 Fragen. Rührei, Sandwich, übereifrig, Omelette oder hart gekocht? Spiegelei. Rührei, oder? Spiegelei. Oh, was? Spiegelei. Das war's nicht, Bro. Nein! Yeah. Okay, wir gehen ja schon mal weiter, Leute. Es war das Spiegelei, Kollege. Als jetzt wirklich das Spiegelei war, ich dachte, du hast mich veräppelt. Nö. Beste Hunderasse. Locker ist das hier der Husky, Leute. Ich bin mir sehr sicher, dass es der Husky oder der Golden Retriever. Komm, rein in den Husky. Locker. Jeder liebt Huskies. Oh, ja! Gut, sehr, und hier geht's gut. Direkt weiter. Können wir direkt weiter durchgehen? Oh, ich bin sehr gespannt. Wo gehen wir jetzt hier? Wo hier sind hin? Wir? Ich seh fast nichts. Wieso ist das so bunt? Hey, ich seh fast nichts. Okay, wo hier kommen wir raus? Jetzt raus? Hier, aha. Ja. Die wow, beste Schauspieler, hier einfach. Bester Schauspieler, um Mario im Live-Action-Film zu spielen. Oh mein Gott. Brad Pitt, Johnny Depp, Liam Neeson. Liam Neeson. Hey, guck mal! Was? Tom Cruise! Heißt einfach Kreuzfahrt. Kreuzfahrt. Wie schlecht. Wie schlecht wegen Cruise. Hey, der sieht am krassesten aus, muss ich sagen, mit dem Schnurrbart. Niesen. Ich glaube, den wählen sie auch. Meinst oh mein du? Gott, ich bin so ein Profi, Leute. Tom als Kreuzfahrt. Wenn du so krass, als wenn du so krass. Ja, stimmt. Okay, lass dir hier weitergehen. Ich bin auf jeden Fall Profi. Ich sag dir, ich bin Profi. Leg dich nicht mit mir an. Ich bin Profi. Bestes Emoji. Herz, Augen, Schrei, Grinsen, Lachsmiley.
Lachsmiley. Herzaugen, oder? Locker die Herzaugen. Oh mein Gott, ich Alter, bin wie so du es weißt, Bro. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich bin so ein Profi einfach, ne? Ich weiß nicht hier alles. Ja, nicht schlecht. Wir bekommen auf jeden Fall bester Keks. Schoko. Oreo. 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 Schokoladenchip, sage ich, du bist es. Das ist der All-Time Classic. Oreo. Oh mein Gott, ich bin so ein Profi, Leute. Nein, ey, als wenn du das schon wieder richtig ich hattest. Ich bin so. Oh mein Gott. Okay, komm hier rein. Oh nein. Hast du falsch genommen? Die Kacke! Oh Gott, du hast die kommt raus genommen. Und. Au! Iss mal deine Oreos. Ich finde Oreos aber leckerer als so Cookies. Ich finde auch Oreos leckerer als das, muss ich sagen. Ich hab mal richtig Bock auf so fette Oreos, muss ich sagen. Boah, so mit Milch, ne? Kennst du Oreos mit Milch? Boah, hör mir auf. Okay, jetzt hier durch die Rutsche. Wow. Oh, raus hier. Wo bin ich? Wow. Wo sind wir? In den Backrooms wieder. Da. Oh, ich bin vor dir Ausgang. Draußen. Ich bin vor dir draußen. Ich bin vor dir draußen. Oh mein Gott. Egal, trotzdem hab ich rausgekommen. Vor dir draußen. Puh, ja, in 35 wir Minuten geschafft. Und 5 Sekunden. Und in 32 sehr Minuten. Gut. Ey, sehr gut. Besser. Guck mal, hier kann man Picador. Oder da können wir noch Picador spielen irgendwann. Also, wenn wir es machen wollen. Ja. Yeah. Oh. Wow, Kasper. Alter, oh was Gott. Machst du denn hier? Was hast du da oben ich gemacht? Ich wollte da oben was gucken. Ich bin da eben mit so einem Auto hingefahren, aber da war gar nichts. Hä? Also, da war nichts? Da war nichts. Lass mal gucken gehen. Vielleicht habe ich auch nur verguckt, aber... Warte, was steht denn jetzt hier gerade? Also... Sei ein Trolle, befasse dich mit Trolls. Mhm. Okay, also anscheinend, was ist das? Warte mal, hier ist ein grüner Knopf, was passiert? Oh mein Gott, was ist denn das für ein Ding? Guck mal, ist jetzt hinten. Hä? Ich kann damit aber nicht fahren. Warte mal, da steht, das muss man irgendwie erst aktivieren. Was Generatoren wechseln. Ich wechsle gerade mal ganz kurz. So. Ja, mach mal. Oh ja, jetzt ist es angeschlossen. Ey, jetzt hast du, jetzt bist du. Oh, oh nein, mein Gott. Weil du bist zu schwer. Du bist aussteigen. Ich bin nicht zu schwer. Du musst es neu spawnen, das Ding. Gemacht. So, ich mach kurz Generatoren wechseln. Und jetzt gib ihm. Und los geht's. Gib Gummi. Warte, du musst öfters, du musst hinten bleiben, ne? Man kann nur zu zweit fahren, glaube ich. So. Ja, okay. Du steuerst hinten, glaube ich. Oh mein Gott. Hinten? Ich glaube, ich habe gar keine Kontrolle. Was musst du da machen? Oh Gott, sehr wichtige Warnung. Bitte schieß nicht. Ich bitte. Oh Gott. Nein! Oh nein! Du warst viel zu schnell, Kasper. Bro, ich kann die Geschwindigkeit von dem Ding gar nicht. Was hast du denn? Hey, ich bin Noob. Weil du runtergefallen bist, du Noob. Okay, lass mal ganz kurz hier den XXL-Wagen aus dem Winter. Okay, komm, geh du mal vorne hin, jetzt geh ich mal hin. So, Generator. Steuern umzuschicken. Generator, Zuschauen. Okay, du musst jetzt wechseln. So und zack. Genau, jetzt ist der Zuschauen auf grün. Und jetzt kann ich hier anscheinend easy losfahren. Aber vorsichtig. Ja. Der ist schon mal ein bisschen größer als der eben. Wir werden am Ende einfach noch auch noch so einen Turbowagen kaufen. Warum wackelt der so, Alter? Davor habe ich ein bisschen Angst. Ich habe Angst. Wieso? Ich chill hier einfach nur so. Oh, der hat gerade schon Funken gesprüht, ne? Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. So, okay, warte, hier geht's vorsichtig rum, ne? Da ist jemand runtergefallen, links habe ich gerade gesehen. Oh nein, Oh Gott, okay, jetzt geht's hier weiter, vorsichtig. Oh nein, ich sehe gerade, was hier alles ist, so Looping und sowas. Die ganzen Weichen und so. Scary Tunneleingang, hä? Oh, Achtung, vorsichtig. Oh, was ist das denn jetzt? Warte mal. Hä? Mach den Generator an. Da ist was passiert. Der Generator ist gerade kaputt. Ja, ich musste was gucken. So, alles gleich. Hast du ihn ausgemacht? Deswegen kam die Funken. Oh nein. Was? Er ging nicht mehr an jetzt, oder was? Mach an jetzt. 3, 2, 1 und... Yeah. Ja, oh Gott sei Dank, okay, der brauchte 2 Starts, da muss also mehrmals. Also echt, das ist auch so ein altes Ding jetzt hier, was wir gerade haben. Ist so ein alter Traktor oder so? Ein alter Traktor jetzt hier, so aus dem Weg jetzt hier, machen wir die coolsten. Hier geht doch klar jetzt, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall ein bisschen, ich hab so ein bisschen Angst, dass wir so seitlich runterfahren. Nicht so schnell, du bist zu schnell. Ich bin doch nicht so schnell, ich fahre in meinem eigenen Tempo hier. Alles easy. Leute. Weißt du, ja, sieht was so mir lustig aus. Was wir denn? Wir können einfach, wenn wir auf irgendwas zufahren, einfach schnell den Generator ausmachen und dann, weißt du, rollen wir nur noch zum Ziel. Stimmt. So ob das so schlau ist, weiß ich aber noch nicht. Ob das, ja, oh mein Gott. Oh nein! Was sollte Verdammt. Das denn werden? Ey, das war. Ich bin immer noch in Ruhe. Ich war voll lang. Mann! So, ich komm, Kaspar. Warte auf mich. Ja, komm hinterher. Ich warte. Okay, warte. Oh mein Gott, du bist viel zu schnell, Bro. Oh mein Gott! Alter, man muss so richtig langsam sein. Du weißt, wie langsam ich gerade war, ne? Ich war extrem langsam. Ja, du hast recht. Langsamer! Okay, alles entspannt. Okay, das kriegen wir hin. Ey, wir haben die coolsten. Warte mal, was passiert, wenn ich eigentlich nicht reinfahre? Was passiert dann? Was passiert eigentlich, wenn man da reinfährt in diesen Tunneleingang? Siehst du das? Das sind doch voll die krassen Wege. Oh mein Gott, da kann man nur so von oben oder so hin. Es gibt voll die krassen Sachen, so Hä? Auch. Hä? Komm mal, steig bei mir ein. Geht das? Ich hau rückwärts. Ey, warte. Das ist ja unglaublich, ne? So. Warte, ich ramm dein Ding. Okay, warte, ramm mein Ding. Warte. Oh, jetzt! Na.
Das Nein, was hast du gemacht? Das kann ich nicht glauben, jetzt hängen wir fest hier. Kann man das denn nicht fixen oder sowas? Ja, schieben. Oh, ja, oh mein Gott, der ist explodiert. Ich schieb meins auch, aber ich kann es nicht schieben. Das ist aber einmal hochgegangen aus dem Nichts. Mann. Okay, warte, wir müssen einen anderen Weg gehen. Wir müssen einen anderen. Ich komme zurück. Wir können halt hier auch noch den Rennwagen kaufen, ne? Für 60 Was? Achso, wir können auch andere kaufen. Wir müssen nicht mit diesem Schrott fahren. Ja, hier so einen Rennwagen kann man hier kaufen. Okay, ich bin fast da. Ich bin aber runter. Ich komme ja kurz runter. Hui! Rennwagen-Spielpässe sind hier. Okay. Ja, genau, kann man kaufen. Für 60 Robux. Für 60 Robux, ich würde sagen, ich kaufe mal ganz kurz. Und hier ist so eine Konfettikanone oder sowas. Wo ist eine Konfettikanone? Hier drin, guck mal, hier. Hä? Wie cool ist denn die? Okay, also ich habe jetzt hier, pass auf, bist du ready? Ach, du hast ihn gekauft schon, okay, ja. Zack! Oh, was? Oh mein Gott, okay. Okay, warte, ich mach Generator an. Zack, oh mein Gott, es ging richtig schnell. Der Generator an? Okay, ist an. Oh mein Gott. Oh. Das hört man an hier, wie ist das Ding? Viel zu schnell. Man kann mal schnell werden. Aber ich weiß nicht, ob der besseren Grip hat oder so vielleicht, ne? Ey, nein, das hat mir, glaube ich, ein kleines Problem. Und zwar steht da das eine Ding im Weg, ne? Oh nein, nicht dein Ernst, oder? Oh doch. Oh mein Gott, du hast recht. Nein. Oh Gott, wir bauen es hier richtig. Kann man das irgendwie wegmachen? Vollgas! Ja! Oh mein Gott, der ist aber explodiert. Vorsichtig! Oh Gott! Schön! Wo bist du denn? Ach, da hinter mir bist du. Vorne. Oh mein Gott, okay. Jeder eins. Nein. Okay, oh mein Gott. Ich bin so langsam jetzt gerade, ne? Ich bin extra langsam. Man muss vorsichtig. Oh mein Gott. Ich weiß, da musst du auch vorsichtig rüberfahren. Das Ding ist, wenn man jetzt so schnell aus der Kurve fliegt, das bringt einem nichts. Ne? Wir haben noch so viel vor uns hier bei der krassen Achterbahn. Ist so. Es gibt noch so viel zu entdecken. Guck mal, du bist genau über mir. Ich bin direkt über dir. Und jetzt machen wir dasselbe Tempo. Let's go. Ey, wie das aussieht. Wir sind voll parallel. Nee. Ey, wie auch so rumwackeln. Jetzt sind wir so in so einer Seifenkiste. Das ist richtig gruselig auch. Ich hoffe, der Anfang ist so wackelig. Da, jetzt haben wir sogar schon fast geschafft, ne? Jetzt sind wir sogar schon fast hier drüben. Stimmt. So. Sehr gut. Okay, hier sind wir eben rausgeflogen, ne? Hier sind wir eben rausgeflogen. Ja, safe. Ui, hier noch rum, oh mein Gott. Ich seh dich, Kaspar. Oh, nicht, dass der Generator hinten ausgeht, das wär's ja noch. Ja, das wär sehr uncool jetzt gerade, ne? Das würde jetzt nicht so gut passen. Oh, ich glaube, das Ding ist aber auf gerader Strecke, wo es nicht jetzt nicht so krasse Kurven gibt, ist das Ding, glaube ich, richtig schnell. Kann man, glaube ich, richtig... Oh, hier ist auch vorsichtig. Hä? Oh. Nein! Ich bin ganz normal gefahren. Bruder, mach doch weg da! Ich bin ganz normal gefahren. Ah, Bruder! Ich war voll... Hier sind die Schienen so komisch. Die gehen so nach oben und nach unten. Warum fahre ich denn jetzt? Mann. Komm, weißt du was? Dann gehen wir einfach nach oben. Okay. Aber pass auf, dass du nicht runterfällst. Dann musst du richtig vorsichtig an der Seite laufen. Ich glaube, oben ist da... Oh mein Gott! Nicht dein Ernst. Du willst was? Wissen, wo ich... Ich sehe es gerade. Hier wieder raufgelaufen. Das war natürlich klar, dass du da wieder runterfällst, ne? Unglaublich. Ja, mein Gott. Ich gehe jetzt oben hin, weil ich glaube, oben ist ein Checkpoint. Also, oben ist kein Checkpoint. Nein, als wenn. Aber kann man da neue Autos spawnen? Was steht da? Ein ganz kleine Geschwindigkeitsbegrenzung 10, aber hier ist kein Kart einfach. Ich schaffe es. Ich schaffe es, Gaspar. Weiter. Ich schaffe es. Ich muss nur ganz langsam rüber. Okay, du kannst weiter Gas geben. Okay. Ich hab's geschafft. Alter, endlich. Yeah. Hat so lange gedauert. Ey, mein Generator ist aus. Ne, doch nicht. Alles gut. Pass auf, da liegt irgendwie eine Granate. Oh mein Gott, wieso fliegt die so? Hä, das hat gerade gelaggt oder so. Okay. Drück mal A. Wie A? Drück mal einfach nur A. Warum? Oh mein Gott. Dann schießt du eine Granate vorne raus aus dem... Oh mein Gott, aus dem Auto. Stimmt. Du hast auf mich gefeuert. Wie, ehrlich? Pass auf! Oh mein Gott, Alter! Hier ist maximale Geschwindigkeit 10, ne? Wir sind nicht schneller als 10, soll man jetzt hier fahren. Okay. Stimmt, wenn man A drückt, schießt man eine Granate. Mhm, und ich frage mich, wo die ganze Zeit hinfliegen, warte mal. Oh mein Gott, die fliegen richtig weit weg. Oh mein Gott! Okay, was machst du da? Ganz langsam. Wieso, was ist da? Dann geht's. Ganz langsam, aber um die Kurve nicht schneller als 10. So, okay, jetzt vorsichtig, ne? Vorsichtig, mal auf! Nein, mal nicht! Wegen der Polizei! Oh mein Gott. Mein Ding ist einfach, die spawnt auf einmal aus dem Nichts. Oh mein Gott. Aua. Aua, die schießen. Aua. Gas. Schnell. Drück auf. Ich schieß auf die. Das kann doch nicht sein. Nein. Der Polizist hat mich geholt. Wo kommt jetzt der Polizist her, Alter? Unglaublich. Hä? So, okay, jetzt fahren wir schön nach oben, ne? Ohne Stress, ohne Speed. Was steht da nämlich? Da stand eben nämlich was, ne? Da stand Geschwindigkeitsbegrenzung 10. Und daran müssen wir uns auf jeden Fall auch halten.
Das heißt, du musst dich so gucken, dass du auf 9 bist und dann bleibst du einmal die ganze Zeit auf 9. So, ich fahre jetzt hier mit 8 lang, ne? Alles easy. Ich fahre jetzt hier mit 5, 6, 7 oder sowas. Okay, ich bin jetzt auf 9. Ich bin jetzt auf 9. Langsam. Das heißt, hier kommt sonst die Polizei, wenn wir über 10 fahren und dann erschießt sie uns, wie du es eben gesehen hast. Oh, oh, wir sind zum ersten Mal auf neuem Territorium. Oh, ja, Mann, ganz langsam. Ich bremse sie ab, ich muss auf jeden Fall abbremsen, sonst bist du zu schnell, glaube ich. Okay, es ist hier sogar eine rote Ampel, sehe ich gerade. Warum immer da jetzt gerade eine rote Ampel ist, ich weiß, ich muss mal ein bisschen... Rote Ampel heißt stehen bleiben, oder nicht? Oh Gott, oh, die Weiche wackelt. Oh, du bist doch über Rot gefahren, Bro. Hä? Du bist auch über Rot gefahren. Hä? Die wackelt bei Rot. Stimmt, die wackelt bei Rot, ne? Okay, warte. Habe ich schon mal mein Auto leider aufgeben müssen, ne? Oh, verdammt. Okay, okay. Warte mal, ich schieße auf dein Auto. Nein, ich hab schon. Ich hab schon drin. Alles gut. So, dann steige ich mal hin bei dir jetzt ein, ne? Sorry. Ja, sehr gut. Jetzt ist auch grün, ne? Jetzt ist grün. Jetzt wackelt die nicht mehr, oder was? Weg da! Ja, das Auto, warte, das Auto explodiert gleich. So. Wow! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, komm. Okay. Ich muss noch rüber jetzt hier. Da liegt noch ein Teil. Ja, die verschwinden gleich. Ja. Jetzt. Okay. Gib ihm. Grün okay. ist grün. Nicht so schnell, ne? Immer lieber ein bisschen langsamer als zu schnell. So, ich bin mal gespannt. Okay. Ich guck mal gerade, was noch auf uns jetzt hier zukommt. Auf jeden Fall einiges, ne? Oh. Man muss hier aber ein bisschen Speed haben. Oh! Komm ich hier hoch? Okay, das war gut, das war echt sehr gut, ne? Jetzt können wir noch weiterfahren. Oh, bloß keine Da ist voll viel Verkehr, sehe ich hinten gleich. Wir kriegen gleich, glaube ich, voll viel Verkehr ab. Oh nein, das mag ich gar nicht, wenn da Autos kommen. Ey, Mann, ich dachte, ich kann einfach über Rot fahren, Alter. Natürlich nicht, eine Rot. Oh mein Gott, man kann welche Weiche jetzt? Wir können einstellen, Warte mal, lass kurz überlegen. Warte, fahr noch nicht, Ich will kurz gucken, was da steht. Ich gucke, was da steht. Da steht nämlich, kreuzt nicht, wenn Licht aktiv ist. Mhm. Also rechts geht's runter. Rechts Nein, wir sollen, glaube ich, nicht... Links ich glaube, links fahren ist falsch. Wenn wir da fahren, dann geht's darum. Und dann fahren wir wieder zurück. Wir fahren wieder zurück dann. Obwohl, stimmt, ist der gleiche Weg, ne? Okay. Nein, was ist das denn jetzt? Oh nein. Nicht fahren. Wow. Oh! Nein. Alter! Oh mein Alter. Gott! Die ganzen Autos, die runterfallen! Wärst du jetzt gefahren, ne? Das wäre nicht gut gewesen. Einfach so Autobahn auf einmal aus dem Nichts. Einfach eine komplette Autobahn aus dem Nichts. Oh mein Gott, wie das aussieht. Hä? Wir fahren doch voll schnell runter. Okay, endlich vorbei. Gott, endlich. Dann fahren wir rüber jetzt hier, ne? Alter, das hat echt lang gedauert, Leute. Oh mein Gott, ja. Aber dafür war es auch die Mega-Abkürzung. Guck mal, dafür war es echt die Mega-Abkürzung. Hier ist wieder Geschwindigkeit 10. Fahr auf jeden Fall nicht schneller als 10, ne? Hier waren wir doch eben schon. Oh mein Gott, da hätten wir doch sogar gar nicht uns entgegenkommen können, ne? Hä? Stimmt. Okay, das ist jetzt krass. Jetzt bin ich gespannt, wo wir... Oh mein Gott, da ist eine Schaukel. Oh mein Gott, was kommt da alles noch? Wie cool sieht das aus? Alter, das ist ja richtig verrückt. Guck mal hier. La 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 la. Ich hoffe nicht, dass die Polizei hier gleich kommt. Nein, nein, die kommen nur, wenn du jetzt über 10 km/h fährst, ne? So, Tisch. Schön an der Weiche vorbei. Okay, aber wie funktioniert das mit der Schaukel jetzt da vorne? Nein. Gib Gummi! Hey! Gib Gummi! Wie denn fahren? Einfach Gas oder was? Verdammt, wir müssen auf die Schaukel warten. Nein! Aua! Ja! Oh mein Gott, Digga! Warum kam die denn jetzt gerade? Ich glaube, ich bin nur kurz drüber oder so. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Alter. Okay, das war... Alter. auf einmal kam die. Ey, das hätte jetzt gerade echt böse sein können. Okay, das hätte... Müssen wir auf die Schaukel warten. Rückwärts gefahren. Bist du, das Ding kommt jetzt gerade schon mal? Ja, komm. Und jetzt? Jetzt fährt er so ein Fahrstuhl runter. Auf den musst du jetzt genau rauf. Du darfst auch nicht zu weit fahren. Wenn du zu weit fährst, dann war's das mit uns. Alle drauf? Ja, okay. So ist gut. Anbremse anlegen. Ja, der bleibt nicht stehen. Okay. Oder? Doch, okay. Ja, doch, jetzt ist er stehen geblieben. Oh mein Gott! Wir fahren nach oben. Jetzt geht's los. Ab geht die Post und die Party. Wie das aussieht, Alter. Das ist übertrieben Meter cool. Für Meter hier, ganz entspannt. Meter für Meter. Gut. Und angedockt. Zack, okay, angedockt. Und los. Ja. Jawollo. Was steht da? Da steht irgendwie Luftenfeuchter, keine Ahnung. Irgendwas steht Luft, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Denk, jetzt ist da gerade noch grün. Mach schnell, bevor rot wird. Ja, du hast recht. So, dass sie auch hier aufpassen bei der Kurve, wenn er nicht zu schnell fahren. Das sieht wabbelig aus irgendwie. Juhu! Okay. Und weiter! Und hier geht's auch wieder weiter. Auch wieder sehr cool. Wow. Ey, war nicht zu schnell. Wir haben nur eine Chance. Nein, alles gut. Oh mein Gott, wo fahren wir jetzt hier rein? Steht da jetzt? Sieht aus wie ein Checkpoint. Da können wir neue Dinger spawnen. Das ist, glaube ich, echt ein Checkpoint. Luftenfeuchter 2, 5, 9, 6. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sollen wir da rein? Okay, fahr rein. Bleib sitzen. Okay. Und jetzt müssen wir... Sicher sitzen bleiben? Kriegen wir jetzt eine richtig... Ja, ich glaube, du musst warten, bis das Ding aufgeht, bis das Tor aufgeht. Okay. Oh mein Gott. Ist das ein Checkpoint hier vor uns? Ich glaube, ja. Ja, ist ein Checkpoint. Das musst du auf jeden Fall warten. Das sieht richtig cool aus. Ja. Alles gut. Okay, fahr durch. Wir haben einfach nur ein Cleanup gehabt. Ja.
Alter, mega gut. Let's go. Jetzt haben wir hier den Checkpoint und können wir hier. Und den vorne Rennwagen da vorne. Kein Beschleunigungsbremse. Oh mein Gott, jetzt können wir da voll. Oh, ich bin mal raufgegangen. Okay, wir sind so, okay. Rennwagen. Okay, wollen wir mal voll runter. Rennwagen, dort. Okay, jetzt drücke ich voll aufs Gas hier. Warte, ich komme. Keine Beschleunigung geben. Oh mein Gott. Keine Beschleunigung geben. Ich bin bereit, du auch? Okay, gib ihm. Okay, ich gebe Vollbeschleunigung. Gib Stulle! Mach nicht Vollbeschleunigung, Gas, was hast du? Vollbeschleunigung! Kein Vollbeschleunigung, kein Bremsen. Wow! Alter, es hat gut funktioniert! Was ist das denn? Wow. Hey, weg da! Was machst du da? Wow. Okay, bist du ready, Gas? Oh, ich bin ready. Ja, du musst, fahr du diesmal vor. Man muss nämlich, ich glaube, ich muss warten, bis du fertig bist. Okay, mal gucken. Ich bin gespannt. Du musst rückwärts wieder runterrutschen. Okay, stimmt, warte. Okay, ich mach keine Beschleunigung, kein Bremsen. Ja, und Looping, ja, sehr gut. Looping. Und jetzt fahre ich rückwärts wieder runter. Ja, genau. Oh mein Gott, man kann die Weiche selber umstellen. Du musst selber Dings drücken. Lol. Und jetzt, oh mein Gott, ich fahr zu schnell. Ah, ich fall runter. Du musst richtig anbremsen. Nein. Ich weiß nicht, ob die Weiche schon umgestellt ist. Ich weiß nicht, Kasper, ob die schon. Hä? Hilfe! Du schießt über den Kopf. Hilfe! Warte, ich komm, ich bin auf dem Weg. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, die Weiche war falsch umgestellt. Und umgestellt. Ja, jetzt geht's, glaube ich. Okay, ich komme. Ja, ich hab's. Oh mein Gott. Komme. Juhu, aber nicht so schnell. Oh, nicht so schnell jetzt. Okay. Oh mein Gott. Das war ja so clean, ne? Das war so clean. Nicht schlecht, das war echt clean. Also sind wir denn jetzt, Alter? Leute, jetzt haben wir in den Tunnel rein. Hä? Endlich in den scary Tunnel vom Anfang, ne? Oh mein Gott, pass auf hier. Wackel, Dackel. Ich weiß, Wackel, Dackel, übertrieben, Dackel, Mackel. So, und Tunnel öffnen. Oh mein Gott, scary. Also, warte. Okay, jetzt fahren wir hier weiter. Scary Tunnel. Oh Gott! Warum ist das scary? Weil es so dunkel ist. Hey, ich bin entgleist. Nein, nicht dein Ernst. Ich bin entgleist, pass auf, nicht stehen bleiben, Oh mein Gott. Hier, ich muss eine Granate hinlegen, so, ich komm zurück. Oh mein Gott. Wackeln, ganz langsam. Oh mein Gott, ich wackel ganz doll. Oh, da sind diese Weichen, du bist da so schnell rübergefahren, ne? Vorsichtig, Kasper. Vorsichtig. Okay. Du bringst das Ding komplett zu Wackeln. Bin ich drauf? Ja, okay, jetzt ganz langsam. Jetzt fahren wir hier mit 5 km/h rüber. Wir haben nicht wieder diese komischen Beulen im Scary Tunnel. Gut, dass wir gerade. Oh mein Gott, gut, dass wir das gerade hatten, ne? Diesen Checkpoint. Ja, safe. So, jetzt können wir hier weiter düsen. Ich weiß noch nicht, falls es vielleicht kommen wird, ne? Kann man hier Gas geben oder nicht? Ich trau mich gerade noch nicht, Gas zu geben. Nee, würde ich auch nicht wie machen, eng die Kurve ist. Die Kurve ist extrem eng. Oh mein Gott, stell dir vor, wir hätten Gas gegeben. Alter, wir werden voll in die Wand gebrettert, ne? Hier ist eine Tür, steht da. Oh mein Gott, wir müssen warten. Okay. Ja, sehr gut. Ich sehe Licht, so ne? Licht da hinten. Ich sehe aber auch schon wieder die Beulen. Ich sehe die Beulen wieder. Ja, ganz ruhig. Okay, alles gut. Okay, so, jetzt hier schön entspannt rüberfahren, ne? Ja, schön rüber und... Für die Beulen rüber, Leute. Boah, ich frag mich, wo das da jetzt hingeht. Alter, das musste richtig crazy, glaube ich, da gleich sein, wenn wir rauskommen, ne? So, guck mal, jetzt hier schön weiter rüber. Oh. Alles easy. Mein Gott, das ist ganz schön schief hier, aber immerhin wird es jetzt mal ein bisschen heller. Echt voll schief, ne? So, warte. Und jetzt können wir, glaube ich, da vorne einfach Gas geben, ne? Kannst angehen? Okay. Drück drauf! So. Oh Gott! Jetzt können wir hier ein bisschen mehr Gas geben. Hier kommt, glaube ich, nichts, ne? Nee, da kommt nichts mehr. Oh mein Gott, wie schnell sind wir? Da ist doch irgendwas. Nee, es ist nur Licht. Oh. Und da ist eine Kurve, ne? Ja, Kurve. Alles entspannt. Hier, nichts los. Ja. Alles cooli-muli. Ja. Und? Da sind wir. Vollgas! Beulen oder so, ne? Volldampf! Oh Gott. Das ist die Tür. Oh mein Gott. Tür, oh Gott. Oh mein Gott, komm schon. Alter, ich kann gerade noch so bremsen. Alter, okay, noch gut. Eine Tür. Okay, das ist so dumm. Und? Langsam, sag mal. Ich bin ein bisschen gegengefahren, ne? So, wie viele Türen denn? Dann auf hier. Alter, wie viele Türen kommen denn hier? Da muss gleich, ich sehe das helle Licht, ja. So, jetzt hier wieder. Nee. Oh nein, es ist dunkel, das ist locker die Kurve. Man sieht nichts. Oh mein Gott, das ist eine Kurve gewesen. Oh mein Gott, die Und noch eine Tür. Oh. Geht's da jetzt raus? Da vorne sind, glaube ich, nochmal Türen oder so, kann das angehen? Komm schon raus hier, bitte. Ich will hier raus, Mann. Gas. Oh mein Gott. So, kurz hier bremsen wieder, ne? Ja, Tür auf, bitte. Ja! Oh mein Gott, wir sind raus. Ey, das ist... Lol, das war ja ganz, war ganz verrückt hier, ne? Das war echt ein Gruseltunnel. Das war echt voll der Gruseltunnel. So, jetzt fahren wir hier entspannter Rino, ganz entspannt lang, ne? Hier sind ganz keine easy, Beulen. Sind hier irgendwelche los. Beulen? Nee, ne? Nee, alles gut. Alles entspannt. Hier, Hubbel. Ja. Hui. So, und dann hier einmal ganz kurz hochdüsen, ne? Hier einmal hochfahren. Oh, oh. Oi. Oh mein Gott.
gesagt. Hier musst du wieder aufpassen in der Kurve, dass du nicht so schnell fährt, ja, ne? Ja. Ey, das ist gleich voll viel Verkehr, sehe ich gerade, ne? Oh nein. Oh mein Gott. War das schlau, langsam oder schnell? Oh mein Gott. Langsam oder schnell? Mach lieber langsam. Oh mein Gott, das war jetzt noch runterfällst hier. Das war gerade, wir sind so nah am Ende, Leute. Nein, das sind die Weichen. Ey, jetzt kam auch schon wieder ganz schön lang kein Scherz. Oh mein Gott, hier die Hubbel, ja. Du hast das sind die Hubbel. Okay, wir fahren einfach easy rüber. Wir fahren easy rüber. Zack. Oh, rüber hier, komm schon. Zack. Okay, und jetzt musst du mit Vollstulle los. Mit Vollstulle los. Glaubst du? Ich glaube, du musst aber nur richtig timen. Nein, ganz schnell. Du musst das ganz schnell fahren da. Ich muss das timen, glaube ich, oder nicht? Jetzt Vollstulle. Jetzt. Time. Gas. Time. Passt. Time. Oh mein Gott, Bruder. Wir sind im Verkehr drin. Ja, wir sind im Verkehr drin. Hinter uns sind welche, vor uns sind welche. Wir dürfen nicht zu schnell ranfahren, ne? Wir sind echt so langsam. Das heißt, alles entspannt. Sehr gut. Oh mein Gott, die fallen sogar runter, sehe ich gerade. Okay, alles cool. Wenn die zu schnell fahren, oder was? Ja, ich glaube schon. Alles cool, alles entspannt. Wir fahren hier easy peasy, ne? Wir sind alles einfach... Easy. Nein. Hä? Was ist los? Ich kann nicht mehr fahren. Er fährt nicht. Wechseln, Generator. Los. Jetzt. Er fährt nicht. Weiter, einfach probieren. Rückwärts, vorwärts. Mach. Er fährt nicht. Los. Er will nicht fahren. Los. Einfach Mach Generator nochmal an. So, jetzt. Er will nicht. Wir sind von der Weiche runter. Bin ich zu schwer? Nein. Nein. Ey, das kann doch nicht sein, Leute. Mann. Ey, was? Schaut mal, Leute, hier sind ganz, ganz viele Minions und wir müssen heute probieren, mit dem Kart in die Minions reinzufahren, Leute. Habt ihr schon den neuen Minion-Film gesehen? Oh mein Gott, okay, warte mal, ich gehe jetzt hier ganz kurz mal rauf und dann sollte, glaube ich, hier gleich ein Kart spawnen. Zack, und das Kart ist da, Freunde. Jetzt können wir hier quasi mit der, glaube ich, hier drin dann fahren. Pass auf, ich gehe jetzt... Oh mein Gott, Leute, es geht los hier auf der Minion-Achterbahn. Oh mein Gott, ey. Ja, schaut mal gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Minion-Film geguckt habt. Und wir haben jetzt hier drei verschiedene Minions. Und wenn wir das schaffen, Leute, wenn wir es heute schaffen, alle drei in die reinzufahren, dann kriegen wir einfach Admin-Rechte, Freunde. Das heißt, wenn wir diese drei Minions hier echt alle besiegen, kriegen wir einfach Admin-Rechte, Freunde. Dann können wir dieses komplette Spiel modifizieren, wie wir es wollen. Ne? Oh mein Gott, ey, ich fahre hier einmal mit so einer... Ah, da vorne sind auch noch so zwei andere. Oh Gott, ich brauche ein bisschen mehr Speed, glaube ich, hier, um hochzugehen. Sonst, ich glaube, wenn ich da festhänge, ist es, glaube ich, nicht so gut. Ne? So, oh mein Gott, Freunde. Wir können, glaube ich, schon gleich in den ersten Minion reingehen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like da, Freunde, wenn ihr mehr von solchen Kart-Rides sehen wollt. Und nein, die hängen da vorne fest. Oh mein Gott, nein, die Armen. Oh, jetzt, wehe, die sind jetzt hier im Weg. Ich werde jetzt mal ganz kurz... lieber kurz stehen bleiben. Die werden jetzt gleich locker am Weg sein, Leute. Die wollen jetzt wahrscheinlich hier mein Kart, dass es runterfällt oder sowas, ne? Wehe, die gehen jetzt nicht aus dem Weg, Leute. Wehe. Oh, haut ab. Aus dem Weg jetzt hier. Haut ab. Oh mein Gott. Nein. Oh, er hat sich mit reingesetzt. Und ey, oh mein Gott, da steht die vor. Okay, alles halb so wild, Leute, muss ich sagen. Alles halb so wild. Wir sind auf jeden Fall noch auf einem sehr, sehr guten Weg, ne? Und ich bin gespannt, was wir alles mit diesen Admin-Rechten machen können. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, Leute. Das wollt ihr nicht verpassen. So, jetzt sind wir ja, guck mal, Minion Nummer 1 geschafft. Sehr gut, Freunde, ohne Spaß. Das war jetzt sehr, sehr gut, ne? Jetzt haben wir endlich Minion Nummer 1 geschafft. Können uns hier einen neuen Checkpoint holen, Leute. Und ihr könnt schon mal sehen hier, wir können hier permanente Admin werden. Es kostet 1500 Robux, Freunde. Aber wenn wir quasi alle Minions schaffen, dann können wir es so machen, dass wir quasi das umsonst bekommen, Freunde. Das ist halt übertrieben cool, ne? Das heißt, hier geht es auf jeden Fall jetzt wieder los, Leute. Neo! Und jetzt sind wir sogar zu dritt jetzt hier in diesem Raketenauto drin. Hoho, Leute! Wie cool sieht das bitte schon aus? Wir sind einfach im krassen Minion-Kart, Freunde. Ey, und die sind auf jeden Fall jetzt hier gerade oben links. Ne? Wir haben jetzt hier einfach gerade eins von drei Minions, Leute. Das ist auf jeden Fall echt richtig, richtig cool. Also wenn wir gleich alle drei haben, dann kriegen wir auf jeden Fall die Atemrechte. Und dann können wir, glaube ich, das Ding-Kart richtig, richtig cool fahren, Freunde. Oh mein Gott, das sieht echt richtig gut aus, ne? Oh, Leute. Und wir haben auch so eine Progress-Bar, wie man oben sehen kann, dass wir quasi, also je näher wir quasi an die Minions rankommen. Oh Gott, okay, jetzt waren wir gerade ein bisschen langsam. So, jetzt hier kurz mal ein bisschen... Nein. Er hat uns blockiert. Er hat uns blockiert. Oder? Ey. Hallo. Geh aus dem Weg. Warum blockierst du uns? Nein, Freunde. Oh, nein. Jetzt blockiert er uns einfach. Ich glaub's da nicht. Ey, was?
Oh, was? Wir fahren rückwärts. Das war seine Idee. Und jetzt fahren wir quasi wieder vorwärts, Leute. Oh mein Gott. Ob die Idee klappt? Na, nicht so gut, ne? Mal gucken. Jetzt lassen wir rückwärts ganz kurz fahren. Und jetzt... Oh, pass auf, jetzt macht der Stopp. Jetzt gehen wir ganz schnell vorwärts. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, sehr gute Idee vom Erti. Ja, und jetzt kommen wir hier hoch, Leute. Sehr gut. Und jetzt war gerade so kurz davor, in den zweiten Minion reinzufahren, ne? Oh mein Gott, das wäre halt übertrieben cool, ne? Oh, es kommt schon. So, einmal jetzt hier schön. Und dann, Leute... Haben wir jetzt, oh mein Gott, haben wir jetzt hier gleich, pass auf, fast im Minion drin. Auch hier die Progressbar oben, Leute, kann man sehen, dass wir fast in dem Minion drin sind. Und wir sind jetzt fast beim zweiten. Leute, jetzt haben wir einfach, komm schon. Und wow, ja, Mann, 2 von 3, Freunde. Wie cool ist das denn, bitteschön? Jetzt haben wir gerade 2 von 3 Minions schon bekommen, ne? Das ist ja übertrieben cool. Und wir sind jetzt so kurz davor, die Admin-Rechte zu bekommen, ne? Ey, das ist halt so krass. Und Leute, wir können uns die auch theoretisch kaufen. Wollt ihr, dass ich mir die Admin-Rechte... Nein, wir kaufen uns die nicht, ne? Das wäre auch viel zu einfach, Leute. So, komm, wir lassen mal hier wieder ins Kart reingehen. So, mit unserem coolen Kollegen, mit dem Erti. Und dann können wir hier gleich... Oh nein! Nein, Erti! Erti, nein! Oh, komm schon her, Erti! Okay, er will sich anscheinend ein eigenes Kart holen. Ist auf jeden Fall auch nicht so verwerflich, Leute. Kann er ruhig machen. Ist auch nicht so schlimm. Aber jetzt sind wir sogar schon fast beim dritten Minion, Leute. Und wenn wir den dritten Minion erreicht haben, können wir uns gleich Admin-Rechte kaufen. Oder wir kriegen dann, glaube ich, Admin... Oh mein Gott, Leute, das ist halt so krass, ne? Oh, und was ist das für ein Haus da hinten? Okay, das werden wir uns später nochmal angucken, was das da für ein Haus da hinten ist, Leute. Deswegen bleibt dran, das wollte ich verpassen, was sich mit diesem, was das mit diesem Haus da vorne auf sich hat. So, sind wir schon fast da, Leute. Wir müssen noch kurz hier irgendwie... Können wir es vielleicht schaffen, Leute? Können wir es hier schaffen, ohne jetzt hier irgendwie runterzufallen? Das wäre echt richtig cool, ne? So, ja, ja, wir sind fast beim Minion. Ah, nein, Leute, mein Kart ist gecrashed. Was? Und die Progress Bar wurde wieder zurückgesetzt auf 2 von 3. Also, dass wir quasi am Anfang sind. Aber wir haben zum Glück diesen Checkpoint hier bekommen, na, Leute. Zum Glück haben wir diesen Checkpoint. Lass nochmal ganz kurz hier nochmal dieses Kart-Ding holen, Leute. Und dann nochmal probieren, dahin zu fahren. Ey, wir haben gerade fast... Oh mein Gott, okay, jetzt geht die Progress Bar quasi gerade wieder nach vorne, Leute. Okay, ey, ohne Spaß, das ist halt echt... Okay, dann würde ich mal sagen, komm schon, fahren wir jetzt hier ordentlich weiter als hier zum Minion hin. Ey, ich will unbedingt diese Admin-Rechte haben, Leute. Wenn wir das schaffen, das wäre so cool, Leute. Das wäre echt so cool. Und dass wir auch gleich 3 von 3 Minions haben, ist noch cooler, Leute. So, jetzt komm schon jetzt hier schön einmal... Nein, mit euch. Ich will echt wissen, was in diesem Haus drin ist, Leute. Was glaubt ihr? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ich da vielleicht in diesem Haus verbirgen kann. So, jetzt kommt schon noch einmal hier schön links rum, genau, rechts rum. Oh ja, okay, 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 okay. Vorsichtig, jetzt kommt schon jetzt hier einmal hochdüsen, Leute, ja. Und er steht jetzt im Weg, oder? Nein, 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 nein. Wir müssen pausieren. Leute, wir müssen pausieren. Er steht uns jetzt gerade im Weg. Schafft das da nicht hoch? Oder warte, schaffen wir das jetzt da hoch, Leute? Oder ist es zu steil? Nee, wir schaffen es auch da hoch. Und jetzt, komm schon, in den Minion reinfahren. Wir sind, ja, Progress Bar ist fast, ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und, yeah, Freunde, wir sind einfach bei dem dritten, also beim dritten Minion jetzt drin. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wir sind jetzt einfach, Leute, wir haben jetzt gerade einfach alle 3 Minions quasi gerade geholt, ne? Und jetzt können wir uns hier, glaube ich, die Admin-Rechte holen, ne? Leute, Add-on-Admin-Pads. You rank is one. Oh mein Gott, wir sind jetzt einfach, guck mal jetzt hier, das sind jetzt unsere Commands. Mal gucken, was jetzt hier für Commands haben. Und wir können zum Beispiel Vollgott werden. Das bedeutet, ich kann es hier in den Chat schreiben. So, Full Gott, Leute. Und dann bin ich einfach, ein komplett... Warte, ich muss erst noch mal einen Namen eingeben. Das heißt hier Full Gott und dann ich bin Brox. Und jetzt, Leute, oh mein Gott, ich bin jetzt einfach kompletter Gott, Leute. Ich kann es sogar noch hier anscheinend irgendwie mich übergeben oder sowas. Guck mal, Leute, der möchte mit mir einen Screenshot machen, weil ich hier Star Creator bin. Also ich habe ja so einen Star Code, Leute. Einfach nur Brox. Also wenn ihr mich unterstützen wollt beim Robux kaufen, gebt einfach nur den Code Brox ein. Haha, Leute, der hat uns erkannt. Robrox, oh mein Gott. Ja, Leute, wie cool ist das denn? Okay, warte mal, ich werde jetzt mal ganz kurz nach vorne hingehen. Und dann werden wir jetzt hier diese krassen Admin-Rechte ausnutzen. So, ich werde mal ganz kurz hier teleportieren zu dem Admin-Center, Leute. Und wir können jetzt auf jeden Fall die richtig, richtig krassen Sachen machen. Jetzt kann ich hier mal ganz kurz hier reingehen, Leute. Und dann kann ich das Ding hier starten. Und dann können wir jetzt hier, glaube ich, guck mal, kann ich jetzt hier nochmal das eingeben, dass wir uns übergeben. Ich will das echt mal sehen. Ich will wissen, wie das aussieht, Freunde.
Ah, okay, warte mal. Also Puke geht anscheinend gerade leider nicht. Ich kann aber nur hier. Genau, wir können es hier Commands. Dann kann ich machen, ich gehe jetzt mal auf, wo war denn das? Hier gibt es noch irgendwas. Geist. Okay, dann machen wir ganz jetzt mal Geist. Mal gucken, ob wir Geist machen können. Das heißt hier so, zack. Und dann Geist, Freunde. Und dann, ich bin Brox. Und, okay, also keine Ahnung, warum es jetzt gerade nicht funktioniert. Kaspar, guck mal, wo wir hier gerade sind. Yo. Das sieht cool aus. Sieht echt cool aus, ne? Warte, komm mit. Ja, hier ist ja, so ein Hotel. Wir können ins Hotel reingehen. Oh, guck mal. Versperrt, wir kommen hier nicht mehr raus. Oh nein, was? Ey, oh nee. Mann, ich wollte doch gerade wieder zurück. Ich wollte dir nur kurz das Hotel zeigen. Hä, und jetzt ist hier jetzt eine Tür, die nicht aufgeht, oder was? Nein, da geht's nicht raus. Nein. Hä? Wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Vielleicht müssen wir. Warte mal, hier ist ein roter Knopf am Tresen. Ja, ich drück mal den drauf. Ah, ist jetzt. Ich glaube, ist auf jetzt, oder? Ja, ist auf. Jo, ist auf. Wir können jetzt, sind wir jetzt endlich raus aus dem Hotel? Nee. Wir sind noch nicht raus aus dem Hotel. Nee, stimmt. Ich dachte gerade, wir wären raus. Okay, warte mal. Das heißt, wir müssen jetzt hier anscheinend jedes Mal Knöpfe finden, damit die Tür aufgeht. Ich hab ihn. Ich auch. Da unten drunter. Unterm kleinen Ding. Aber hier kann man nicht reingehen, ne? Nein, okay. Dann mal ganz kurz gucken. Jetzt hier Stufe 3. Oh. Hier unterm Tisch? Okay. Hä? Oder? Hinter den Dingen? Nee, unter der Sitzbank. Yo, oh mein Gott, das war richtig gut versteckt. Richtig leicht. Okay, warte mal. Das war echt richtig gut versteckt. Hä? Was? Hä? Guck mal! Der ist ja einfach. Der war ja mega einfach. Leute, wo sind wir denn jetzt? Stufe 5? Ich glaube, wir müssen. Frage. Hallo? Oh nein. Geht's einfach weiter? Warte mal. Vielleicht müssen wir auch in den Büchern ziehen oder so. Glaubst du, es gibt so kleine Rätsel? Könnte sein, oder? Oh mein Gott, ich hab ihn. Wieso? Wo soll das ich sein? Ich hab ihn. Da an der Seite? Okay, hab ich gar nicht. Okay, Stufe 6. Hier ist so eine Hantel. Hantel am Start. Ja. Eine Stange, Hantelstange. Aha. Hier oben drauf. Aha. Drauf. Ich hab ihn auch. Ey, okay, also wirklich. Wie? Lol, was? Wie schnell. Wie einfach war das denn? Ja, aber weiß mittlerweile schon so die Spots. Hä? Das ist ja richtig, easy. Ne? Okay, also hier ist jetzt. Oh, jetzt ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Ja, könnte schon sein. Ja, mehr oder weniger vielleicht. Ich weiß noch nicht. Wo bist du hin? Ich hatte es schon. Wo bist du hin? Ich hab's schon gefunden. Also für die einen vielleicht schwer, für die anderen aber richtig leicht, ne? Wo ist denn. Lol. Das war. Der war da. Ey, oh mein Gott. Glaubst du, diesmal ist hier der drauf? Nee. Ey, das wäre richtig cool gewesen. Wäre das der Knopf, ne? Ey, aber ich sehe schon, die Räume werden größer. Ja, ist schon alles. Ist da der Knopf da unten oder? Ich. Oh mein Gott. Ich sehe ihn nicht hier unten. Ach, Manu. Oh, wir sind raus aus dem Hotel. Du hast dich selber verraten. Ja, im Hotel sind wir raus, aber das Ding ist, wir müssen noch einmal ins Büro. Ich habe noch was vergessen. Ich muss einmal ganz kurz noch. Abholen? Ja, ich muss einmal ganz kurz ein paar Stifte holen. Ich habe die leider vergessen, ich muss das aufschreiben. Oh, guck. Oh, da, hier. Mitarbeiter des Monats, ne? Ja, sind wir. Deswegen. Und der Woche auch. Sehr gut. Und der Woche auch. Und hier, warte. Hier der Knopf. Was? Warte mal, locker hier an den. Ach, Digga, hier. Kann man aber auch nicht ahnen. Kann man nicht ahnen auf einmal. Hä? Das ist ein Aufzug. Oh mein Gott. Wo sind wir hier? Oh mein Gott. Das war ja richtig easy. Das war richtig easy. Hä? Wie leicht ist denn das hier auch nochmal? Ja, das ist doch genauso gleich wie eben gerade, oder nicht? Das ist ja. Das ist aber ein bisschen größer als hier gerade, ne? Hier, schon wieder Mitarbeiter des Monats. Oh mein Gott, guck mal, der Ausblick. Yo! Boah, einfach Manhattan cool oder aus. So, oder? Richtig, richtig, safe, Look. Richtig Großstadt. Hallo, wo ist jetzt hier der Knopf? Warum sehe ich den jetzt nicht? Im Automat. Nein, oder? Du glaubst doch alles. Im Automaten, du hast recht. Ja, danke, dass du mich gesagt hast. Kein Problem. Danke. Weißt du, wer im Automaten war? Wo war der? Sag jetzt, wo war der? Wo ist der Knopf? Boah, das würde ich jetzt gerade gerne sehen. Boah, sag mal jetzt. Alter. Das würde ich gerne sehen. Hau rein. Ich habe ihn auch gefunden. Okay. Ja, nicht mit mir, dann Kollege. Hier ist er jetzt. Hä, warte doch jetzt mal, du bist voll schnell dahinter der Pflanze. Okay. Hier muss ich jetzt mal schnell den neuen Knopf finden. Gott, Alter, Knopfi. Ist ja voll groß. Knopfi, wo bist du? Ja! Guck mal!
Mitarbeiter der Woche! Und des Monats! Mitarbeiter des Monats! Oh, wo sind wir denn hier? Oh. Ja, das ja. War so klar. Und wir sollen ja auch noch rein in den Aufzug, ne? Okay, Zack. Das traue ich mir jetzt nicht. Oh, wir sind jetzt im Aufzug. Und hier oh, ist ein hinter. Knopf wahrscheinlich. Hä? Yo, was? Was? Yo, da war er einfach direkt daneben. Wo denn? Wo denn? Ich sehe nicht. Wenn man jetzt einmal aufgepasst hätte, wo ich stand. Ich sehe nicht. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, okay, das ist direkt. Ja, hinter der Couch. Okay, da bin ich schon weg, ne? Da bin ich schon weg, Kollege. Da bin ich schon weg. Da bist du schon weg. Da bin ich schon weg. Oh, hier ist der. Hier ist der, danke schön. Sehr gut. Beim Automaten, du hast recht, oder? Im Automaten! Ich weiß! Lol, wie krass! Ey, das, ich weiß, das hab nur ich gewusst, ne? Das hab nur ich gewusst. Kasper, wow, yo! Was geht? Weißt Alter. Du, wo wir uns gerade befinden? Ja, hier steht ja auf dem Schild Niederlande in ja, diese Richtung. Oder in diese Richtung. Können wir einfach reingehen? Nein, wir können nicht reingehen. Denn, weißt du, was wir machen müssen, um weiterzukommen hier? Was denn? Was denn? Den geheimen Knopf finden. Hier ist irgendwo ein geheimer Knopf versteckt. Ah, wir spielen Finde den Knopf. Genau, okay. Find the Button. Das heißt, hier ist wahrscheinlich irgendwo in... Ja! Was? Ich Was bin ich? Schon in der nächsten Welt. Ah, hier eine Ecke. Junge, Alter. Das ist so leicht zu finden gerade. Okay. Ey, sind wir in Schweden. Wir sind in Schweden gerade. Das ist deine, cool. Dings. Das ist dein das Land, ist ne? Das ist mein Lieblingsland hier. Wir gucken mal. Mal gucken, ob hier irgendwo der Knopf vielleicht ist. Der oder hat doch ob ich bestimmt so ein Eisbär, vor dir den finde. Nee, aha. Was? Okay. Hast du? Ja, alles gut. Nur was geguckt. Hä? Nur was geguckt. Ey, du fährst nur was Apples hier gerade. Ist auf dem Dächern? Ja, man kann auf die Dächer. Ah, da ist der im Leben nicht. Das höre ich sofort raus. Das höre ich sofort raus, dass der da nicht ist. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst, Kaspar. Oh! Hä? Oh! No way! Da war der dran an dem Mast. Der war auch an dem Mast war da einfach dran, ne? Jetzt sind wir in Island, in Reykjavik. Okay, Reykjavik. Das heißt... Cool. Hier muss irgendwo dann wahrscheinlich der Knopf sein. Oder? Ja. Was? ich dachte gerade. Oh mein Gott. Hast ich du ihn? Hab ihn. Nein, no way. Das wäre cool gewesen, wenn ich ihn jetzt schon gehabt, ne? Das wäre cool gewesen. Aber ich frag mich gerade, das war ja eben, der war schon ziemlich schwer, muss ich sagen. Das war gerade mal der zweite, der war schon ziemlich schwer. Der war schon, also ich muss sagen, die sind auf jeden Fall echt einfach. Ey, Bro, der ist locker im Schornstein. Hast du geguckt? Ich habe in beiden geguckt, da war auf jeden Fall keiner. Auch im Schornstein? Im Schornstein war der auch nicht, dahinter. Yeah, auch nicht an der Wand oder so. Ja, okay. Auch an der Wand muss wahrscheinlich im Gebüsch oder so sein. Keine Ahnung. Irgendwo muss der ja sein. Hey, wo war der? Tja. Hä? Er war nicht in der Ecke hinter diesem einen Gebüsch. Was so hoch kann ist. Ich bin in Namibia. Ich bin in Namibia sogar. Oh. Da ist er, Leute. Gut, dass du den gesehen hast. Du hast ihn entdeckt. Also hier darf es aber echt nicht schwer sein. Ja, okay. Das war ja mega. Das war ja mal absolut einfach jetzt gerade, ne? Das war was. Einer von den Pilzen. Einer von den Pilzen. Glaubst du, einer von den Pilzen? Also, ich dachte gerade, wer denn. Ich dachte gerade auch, dass der Kopf gewesen. Also echt! Yo, der war ja absolut. Baum. Absolut einfach. Sri Lanka, wo ist denn was Sri Lanka? In welchem Sri Lanka? In welchem Gott, Land? Ich frage mich nicht solche Sachen. Leute, oder schreibt mal die Kommentare, Land? Wo ist nochmal Sri Lanka? Das heißt, hier muss jetzt wahrscheinlich auch irgendwo der Knopf sein, oder was? Ich würde fast sagen, oben irgendwo bei den Bäumen? Ich würde auch sagen, irgendwo bei den Bäumen, ne? Da muss ja irgendwo, irgendwo vorhanden sein, dass man den dann irgendwie. Ey, auf welchem Baum war er oben? Auf welchem Baum war der oben? Versteckt hinter einem Baum. Links war der. Wenn du reinkommst, links in so einem Baum versteckt. Ach da, lol. Wir sind einfach in Kairo. Yo. In Ägypten sind wir jetzt hier. Alter, du warst doch auch in Ägypten letztens, bei, oder nicht? Ja, bei Hurghada. Letztens, schon ein Jahr her. Schon ein Jahr her, echt? Und ich habe den nächsten Knopf gefunden. Ja, aber ich muss sagen, Maschine. Ich wollte ja eigentlich auch nach Kairo dann fahren, aber es ist irgendwie, da fährt man, weiß ich nicht, 5 Stunden oder so. Ist ganz schön, weit dann. So, hier sind jetzt die Pyramiden von Kairo. Ah ja, okay. Mal gucken, wen es findet. Bei den Pyramiden sind immer so voll so die krassen Touristen, die ganzen Touristenjäger ich am Start. Ich habe mal was ne? gehört, wenn man eine Pyramide anfasst, dann kriegt man schon richtig Ärger und muss ins Gefängnis, ne? Nein, glaube ich nicht, nein. Okay, hier ist auf jeden Fall der Knopf, ne? Ja, sehr gut. Ja man darf auf jeden Fall, ich glaube, wenn man die hochklettert oder so, kommt man, glaube ich, 2 Jahre oder so ins Gefängnis.
Alles deswegen, das sollte man auf jeden Fall. Vor, du denkst du so aus Spaß so, ich kletter mal hoch und dann ist da auf einmal. Das würde ich keinem empfehlen. Hast du da den Knopf gefunden, was? Die Antarktis. Jo, direkt von heiß in kalt, oder was? Anscheinend. Und hier könnte jetzt wahrscheinlich, bevor wir schnell jetzt hier den Knopf finden können. Warte mal, ich hab eine Idee. Finden. 10, 9. Ja! Nein! Ich hab ihn schon! Oh mein Gott, wir sind in Santorini, in Dingens, in Griechenland. Cool, guck mal. Alter, sieht auch so aus mit den weißen Häusern hier, ne? Da wollte ich schon immer mal hin, ne? Ey, da müssen wir mal hin. Da müssen wir mal hin, Alter. Ja, safe. Coolen Urlaub machen in Santorini. So, ich sehe irgendwie. Ne, ist hier noch ein Knopf irgendwo? Hier hinter? Nee. Hier oben? Wahrscheinlich irgendwo auf dem Dach oder so, ne? Kann ich mir vorstellen. Ich hätte jetzt gedacht, in der Pflanze oder sowas vielleicht, aber irgendwie auch. Yo, der ist einfach hier. Guck mal, voll offensichtlich an der Wand dran, an dem Haus. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind im Mittleren Osten. Okay. Ja, da muss ja eigentlich. Ja, der muss jetzt eigentlich schon hier sein. Ich habe jetzt gerade alles abgecheckt. Hä? Der muss ja irgendwo an der Decke hier oben. Locker hier hinter. Tja. Aha, da war er doch. Okay, Japan. Alter, so ein Dschungel hier. Okay, warte mal. Wo sind die Pandas? Also. Ist so, Bambus. Was mal, wieso krasse Idee? Ich hab ihn schon. Hier hängt da oben voll offensichtlich. Da oben, stimmt. Und jetzt sind wir in Rumänien. Oh mein Gott, Alter. So, warte mal, hier ist wahrscheinlich der Knopf. Was steht da? Okay. Wo ist meine? Was steht da? Ich hab ihn schon. Wieso, wo ist denn der? Ja, ich verrate nicht, wo der ist. Hast du ihn schon gesehen oder was? Ich suche ihn gerade. Ist er hier oben auf den Bäumen drauf? Oder? hier hinter bestimmt. Oh. Nee. Hä? Ja, ist er gar und jetzt nicht. Vorsprung! Was? An der Hauswand in der Lücke da. An der Hauswand in der Lücke. An der Hauswand in der. Ja, da bei oh dem mein Fenster. Gott, ja, ich hab ihn. Ey, okay, nicht krass. Schlecht. Und was ist jetzt? Okay. Ist er jetzt hier irgendwo krass versteckt? Wahrscheinlich. Ich hab ihn auch schon. Du hast ihn. Oh, ich hab bin ihn in auch. Polen. Brücke. Was? In Polen. Okay, ist natürlich cool. Ich war auch erst vor kurzem in Polen. Ach so. Auf jeden Fall auch sehr cool, muss ich sagen, dort. Sah das da auch so aus wie hier jetzt? Nee, nicht so ganz. Wo bist du denn überhaupt? Ich seh dich gar nicht mehr. Ich bin auf den Dächern. Ach so, ganz oben. Aber ich glaube, der ist nicht so krass offensichtlich. Wieso? Unterm Tisch, ich glaub's unterm Tisch. Nicht. Die Faroe Islands, was ist denn das? Die Faroe-Insel, kennst du nicht? Zwischen Island und Ach so, doch, Faroe-Inseln, doch, okay, doch, kenne ich. Jetzt, nein. Das kann ich nicht glauben, da oben dran. Okay, Tibet, wo ist das denn, Tibet, Alter? Da oben, Bro, oben auf dem Fenster. Oh mein Gott. Hä, Dreck Venedig. Geholt? Venedig. Ja, ey, was? Da war ich auch schon mal. Warst du da war ich noch nie, ich war noch nie in Italien. Ich muss mal nach Italien. Venedig, das war auch ganz cool. Ich liebe ja Pasta und Pizza und ich war noch nie in Italien. Boah, dann ist das genau dein Land. Das ist genau dein Land. Ja, ich aber weiß. War auch, da waren richtig viele Touristen, aber es war voll verdreckt auch überall und so. War schon echt ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Ja, war richtig dreckig. Das ich dachte, die sind da voll streng. So, warum ist jetzt dachte der ich auch, Knopf aber und so? Einfach zu viele Leute. Knopfi, wo bist du? Oh. Yippie! Was? Was? Okay. Tja, da muss man halt mal die Augen, die Glotzer, die muss man da mal aufmachen. Ich mach dir doch. Yo! Oha, und guck mal, was ist denn das Mali. Jetzt? In Mali. In Mali? Oder auch Mali? Ja gar nicht. Ich weiß es gar nicht. In Mali, Alter. Hier oben. Mali, Bali, das ist eine von den Inseln, glaube ich. Und ganz oben drauf. Hä? Klar. Wieder in Mali. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Kaspar. Juhu. Sehr gut. Hey. Was geht ab, mein Lieber? Hallo. Ey, wir haben ein Problem, Kaspar. Guck mal, wir müssen hier irgendwie raus, ne? Okay, also hier soll irgendwo ein Knopf sein, steht hier. Okay, warte mal, hier hinterm Sofa, ich guck mal. Hallo? Hier ist der. Direkt vor uns. Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, wir müssen jetzt hier nämlich probieren. So, ich habe es gedrückt. So, okay. Wir müssen jetzt hier mal irgendwo, wo der Knopf quasi sein kann, den cool. finden. Ne? Das Ding ist, es gibt halt auch mehrere so, also falls wir echt mehr weiterkommen können, dann kann man natürlich auch so, wie nennt man das? Hinweise so, sich holen. Genau, Hinweise. Also wo könnte jetzt der Knopf sein am besten? Ich überlege halt auch gerade so, wo man hier am besten so einen Knopf machen könnte. Ich glaube, ganz oft bei diesen Karten ist es vielleicht so, dass offensiv... Was? Ich teste gerade was. Ne, ich dachte, hier wäre der Stein. Ich dachte, der Stein wäre das. So, nee, das wäre natürlich... Also ja, aber ich frage mich auch, wo ist denn hier die Tür, wo man weiter kann?
Oder kann man einfach klicken? Ich hoffe, man kann einfach klicken. Nee, ich glaube, du musst einfach so draufklicken. Also wenn du den Knopf quasi gefunden hast, dann drückst du einfach drauf. Ah, okay. Und ich gucke jetzt natürlich auch gerade hier schon, das ist wahrscheinlich irgendwo. Hä? Also, ne? Das kann doch nicht sein, dass das jetzt schon das erste Level so schwer ist. Ja, das ist natürlich, wir haben das doch schon mal gemacht. Wir sind ja keine Amateure mehr, ne? Nein. Sachen, das ist hier schon ein bisschen der Hard-Modus. Zu einfach gewesen. Ich glaube, der ist halt einfach wahrscheinlich irgendwo auf dem Baum oder so. Oder auf einer Ecke oder so, irgendwo in der Ecke dran. Ja, also... Wahrscheinlich so mega offensichtlich oder so. Ja. Vor allem, der sieht doch immer so komisch aus, der Knopf dann, ne? Ja, das stimmt. Warte mal, ich check hier mal das Level 1 ab. Ne, da steht auch nichts drunter. Ey, wir sind so blöd, komm mal her. Wo ist er? Oh mein Gott, so offensichtlich, ey. Oh mein Gott, okay. Also, das war natürlich offensichtlich. Also, das war so offensichtlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Ja, ich auch nicht. So ist jetzt. Ja, also, der ist natürlich einfach. Guck mal hier. Hier ist er schon wieder. Das ist ja auch einfach. Ey, wie blind wir eben waren, ne? Mann, okay, das ist anscheinend doch noch nicht so leicht. Sagst du doch noch nicht so schwer. Aber es wird auf jeden Fall immer schwerer. Ist er vielleicht in einem Kochtopf oder sowas drin? Nee, er hat gesagt, unter den Tischen oder so, unter den Stühlen. Wir haben schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Ja. Eben. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott, aber gut Alter, gemacht. Was? Als Kaffee versteckt? Gut gemacht in der Tasse drin, ja. Guck mal, oh mein, du bist jetzt in so einer Scheune. Ja. Und Safe Call ist irgendeiner von den Steinen. Einer der Steine. Aber nee, das wird offensichtlich. Der will, dass wir da Zeit verschwenden. Ja, stimmt. Das ist bestimmt hier drauf. Da vielleicht? Bei der Zahnbürste. Oh, locker hinter dem Haus. Oh mein Gott. Was hast du gefunden? Also so offensichtlich, wie das Wo hier denn? Zwischen diesen... Hier einfach drinne. Also wirklich, das steht so offensichtlich auf dem Boden, das Ding. Ja, das war ja also einfach, ne? Das fand ich gar also nicht schwer. Also hier sollte es ja gar nicht schwer sein. Alter, ich hab ihn auch schon. Ey, oh was? Mein Gott. Okay, Minecraft haben wir auf jeden Fall schnell gemacht, ne? Mensch, hey, hier ist sogar einer. Weiter geht's hier. Ja, der kommt wahrscheinlich nicht weiter. Das heißt, auf jeden Fall ein bisschen schwieriger schon. So, guck mal. Aber das Ding ist, wir haben natürlich auch viele Level, ne? Wir haben 21 Level oder so noch mehr. Okay, wir gucken mal. Hier irgendwo. Ich sag dir, einer von den goldenen Münzen hier ist es. Der hat ihn wohl auch noch nicht gefunden oder sowas. Aber ich hab ihn hier hinter. Zeig mal. Hinter dem Stein. Das ist ja, der ist doch voll offensichtlich. Wie kann der den nicht gefunden haben? Guck mal, der hat den immer noch nicht gefunden, ne? Doch, der jetzt. Hat jetzt nicht mal, doch, jetzt hat er ihn, okay. Der macht uns jetzt voll nach. Ja, ist so, Alter. Wir sollen uns mal helfen. Hier an der Wand wird er sein. Ja, oder? Nee, das sieht so aus. Ich hätte gedacht, dass. Ja, genau, soll so aussehen. Na, ja, der ist locker hier im Rasen. Nee, ist er auch nicht. Ach, ich hab ihn. Also, wirklich, wo ist er denn? Er hat ihn auch. Oder? Er ist blind. Sag mal. Er sieht ihn nicht. Oh, was? Okay, und los. Ja. Oh Gott. Nein. Okay, schnell. Ich mach links, du guckst rechts. Ach. Oder ist der... Oh mein Gott, da oben. Oh mein Gott. Schnell drauf, bevor der andere ihn findet. Alter. Ich habe auch Spaß drauf gedrückt. Das war der halt wirklich. Warte mal, ich hab hier... Oh, der ist auch schon weitergekommen jetzt. Ja, der macht uns auch nach. Der hat mir nachgeguckt gerade noch. Unglaublich. Den müssen wir jetzt mal loswerden langsam, glaube ich. Das ist halt echt so. Ich guck gerade, dass ich hier irgendwo... Kann ich hier... Wenn du ihn hast, dann zeig nicht so offensichtlich, sondern sag so, ja, komm mal her, hier find ihn mal in meiner Ecke. Ja, okay. Ist er vielleicht irgendwo oben drauf oder so? Locker hinter der Münze in der Hand. Ja, ich hätte gedacht, am Schwert ein leuchtendes Ding, weißt du? So ein leuchtendes Knopfteil. Ja, hätte ich auch gedacht. Aber ist locker hier auf den Schienen. Und warum sind da denn so Schienen? Ja, das ist schon wieder ein bisschen schwieriger, ne? Bin hier ich ehrlich. Auch noch mal Schwerter. Wie beim Excalibur auch nicht, nee. Der hilft natürlich auch gar nicht, der Typ. Der läuft uns auch. Ich hab ihn. Wo der, okay, pass auf. Er hat ihn jetzt noch nicht gesehen. Der ist unter. Ich spring jetzt hier einmal. Hier. Unter dieser Münze ist er. Unter der Münze ist er. Okay. Oh mein Gott. Okay, warte, ich glaube, wir sind weiter. Jalla. Ja! Okay, sehr, sehr gut. Alter, endlich, ey. Das war schon ein bisschen schwieriger, ne? Der ist jetzt am Verzweifeln gerade. Also, nein. Ich sag dir, der denkt sich so: Wie haben die Jungs das gemacht? Leute, das ist locker an der Decke irgendwo. Ich hätte eher gedacht, auf den Schienen einer von diesen... Ah, der ist ja braun immer. Der ist ja immer gleich, der Knopf. Ja, der ist immer braun. Okay. Ja, da war jetzt halt auch schon so dort drunter, ne? Eben. Ja, der war schon schwierig, das stimmt. Ich würde auch sagen, an der Decke irgendwo vielleicht. Ah, oder ich hab ihn. Hier oben meinen blauen Kristall. Ah, okay. Hab ich ihn nicht gesehen eben. In der Ecke. Sag mal. So. Ah, da! Ja, stimmt. Okay, komm. Wir sind sogar schon in so einer lilanen Welt jetzt hier. Was sieht abgespaced aus. Komm, wir gucken. Ich will ja auch gar nicht unten das berühren. Unter der Brücke. Alter, wie ich's gecallt habe! Alter, okay. Wie ich's wusste, krass. Okay. Oha, eine verkehrt rumme Welt. Oh Gott, mir wird schon ganz schwindelig.
Ach, ich habe ihn direkt schon hier. Zeig mal. Also wirklich, hier das ist ja mal Zack. Mega leicht. Also, Batz. Das ist einfacher, als es aussieht. Ein Labyrinth. Ah, lol, ein unsichtbares. Ein unsichtbares Labyrinth. Hier, hier, komm her, komm her. Ja? Hier kann man durch, hier kann man durch. Oh mein Gott. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Nein. Doch. Ah, ein bisschen nach links. Oh, ich dachte, ja. Okay, oh sehr gut. Ab geht's jetzt ins nächste. Nein. Oh, die Türen anklicken. Ich sag dir, eine von den Türen ist der Knopf, oder? Alter, wo sollen wir denn jetzt den Knopf hier finden? Boah, das ist mega schwer. Wo soll denn dieser Knopf? Da, ich hab ihn gesehen. Oh, oh, ist er? Hier bei mir. Ist er der oben? Ja, ja. Ja? Hier. Ah, hier. Mann. Ja. Ja, sehr schön. Oha, okay, das sieht auch krass aus hier mit diesem ganzen, ja, okay. Wo genau aber könnte hier der Knopf sich verstecken? Das frage ich auch gerade. Hier, ich sag dir, das ist wieder... Das glaub... Ne, ich dachte gerade schon, oh mein Gott. Wieso? Ich dachte gerade schon, ich hätte ihn, aber es war der gar nicht. So schnell. Ja, so easy kann das dann doch nicht sein, ne? Hier irgendwo, nee, da nicht, da auch nicht. Hm. Auf jeden Fall an einer von diesen Leinwänden, glaube ich. Schätze ich auch. Dahinter oder so, hier oben drauf. Ne, der Knopf sieht auch immer gleich aus, ne? Ja. Da irgendwo auch nicht. Ist vielleicht der Steinknopf da? Hab ich gedacht schon, aber war es leider nicht. Ist nicht, ne? Schade. Nee, nee. Hey, ich bin schon alles abgeguckt. Hast du alle Hintergründe abgeguckt? Glaube ich. Ganz links oben? Ah! Nee. Kannst du da mal. War da nichts? Nee, nee. Nee, okay, stimmt, ja. Na, verdammt, ich mach mal einen Hinweis. Ich kaufe jetzt mal einen Hinweis. Ja, kauf dir mal einen Hinweis. Guck, Level 15 sind wir. Mhm. Ist ja auch schon ziemlich. Ich sehe ihn, oder? Nee, doch nicht. Oh, ich hab's gerade gekauft. Achso, ja, gut. Ich sehe ihn ja nicht. Er was sagt, Hinweis ist: Autsch, das war heiß. Oh, an der roten Wand. Okay, aber wo? Das war heiß. Ja, meint er damit die rote Wand oder meint er damit? Das war heiß, hat er gesagt. Ja, mäßig so, weil du nah an der weißen Wand vielleicht standest. Weiß ich nicht. Aber rot ist ja eigentlich Feuer. Ja, ja. Wie teuer war einer? 25 Robux. Das geht, ja. Hol doch einfach nochmal. Stell dich mal zur roten Wand dagegen und hol doch mal noch einen. Oder ich gehe hier zu Lilanen. Ah ja, oder das, oder das. Okay, ja Level 15, Wand. Ich hol nochmal ganz kurz hier. Mhm, mach mal. Und? Zack. Und? Ja, wieder. Hä? Das war heiß. Also muss es... Das ist ja das Feuer, oder nicht? Oh mein Gott, ich hab ihn! Was? Wo ist er? Hinter diesem grauen Teil. Da muss man richtig eng hingucken. Wie? Warte mal, zeig mal. Von oben. Von oben. Oh mein Gott! Ja, viel zu schwer. Oh mein Gott, das war ja mal mega Mann, schwer. Du kannst aber guck mal, aufmachen. Wir sind wieder am Anfangsraum, Brox. Wir haben es geschafft für heute. Ja, ja, echt so. Mega, mega gut. Ja, oh, ich bin noch verschwunden. Okay, ich würde sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Let's go! Yeah! Heute ist soweit, nachdem unsere Mutter uns vom Videospielen entfernt hat, Leute, uns absolut gejagt hat und danach unser Labor explodiert hat, haben wir jetzt hier unsere verrückte Oma am Start. Die hat jetzt einfach den Verstand verloren. Die kann nicht glauben, dass ihre Tochter so verrückt geworden ist und jetzt verliert sie gerade selber den Verstand. Er sagt ihr nämlich, oh nein, Oma hat ihren Verstand verloren. Lasst schnell einen Weg nach draußen finden, Leute. Also wenn ihr davon noch eine weitere Fortsetzung sehen wollt, dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button und dann mache ich da auf jeden Fall noch eine weitere Fortsetzung von. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier der verrückten Oma entkommen, Leute. Und oh mein Gott, die hat natürlich hier überall ihre Katzen und ihre anderen Sachen. So, jetzt vorsichtig einmal hier rumgehen um die Katzen. Die miauen mich auch alle gerade hier an, Leute. Also, Oma, warum, was hast du hier bitte schon für Katzen? Können wir sie hier raufsetzen, Leute? Ja, wir können sie quasi raufstellen, aber das war's dann auf jeden Fall auch schon. So, lass mal hier durch die Tür gehen. So, hier ist der nächste Checkpoint. Was sind das denn für Kisten? Hat sie da irgendwas dahinter, Leute? Also, wir müssen auf jeden Fall auch immer nach Easter Eggs gucken. Und jetzt, oh mein Gott, dürfen wir auf jeden Fall nicht in die Lava fallen. Ich würde mal sagen, wir springen mal hier, zack, oh mein Gott, rauf und yo, okay, oh mein Gott, die ganzen Lollipops, Freunde, so und hier rauf, okay, so, jetzt sind wir schon mal über der Lava drüber und dann, ja, Sprung und ja, oh, oh mein Gott, ey, Oma muss erfahren haben, dass wir abhauen wollten, deswegen hat sie die Tür zugemacht, jetzt müssen wir einen anderen Weg finden, um zu entkommen. Was haben wir denn für eine verrückte Oma, Leute, die hat hier einfach die ganzen Türen hier abgeschlossen, beziehungsweise halt auch noch so Bretter davor gemacht. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt hier so, Sprung und durch, hier durch, Leute, und dann durch den Lüftungsschacht, so, zack, 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 und hier durch. Okay, yeah, nächster Checkpoint und oh mein Gott, hier ist einfach erstmal so eine Tasse, aber dennoch einfach das Gebiss, hier ist das Gebiss von Oma.
mal, Leute. Okay, oh. Und wir müssen aufpassen. So, Sprung und Schnellsprung, dass wir natürlich hier nicht in diese Lüftungsschächte da reinkommen. Ich weiß gar nicht, was da genau für Dinger sind. So, pass auf und Sprung. Und jetzt noch einen schnellen Sprung. Oh. Oh Leute, ihr seht, wir haben es jetzt geschafft hier. Und ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr in dem Raum. So, schnell jetzt durch den Lüftungsschacht. Und jetzt ist hier erstmal so ein Labyrinth. Gute Frage, wo es jetzt hier lang geht. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich würde mal sagen, hier vielleicht rechts. Nein, hier auch nicht. Dann vielleicht hier rechts. Ah, nein, auch nicht, Leute. Ich finde doch den Weg eh nicht. Hier ist die Sackgasse. Ich glaube, der ist wahrscheinlich hier rechts, oder? Können wir hier rechts und dann so. Auch Sackgasse, denn okay, dann müssen wir wahrscheinlich ganz links hingehen. Und zwar hierhin. Ich glaube, hier ist richtig. Ja, ja, Leute. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall lang. So, juhu. Und, oh, wir sind hier auch. Ich dachte gerade, wir sind hier der Falsche. Aber nee, wir sind jetzt hier in einem Raum, wo Oma, glaube ich, eben saß, ne? Aber die ist jetzt nicht mehr da oder so. Obwohl, nee, das war ein anderer Raum. Oh, Leute, hier ist die Oma am Stricken. Jetzt müssen wir auf jeden Fall echt mega, mega vorsichtig sein und bloß nicht die Wäscheleine oder so berühren. Okay, ja, wir haben es geschafft. So, noch ein Sprung. Okay. Noch ein Sprung, noch ein Sprung. Oh Leute, noch eine Wäscheleine. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt hier links laufen. So, quer rüber und dann Sprung. Ja, oh mein Gott, ey, die Oma ist richtig verrückt geworden. Jetzt mal ohne Spaß, Freunde. Jetzt hier durch die Tür durch. Was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier einfach die großen Nebelle noch am Start. Okay, ich spring mal hier so rüber. Und nochmal rüber, nochmal rüber und nochmal rüber. Okay, das war jetzt auf jeden Fall viel, viel leichter als eben. Okay, durch die Tür, was haben wir als nächstes? Oh nein, ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Oma hier einfach Segen im Haus hat. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Dinger nicht berühren, sonst werden wir ins Stücke geteilt. Oh Leute, kann ich hier das berühren, glaube ich? Ja, ich kann das hier noch berühren, aber wir dürfen auf jeden Fall nicht hier diese Sägeblätter berühren. Das heißt, wenn das Ding nach rechts geht, dann springen wir. 1, 2, 3, Sprung. Okay, und wenn das gleich nach rechts geht, dann springen wir. 1, 2, 3, okay, Sprung. Sehr gut, und was sind jetzt das für Teile? Vorsichtig durchgehen und Sprung, okay. Das haben wir jetzt auch geschafft. Alter Schwede, ey. Holy moly. Und oh mein Gott. Was sagt jetzt er hier? Ah, das ist meine Lieblingscouch, sagt er. Okay, erstmal hier den Checkpoint holen, Freunde. Und da müssen wir über die ganzen Sachen rüber. Hier haben wir einmal Omas Sessel, der noch im Lava gestrümmt ist. Dann Omas Lieblingskatze. Und zwar Kitty, Leute. Warum ist Kitty denn so dick? Leute, Kitty ist ja voll dick geworden. So, dann einmal hier über auf den Lolli rauf. Dann noch Omas Lieblingskekse, beziehungsweise meine Lieblingskekse, die Oma immer gerne macht. Und dann auf das Gebiss raufspringen, ja. Und nochmal auf den Lolli raufspringen. Wow, okay. Haben wir auch geschafft, ist hier irgendwas drin? Kann man irgendwas aufmachen? Nee, also hier sind einfach nur die ganze Zeit Boxen und Schränke. Okay, ab geht's in den nächsten Raum. Hier haben wir jetzt, oh, was ist das denn? Leute, hat hier Oma irgendwie mit Farbe rumgespielt oder so? Okay, also ein Sprung, dann noch ein Sprung. Noch ein Sprung und noch ein Sprung und noch ein Sprung und der letzte Sprung. Ja, sehr gut. Okay, so, einmal hier noch durch die Tür. Oh nein, es sieht so aus, als wäre Jerry nicht von der Schule nach Hause gekommen. Was? Beziehungsweise Jerry wird jetzt nicht zur Schule kommen, weil er hier gerade liegt, Freunde. Also er ist doch von der Schule gekommen, aber er wird nicht zur Schule gehen am Montag. Ich denke mal, oh, okay. Also wir müssen auf jeden Fall drauf springen. Ich dachte gerade, wir dürfen das nicht berühren. Aber Leute, wir dürfen das anscheinend berühren. Das ist kein Problem. Dann springen wir auf jeden Fall rauf. Jerry, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass Oma so verrückt geworden ist. So, aufs Spiegelei, auf die Bockwurst, hier auf die Bulette und nochmal auf die Wurst, wo Jerrys Kopf dran hängt. Oh nein. Okay, aber jetzt haben wir hier den nächsten Checkpoint. Okay, oh Leute, bloß schnell weg von unserer Oma. Die ist halt echt verrückt geworden. Und jetzt bloß nicht hier den Kakao berühren. So, vorsichtig außen rumlaufen. Hier haben wir jetzt noch so einen Geldsack oder so. Hier nochmal so ein Nudelholz. Oh, oh mein Gott, das war richtig knapp. Okay, hier auch noch aufpassen. Hier ist noch Omas Lieblingskeks. Und dann auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen Zucker. Da vorne ist noch Backpulver. Und dann hier nochmal der Kakao. So, schnell hier wieder durch die Tür gehen, Leute. Ganz schnell. Oh mein Gott. Wir sollen auf jeden Fall eins von diesen Dings hier nehmen. Eins von diesen Planken. Und da ist nur eins sicher. Und wir müssen dreimal durch. Ich glaube, hier. Na, war nicht sicher. Also, ich habe jetzt alle ausprobiert, außer den linken. Ja, und der linke wird funktionieren. Jetzt können wir nochmal wählen, ob wir den rechten... Ich glaube, ich nehme jetzt mal hier den rechten. Oh, der rechte funktioniert auch. Und jetzt, Leute, links oder rechts? Ich sage links. Nein, das wäre der rechte gewesen. Den linken nehmen, dann den rechten nehmen und dann nochmal den linken nehmen, Leute. Und auf jeden Fall den Checkpoint holen, damit wir das hier, zack, wieder speichern. So, ab geht's in den nächsten Raum. Und oh... Was? Ich glaube, Oma wird auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Die näht hier ganz schön viel, ne? Jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir... Oh, Sprung.
Sprung und guck mal, Leute, die wirft hier mit Keksen auf uns. Oma, ich mag doch, ich mag doch deine Kekse. Sprung und Sprung und Sprung und vorsichtig und vorsichtig und Checkpoint holen. Okay, jetzt müssen wir auf den Nebeln springen. Das kann auf jeden Fall auch ein bisschen kritisch werden. So, Leute, Sprung ja auf den Nebeln. Ey, guckt euch das mal an, wie viel die jetzt hier einfach gerade genäht hat, Leute. So, nächster Sprung auf dem Nebel. Dann noch ein Sprung und auf den grünen rauf. Oh, und dann hier Checkpoint holen. Okay, sehr gut, Checkpoint holen. So, und jetzt müssen wir ganz vorsichtig auf dem Faden laufen, Freunde. Bloß nicht runterfallen. Anscheinend ist der Boden nicht so gut. Da dürfen wir nicht drauf laufen. Guck mal, er hat es auf jeden Fall gerade nicht geschafft. Oh, da bin ich jetzt auch lieber ein bisschen vorsichtiger. Hier, ich gehe mal in First Person. So, Leute, vorsichtig. Auf dem Faden laufen. So, jetzt hier nochmal einen Sprung machen. Und dann, Oma, was, du bist ja echt verrückt geworden. So, hier. Oh, nein. Nein, ich bin einfach oben hängen geblieben. Zweiter Versuch. Und Sprung auf dem Lolli. Und auf dem Lolli. Auf den Lolli. Lolli, es wird immer härter, Leute. Ohne Spaß. So, und jetzt? Wir müssen hier hochklettern. Oma, was machen wir denn jetzt? Müssen wir in dich rein? Oma? Ich Idiot, ich muss hier wahrscheinlich auf die Kekse springen oder so. Ja, guck mal, ich muss auf die Kekse springen. Okay, auf den Keks, dann auf den Keks, auf den und jetzt. Oh, nein! Nein, Leute, Oma hat mich gegessen. Oma, was machst du denn? Oh nein, jetzt sind wir hier. Leute, hat die gelbe Zähne. Okay, warte mal, jetzt müssen wir, glaube ich, durch Omas Bauch und so durch. Wir sind, glaube ich, aua! Oh, oh Gott, Freunde. Was sind das hier für Teile? Ist das irgendwie... Weiß ich nicht, was ist denn das jetzt hier? Wo sind wir jetzt gerade? Wow, wir sind gerade bei Omas Magensäure ist hier gerade. Oh, wir dürfen auf jeden Fall nicht die Magensäure berühren. Nein, hier liegt, glaube ich, noch ein anderer. Ich glaube, hier liegt mein Bruder oder so. So, jetzt hier vorsichtig springen und nochmal springen. Hier ist einfach irgendwie so eine Putenwurst oder so. Hier ist nochmal eine Knackwurst, Leute. Und hier auf jeden Fall Checkpoint holen. So, und jetzt, glaube ich, nur ein Weg ist gut, oder? Müssen wir aufpassen? Ja, es ist immer nur ein Weg, gut. Den rechten nehmen und jetzt sage ich linker. Ja, und nochmal links. Oh, Mann, oh. Wir merken uns rechts, rechts, dann links und dann nochmal rechts. Okay, sehr gut. Checkpoint holen. Jetzt müssen wir hier einfach über die roten Blutkörperchen rüber. Oma, ich glaube, du hast gar nicht mehr so viele weiße, oder? Eher nur rote. So, jetzt hier durch. Okay. Wow, was passiert denn bei Oma, bitteschön hier? Einfach, Sprung. Okay, und durch. Und wieder durch. Und Leute, jetzt wieder durch. Okay, Checkpoint ist geholt. So, wo sind wir jetzt hier gerade? Oh, wir sind hier gerade bei den Rippen. Oma, du hast echt stabile Rippen, muss ich sagen. Stabile Knochen. Und jetzt können wir hier hochklettern. Ich glaube, es ist denn... Ist das hier die... Nee, können wir hier hochklettern überhaupt? Doch, ja, wir müssen hier an der Seite hochklettern. So, schnell hoch. Leute, ganz schnell hoch, bevor Oma uns jetzt irgendwie auflöst oder so. Wo sind wir denn jetzt? Oh nein! Oh! Leute, oh, das war Omas Kackwurst! Okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass Oma uns nicht jetzt irgendwie hier, dass wir die Wurst berühren. So, vorsichtig. Wow! Okay, ich glaube, jetzt hier lieber lang. Oma! Wow! Ich glaube, jetzt werden wir gerade ausgekackt. Oh, wir wurden ausgekackt, Leute! Oma, was tust du uns denn an? So, jetzt hier ist auch die Polizei da. Warte mal, was? Oh, schnell hier rüber, Leute. So, schnell rüber. Und dann, hier ist jetzt Oma, Leute. Oh mein Gott. Oma wird einfach verhaftet. Die hat uns nämlich gegessen und wieder ausgekackt. Und er sagt jetzt hier, Leute, wir haben es fertig geschafft. Ja, sehr gut. Also wir können als nächstes auch noch irgendwas mit Peppa Pig machen. Also halt Piggy. Und hier ist noch anscheinend irgendwas mit dem Ice Cream Killer. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar verrückte Sachen, die wir spielen können. Oder hier zum Beispiel noch Opas Haus. Spiel mein Spiel oder stoß auf deine Freunde. Oh Gott, was Kaspar. Meint er damit? Ich glaube, wir sollen abstimmen. Roblox. Ich stimme jetzt dafür Roblox ab. Also, okay, ich glaube, wir kriegen da gleich eine Frage oder sowas. Wir müssen uns für irgendwas entscheiden. Ah. Okay, man muss sich selbst opfern, um die anderen passieren zu lassen. Wenn nicht, wirst du sterben. Ich bleibe auf dieser Seite. Ich nehme einen für das Team. Oh Gott, ich glaube, ich bleibe auf dieser Seite. Oh mein Gott! Oh nein. Oh nein. Ich bleibe auf der Seite. Ich bleibe auf der Seite. Und nur diese beiden, die sterben fürs Team oder was? Das ist aber korrekt. Also jemand musste sich opfern. Lol, ach so. Okay. Das war ja gerade merkwürdig. Oh, jetzt geht's weiter. Genau. Oh, welches Abzeichen ist das? Veteranabzeichen oder das rote Locker-Veteran? Oder blau ist blau? Veteranabzeichen, oder? Veteranabzeichen? Das sind zwei Jahre, der schon Roblox spielt oder so?
Ich glaube, Veteraner. Ich meine, viele Fragen, also viele schreiben auf Veteraner. Ich hätte es auch gesagt. Ja, das muss Veteran sein. Ich meine, rotes Abzeichen macht irgendwie gar keinen Sinn. Ja, guck mal, da drüben, hat das einer ausgewählt? Nee, hatte keinen ausgewählt. Da ist schon sogar korrekte Antwort, ne? Okay, sehr gut. Ja, stimmt. Wer ist der erste Freund jedes Spielers in Roblox? Baumeister, das kennst du auch. Baumeister, locker, den kennt man doch. Bob, der Baumeister, ist doch der Beste. Guck mal, Kaspar. Guck mal, ich bin oben drauf. Oh. Ja, und der, hä? Oh. Was? Nein, nur ein Typ? Macht der? Was machst du, Kollege? Was macht der? Oh mein Gott, der hat Spagat gemacht. Oh mein Gott, er wird gebraten. Was? Er wird gebraten. Warum wird er gebraten in der Bratpfanne? Weiß ich auch nicht. Alter, was ist los mit dem? Ganz dunkel. Alter, ja stimmt. Okay, weiter geht's hier. In welchem Jahr hat Roblox zu diesem Logo gewechselt? 22, oder? Das ist doch das normale Roblox-Logo. Also 2023 nicht, sondern 22, glaube ich. Aber das ist doch gefühlt seit 2020 schon so, oder nicht, das Logo? Nein, das war früher anders. Das war früher ein bisschen komplizierter. So. Was ist ungefähr die monatliche durchschnittliche Anzahl von Roblox-Spielern? 209. Verdammt. Nein! Ich weiß nicht, ob das richtig war. 150? Nein! Wir werden gebraten! Das kann doch nicht sein. So viele sind draufgegangen jetzt. Warum wussten die das nicht? Au. Mann, verdammt. Hä, wir wurden alle gebraten, oder was? Ja. So, diesmal machen wir die Kategorie Unterhaltung. Okay, Gaspar. Yes, let's go. Glaubst du, dass wir da auf jeden Fall die Fragen richtig beantworten können diesmal? Ich hoffe mal. So, Frage Nummer 1 lautet, wie heißt Nemos Vater? Marlen. Wer das nicht weiß, Digga, das weiß doch jeder. Digga, als ob das so viele nicht wissen. Okay, lass mal in die Mitte stellen. Lass so tun, als würden wir rübergehen. Oh, und weg. Es gehen direkt 3 drauf. Bro, wie viele? 4? Der heißt doch nicht Memo. Marlin. Der heißt Marlin. Marlin kennt man den. Als ob die Findet Neo nicht geguckt haben. Ist nur einer draufgegangen von denen, oder? Guck mal. Stimmt. Warum? Ja, die haben überlebt, aber die kommen jetzt nicht weiter, glaube ich, bei sich. Nee, ich glaube, die haben da keine... Selbstschuld. Okay. Wie heißt der Panda im Film Kung Fu Panda? Puh oder Puh? Boah. Po eigentlich nur, Puh. Ne? Puh. Nee, Puh. Nein! Puh. Was machst du? Oh mein Gott. Heißt der sicher Po? Ja, da ist Po. Da ist sicher? Nur Po. Ich bin mir gerade ziemlich unsicher. Ich weiß es gerade nicht. Nein, da ist Po. Oh mein Gott, Bro, du hast mein Leben gerettet. Danke. Ja, guck mal, du bist zerstampft worden wie der hier. Alter! Ey, der hat das... Oh mein Gott, das war's mit dem. Okay, der wird geholt. Okay. Komm, mach die Tür auf hier. So, rein geht's. Liebhaber von Süßigkeiten und Geheimnissen. Welches Genie ist weltberühmter Detektiv? L oder Kakashi? Wer ist denn L? L, würde ich sagen, oder? Aber L ist so kurz. Kakashi sagt mir nichts. Nee, alles L. Ja. Oh Gott. Da drüben, die wird jetzt zerquetscht. Braten. No, schreibt sie noch. Komm her. Zerquetscht. Das war's mit dir. Yeah. Oh Gott, die hat ihre Perücke verloren. Ja, aber direkt die Haare verloren. Okay, weiter geht's hier in die nächste Runde. Wie heißt Mustafas Sohn vom König der Löwen? Simba? Wer das nicht weiß. Limba. Wahrscheinlich Limba. Oh mein Gott. Oh Gott, ich dachte... Ich dachte auch gerade, dass das nicht weiß. Limbo. Limbo schreibt einer. Also Simba weiß ja jeder so. Ja, haben wir geschafft. Sehr gut. Das kennen wir ja, ne? In welchem Jahr ist der Film The Avengers erschienen? Oh Gott. Das weiß ich. 2012. Ehrlich? Warum weißt du das? Das weiß ich irgendwie gerade. Ich glaube, 2012 haben da viele drüber geredet. Oh Gott, der eine wurde drüber gedingens. Guck mal. Ich sehe es. Oh nein, der Arme, der Große. Nein, die werden zerquetscht. Oh mein Gott. Oha. Oh mein Gott, das war's mit denen. Okay, sehr gut. Wann wurde Minecraft freigelassen? Das weiß man auch. 2011. Das weiß ich auch sofort. Wie freigelassen? Ja, halt so released. Also mäßig. Ach so, wann es erschienen ist. Okay. Mhm. Ja, 2011, das hätte ich auch gewusst. Das weiß man. In Hunter, in welcher Familie ist dafür bekannt, Assassinen zu sein? Hä? Oh mein Gott, Bro, wie schnell geht das hoch? War das richtig? Nein. Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott, TNT! Und es geht hoch. 3, 2, 1. Und wow! Alter. Okay, was ist das hier? Wie wurde der Ort Goku in die Super... Nein! Nein, Roxo! Nein, Kasper! Roxo, nein! Kasper! Oh mein Gott! Nein, ich muss die Tür des Todes...
Oh mein Gott, und hier hat man... Ey, ich habe überlebt! Ihr habt das Entkommen... Was? Einen davor habe ich es nicht geschafft? Ja, aber es gibt jetzt noch eine andere Kategorie, die wir aussehen können. Das ist ja gut. Ey, du hast das ein Bro, ein vorm Ziel habe ich es nicht geschafft. Aber es ging ja auch extrem... guck mal, okay, jetzt machen wir Videospiele. Videospiele. Alter, Videospiele. Das sind Profis. Videospiele ist gut. Da sollten wir uns eigentlich gut auskennen, ne? Ja, erste Frage lautet... Die Seite mit der geringsten Anzahl von Spielern live. Wähle eine Seite, rot oder blau? Rot. Rot. Rot drüber. Rot. Rot. Oh mein Gott. Was macht ihr? Oh mein Gott, sind das jetzt mehr auf der anderen Seite oder weniger? Oh mein Gott, Bro, nein, wir sind... Hä? Nein. Hä, was? Das kann doch nicht sein. Nein, wir haben es direkt nicht geschafft, was soll das denn? Ey, Mann, denn? Dieses Spiel wäre cool gewesen. Okay, wir haben jetzt anscheinend die Kategorie falsche Antworten, Kaspar. Was meinen die damit? Welche Länderflagge ist das? Oh, McDonald's. Schnell, jetzt die falsche. Das McDonald's. Guck, was hat denn der da für ein, was hat denn der für einen Umhang da an? Alter. Hä, wie sieht denn der aus? Das sieht ja gar nicht aus. Wie breit ist der? Okay. Hä? Oh, warte. Was ist das für eine Kleidung, Alter? Wieso hat der USA ausgewählt, der eine? Oh, na, oh Bro, wir spielen noch falsche Antwort. Der Clown. Oh, Pennywise. Oh. Alter. Was? Der hat ihn auseinandergenommen, direkt der Clown, ne? Wer lebt in einer Ananas unter dem Meer? Schwammbob Viereckhose oder Stan? Wahrscheinlich Schwammbob Viereckhose. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, alles gut. Nein, ich bin rüber zu Sportshop Schwammkopf. Das geht nicht. Okay, hier richtige Antwort jetzt, weil ich spiele eine falsche Antwort gerade. Und jetzt, aus welchem Land stammen Pizza und Pasta? Aus Amerika. Ja, Bro, also für die Leute, die es wissen, aus Italien. Natürlich eigentlich Italien, aber wir sagen natürlich Amerika. Ja. Ach, Mann. Ey, bisher haben die Leute eigentlich... Hä, es ist Glück ja nicht einer drüben, Bro. Wie viele sollen es jetzt bitte überleben alles die ganze Zeit? Obwohl, die Fragen sind auch echt leicht, ne? Weil es tricky ist, ne? Welcher Entwickler hat Pet Simulator gemacht? Oh Gott. Oh nein. Der Preston. Hier. Preston. Ja, oder? Oh Gott, nein. Scrooge? Oh nein. Was? Oh nein. Nein. Ah, nein. Ah, nein. Nein, sag jetzt nicht, das war... Nein! Das glaube ich nicht, mein Kopf! Oh. Ey, das kann doch nicht sein, Bro, hä? Bro, woher sollen wir das wissen? Mann! Oh, wir können das mit Cartoon sogar machen, die Kategorie. Ja, also das werden wir gewinnen. Was bedeutet Hakuna Matata für König der Löwen? Frieden für alle, oder? Oh mein Gott, Bro, das weiß ich nicht. Frieden für alle, glaube ich, oder? Hakuna Matata. Nee, das ist No Worries, glaube ich. No also, worries. Keine Sorgen. Keine Sorgen, glaube ich. Ich glaube, das ist halt auch echt keine Sorgen. Ja. Frieden für alle. Oh Gott. Okay, korrekt. Oh, ja. Oh mein Gott. Und der wird gebraten. Die werden direkt gebraten, die Armen. Okay, was ist der Name von diesem Powerpuff Girl? Boah, Buttercup heißt sie doch. Die ist Buttercup. Ja, sicher? Buttercup? Ja, die ist Buttercup. Nicht Bubbles? Bubbles. Ich will Bubbles sagen. Ja, dann geh doch rüber. Geh doch zu den anderen hier rüber, die drüben sind. Nee, dann lieber. Da ist doch gar keiner. Was für die anderen? Deswegen ja. Oh mein Gott, okay. Und ja! Buttercup war aber leicht, wieder. Das weiß man eigentlich. Was war die erste Nickelodeon-animierte Show? Duck oder Rocko's modernes Leben? Oh mein Gott, Bro, das weiß ich doch nicht! Ey, das weiß irgendwie keiner. Nein. Oh mein Gott, gehen wir links oder rechts? Oh, ich glaube Rocko's. Rocko's! Rechts! Oh mein Gott, es sind alle rechts gegangen. Es sind alle rechts gegangen. Oh mein Gott, ich glaub, das ist richtig. Ja! Und die haben TNT! TNT, 3, 2, das war's mit dir, auch mit dem Riesen, ne? Auch mit dem Riesen. Bam! Was? Oh. Ich bin überlebt! Sven! Aber er ist eingesperrt, jetzt. Tja, selbst schuld, okay. Heiße Kartoffel, nicht. Oh nein, wieder eine Seite. Oh Gott, was machen wir jetzt? Heiße Kartoffel? Der hat heiße Kartoffel in der Hand! Weg! Oh Gott. Pass auf! Weg! Pass auf! In der letzten Sekunde rüberspringen. Der will auf der Seite, wo die Kartoffel ist. Oh Gott! Oh oh. Nein. Oh oh. Nein. Oh, er hat die. Ey, ich hab sie! Wer hat die? Ey, das kann doch nicht sein jetzt! Du bist der Einzige, der draufgegangen ist. Ja, er hat mir die Kartoffel am Ende gegeben im letzten Moment. Und ich bin weitergekommen. Ja! Ey, das kann nicht sein. Wie heißt dieser Charakter? Du kannst von außen mitmachen. Sternfeuer oder Raven? Ich komme gerade. Okay, Sternfeuer! Oh Gott, ja, alle waren jetzt auch einfach, weil alle waren ja rechts. Erkennst ich bin mit dabei. Was?
Nö, ja, du bist doch mit dabei, du gewinnst das Ding noch. Komm, weiter geht's. Ich bin mit dabei, Kaspar, ich gucke euch zu. In welchem Jahr wurde der Cartoon Network Channel in den USA gestartet? 92 oder 2001? 2001! 2001! Nein! Spaß, das ist 1992. Oh, ich dachte schon, ey. Ey, oh mein verdammt! Gott. Oh mein Gott, der wird gebraten, der Arme! Aha, der Arme, Alter! Der wird gebraten, okay. Tja, selbst okay, schuld hat er! Nur noch zwei Fragen, ich schaff das. Ja? Wie groß ist Shrek? 8 Fuß oder 10 Fuß? Oh, mein Gott. Nein. Ich hab jetzt geraten einfach. Es gehen jetzt zwei drauf. Ja, oh mein Gott, Bro, wie gut komme ich durch gerade? Was? Okay, letzte Frage. Ich muss hier. Das ist mit Popeye. Letzte? Welches Essen hat gegessen, um stärker zu werden? Das ist ja leicht. Ja, Spart. Spinat, das weiß doch jeder, sag mal. Was ist denn das für eine leichte letzte Frage, Alter? Juhu! Und damit habe ich auch einmal gewonnen. Ja, stimmt. Dann hast du beide jetzt gewonnen. Yippie! Kaspar, guck dir mal dieses coole Skateboard von mir an. Wie cool sieht das aus? Ey, das fährt von alleine. Das fährt von alleine, ne? Das ist cool, oder? Das Ding ist, Kaspar, heute ist es ernst. Denn wir müssen eine Entscheidung treffen. Und zwar nicht nur einmal, sondern oft. Guck dir das schon an. Die nächste Runde beginnt schon. Und wir müssen immer... Also entweder oder ist es, oder genau, was? Genau, entweder oder. Und dann müssen wir uns immer entscheiden. Also entweder hast du große, Haben Sie große Füße oder haben Sie einen großen Kopf? Oh Gott. Oh, nein. Ich hab lieber an große Füße. Ja, ich auch. Bin lieber ein Clown als nachher ein Ballonkopf oder so. Ja, überleg mal. Guck mal, ich meine, die Füße, da ziehst du einfach Schuhe an und schon siehst du Ey! Nein! Guck mal, die haben alle einen großen Kopf, ey. Der auch mit seinem Haus. Ey, guck mal. Aber guck, ich finde die großen Füße finde ich besser. Die sehen schon cool aus, ne? Als hätten wir irgendwelche. Ja, auf jeden. Weiß nicht. Guck mal, als irgendwelche Riesenlatschen oder sowas an. Überleg mal, dass, wenn du so einen Kopf hättest, also das geht mal der hier auch mit seiner Schatztruhe als Kopf. Der mit seiner Schatztruhe ist auf jeden Fall ganz heftig unterwegs, ey. Ja, auf jeden. Okay, das nächste Ding ist auf jeden Fall schon, die nächste Frage geht jetzt schon los in 4 Sekunden. Ja, ich bin gespannt, was es wird. Und ich bin auch selber gespannt. Und würdest du... Nächste Runde. Seien Sie ein epischer Lion Cat oder ein superschneller Löwe? Ich möchte Löwe sein. Löwe natürlich, sag mal. Löwe auf jeden Fall, Kaspar. Pass auf, und jetzt... Du wirst jetzt gespannt sein. Wir sind jetzt ein super schneller. Wow, yeah! Oh, guck mal da drüben! Ey, die sind einfach so kleine. Ist so. Nee. Die fressen wir zum Frühstück. Ey, das ist ja richtig, richtig krass. Guck jetzt mal hier an, Alter. Ey, wie das aussieht. Ey, ich möchte. Aber geh mal in First Person. Das ist, man ist voll schnell. Das ist aber voll abgespaced oder so. Guck dir mal den Löwen von vorne an. Der sieht auch echt krass aus. Der sieht cool aus, ne? Cool gemacht auch. Was stimmt denn mit dem hier nicht? Die Nine Cat, die ist hier irgendwie in der Wand oder so. Keine Ahnung. Stimmt, ja. Aber die Nine Cat, die esse ich zum Frühstück, ne? Die esse ich auch zum Frühstück. Die haben keine Schnitter hier. Guck mal, wir können ja sogar. Lol, wir können noch weiter. Oh, es geht schon direkt weiter. Oh, die nächste Runde. Ein Cheeseburger oder eine Pizza? Oder eine Pizza essen. Oh, das ist schwierig. Gute Frage. Beides lecker. Ich meine, so ein geiles Stück Pizza. Cheeseburger. Oh. Guck mal. Oh, lecker. Lecker Pizza. Nom. Und guck mal, die da drüben essen Burger, ne? Oder? Ja, die essen nicht Burger. Guck mal, auch. Können wir uns nicht noch einen Burger schnappen oder sowas? Ja, ich glaube nicht. Du hast dich für Was ist deine Lieblingspizza? Du hast dich für Pizza entschieden. Salami. Da bin ich einfach. Salami? Oder Fungi. Ich finde am leckersten diese Hähnchen mit so Hollandaise, weißt du, Soße? Ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Schmeckt auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Oh, es geht schon direkt weiter, sehe ich gerade. Direkt schon direkt weiter. Oh, okay, wir warten mal. Mal schauen, was als nächste Frage kommt. Wir haben jetzt... Pass auf deinen Namen auf oder pass auf meinen Nachbarn Totoro auf? Totoro? Hä, ich pass auf meinen Namen auf, hä? Ich pass auch auf meinen Namen auf. Hä, ist doch voll... Wer ist... Hey! Totoro! Hey, wer läuft als ich rum? Hä, Kaspar? Wie? Du läufst als... Hä? Ich bin eine andere Person. Ich lauf als du rum. Wie ich jetzt? Wieso bin ich irgend so ein anderer? Wer bist du denn? Ich bin der hier. Achso, hi. Hä? Nein, ich bin du. Ich möchte Rocks, wieder ich sein. Da ist auch jemand ich. Also das ist schon cool. Oh Mann, ich wäre lieber ich geblieben. Die nächste Frage beinhaltet einmal ein Cone sein oder ein Verkehrssignal. Ein Cone? Das ist, glaube ich, so ein Hütchen. Ich will aber so ein Verkehrssignal sein. Ich mach mal Hühnchen. Bist ein Hütchen dann? Hütchen. Okay, mal gucken. Yo! Hey, ich bin eine Ampel. Ich bin der Lilane hier. Ich bin Ampelrucksack. Wo bist du? Ich bin hier rum, hier hinten bei euch. Guck mal, ich bin Ampelrucksack. Einfach Ampelrucksack. Guck mal hier.
Nee. Ich denke, mich drehen kann. Guck mal hier, überall ist Kreuzung. Ihr wisst nicht, was jetzt gerade ist. Rot oder grün. Ihr werdet es nie erfahren. Warte mal, kann ich mich da raufstellen? Guck mal hier. Hä? Ja, du kannst schon ein bisschen kannst dich da raufstellen. Aber geht nicht. Ey, das sieht da richtig, richtig crazy aus. Nee. Aber die nächste Runde, die geht auch schon los, ne? Die nächste Runde geht schon in sechs Sekunden los. Pass auf. Diesmal sagen wir direkt, ohne was zu wissen, sagen wir direkt, wir gehen auf Rot, okay? Mal gucken. Okay, okay. Und ich bin gespannt. Wir dürfen nur auf Rot gehen, Kaspar. Und Dreck essen oder Sand essen? Okay, dann haben wir eigentlich bei also wir haben ganz uns, gut entschieden. Wir haben uns ganz gut eigentlich entschieden. Ne? Also wir müssen jetzt Sand essen, oder was? Anscheinend. Och nein. Ey, wir werden ganz sandig, ganz gelb. Und stimmt. Die werden ganz dunkel, glaube ich. Bist du grün? Ich werde grün, ich werde sandig, gelb. Ich sehe... Du wirst doch auch grün gleich. Mein Wassergehalt wird aufgesaugt. Ja, ich glaube, dir ist ganz schlecht auf einmal, oder nicht? Ist ganz übel, ganz kummelig. Ja. Oh mein Gott, so viel Sand auf einmal. Ich kann das nicht mehr essen. Das ist halt echt mega viel Sand. Es geht auch schon weiter hier, glaube ich. Okay, wir müssen direkt schon in die nächste Runde. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall wieder entscheiden, Kaspar. Gott. Wir können gleich mal im Geschäft gucken, ob wir uns da noch was holen können. Oh, stimmt, stimmt. Das können wir auch gleich machen. Nächste Runde? Okay, komm, nächste Runde geht los. Und diesmal haben wir jetzt... Ein Alien oder ein Roboter? Alien. Ich bin Alien. Was bist du hier? Ich will ein Roboter sein. Roboter? Ich bin ein Roboter. Otter. Du bist Broxo. Ich bin ein Roboter. Ich komme in Frieden auf die Erde. Hallo. Ich bin Brox 3CO. Willkommen. Ihr werdet zerschmashed. Wenn ich euch auf meinen Planeten sehe, dann war es das mit euch. Ich bin Brox 3CO. O-A-I-I-U. Suche Software raus, muss Software finden, Download fehlgeschlagen, außer Kontrolle, seit wann bist du ein chinesisches Alien? Ich bin außer Kontrolle, I-O-A-I-101. Oh Gott, nächste Runde geht schon los, muss mich vorbereiten, zu viel Belastung. Haben Sie einen Bagel oder haben Sie einen Donut? Da weiß ich ganz genau. Magst du Bagels? Ich mag Donuts. Viel lieber. Magst du Donuts mit Füllung? Kommt drauf an, welche. Ey, bist du auch ein First Person? Ja. Okay, wir müssen schießen gegen Donut, die. Donut, Essensschlacht. Oh mein Gott, Oh Gott. Ey, ich hab schon zwei erwischt hier. Wo bist denn du? Aua! Aua, ich hab einen Donut in mir hängen. Aua. Ach, du bist die Frau da drüben. Nee, du bist doch der Roboter. Komm, die haben wir hier gleich. Ah, schnapp sie dir. Ja, 1 gegen 1. 1 gegen 1. Oh. Die Aliens gewinnen immer. Nicht schlecht. Die Roboter meine ich, nicht die Aliens. Das war Fehler in der Software. Fehler in Software. Ich möchte aber eins von zwei Chancen, 1 Million zu gewinnen. Ich gewinne jetzt 1 Million. Okay, ich mach die Chance. Bitte, 1 Million. Und... Nein! Franco, ich wollte nur 1 Million haben! Die sind einfach gewonnen! Die haben einfach gewonnen! Ja, ihr Gangster, hat er geschrieben. Team Gagner, Ganga. Toll! Ganga! Die hätten beide gewinnen können, einfach beides Loser! Franco, wie unwahrscheinlich ist es, dass wir beide nicht verlieren? Dass wir beide verlieren. Das ist echt unwahrscheinlich. Ich weiß auch aber nicht, warum. Aber jetzt muss ich in den Laden gehen. Hier muss ich noch mehr Geld ausgeben. Komm, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier in den Laden rein. Wir müssen doch locker schon ein bisschen Geld haben oder so, ne? Ja, du kannst doch ganz kurz Punkte kaufen. Ich hätte Schluss auf dem Skateboard. Was war das? Achso. Okay, ich kaufe mir jetzt. Wie viele Punkte habe ich dann? Wo steht denn meine Punkteanzahl? Du hast 1000 Punkte. Okay, dann kaufe ich mir einen Skateboard. Bestätigen. Oh mein Gott, ich habe mir was gekauft. Mein Skateboard hast du schon geht gekauft, nicht. Das Skateboard? Mein Skateboard geht nicht, ich hab's nur in der Hand. Ach, Mano, ich dachte, ich kann damit fahren. Okay. Oh, Mano, ich dachte, ich kann mit dem Skateboard fahren, Kaspar. Hol dir das nicht, das ist blöd. Guck mal, was ich mir geholt hab. Hier. Was hast du dir geholt? Ein Unsichtbarkeitsumhang. Siehst du mich noch? Ja. Wie? Ey, Mann, das hat gerade 1000 gekostet. Ey, ich kann doch mein Skateboard auch nicht fahren, es hat einfach kein Kugellager drin. Guck mal, ich will das Ding hier. Ja! Hä? Das habe ich dem jetzt geklaut, das kommt hier jetzt. Was? Mach's gut, ich komm wieder. Ey, nein. Ich sag dir das, deine Beine verlieren oder deine Arme verlieren?
Ich will die Arme verlieren. So, jetzt gerade stehe ich auf dem Gerät hier, Mann. Da will ich auch mit rumfahren. Ich bin Stephen Hawking. Nein. Oh nein! Aber? Hey, guck mal. Ich bin Stephen Hawking. Guck mal, Alter! Guck mal. Ich kann immer noch fahren. Nee. Ich kann immer noch mein Skateboard halten. Ja, aber hast dafür keine Beine mehr, kannst nicht mehr skaten. Ich kann doch sowieso eben schon nicht. Hier. So, der Langfahrt. Oh, so ein schöner Ausblick da draußen. Okay. Der Ausblick da draußen ist echt nicht schlecht, ne? Ja, es geht auch schon direkt weiter, sehe ich gerade. 3 Sekunden. Okay, ich bin gespannt, was die nächste Frage sein wird. Ich will wieder Arme haben, bitte. Gib mir wieder Arme zurück, bitte. Ich will auch meine Beine wieder zurückhaben, Kaspar. Ich habe keine Beine. Na gut, keine das Beine, ist die keine nächste Arme. Frage. Glücklich und? Sein oder traurig? Hä? Was ist das für eine glücklich. Frage? Natürlich glücklich sein. Guck mal, oder alle wollen glücklich sein. Oder ist jetzt gerade keiner auf traurig? Komm, ich gehe mal auf traurig drauf. Oh nein, sie möchte traurig sein. Weißt du, Geheimattacke. Ah, auf deinen Kopf regnet das. Ja. Guck mal, ich bin glücklich, obwohl ich gar keine Beine habe. Lass mich. Juhu. Ich bin traurig. Ich will hier rausgucken. Ich bin traurig. Traurig, du hast keine Arme mehr. Oh. Ich habe keine Arme mehr. Hui. Das ist schon echt mega, mega cool, ne? Das ist schon echt mega cool. So, mal gucken, was jetzt hier die letzte Frage gleich sein wird, Kaspar. Die allerentscheidendste Frage. Okay. Und wir haben jetzt die Frage, Ventil oder elektronische Kunst? Oh Gott. Hä? Oh Gott. Ventil oder elektronische Kunst? Da sag ich ja fast schon. Da bin ich hier. Ich bleibe jetzt Ventil. Ventil. Wie Ventil? Spaß. Ich wollte gerade sagen, sag mal. Nein. Ach so. Au. Aua! Wie? Aua, der haut uns! Ja. Der haut uns! Ich fahr hier weg! Schnell, Kaspar, noch weg, die verprügeln uns! Oh. Ich hau ihn! Ich hau ihn mit meinem Ball! Jawohl! Ich fahr hier weg vor denen! Bam, ich bin gleich tot! Bam. Ich bin gleich tot! Bam! Nein! Jawohl, ich hau ihn mit meinem Ball! Ich hab ihn geholt! Ich hab meinen Segway verloren! Ja, ich hab's! Als wenn du es hast! Hau rein! Nein! Hau rein! Oh Mann! Warte, ich muss erstmal damit lernen, damit zu fahren! Ja, du Assi! Hau rein! Hey, ich hab's verloren! Yes, es ist kaputt! Es ist kaputt, es sind 2 Teile geteilt! Ach Mann, Rockstar ist reich für Mann, heute! Batman oder Superman? Mann. Ich werde doch einmal zu allerletzten Superman! Und dann wirst du Batman, was? Ich bin Batman! Superman Aha. ist blöd! Nein, Superman ist voll cool! Superman ist cool. Guck, hau rein, dober Batman. Hui. Kann ich doch auch. Das kann ich auch machen. Oh mein Gott, wie hoch ich fliegen kann. Wie hoch? Na, oh, kannst du auch so hoch fliegen? Ja, ganz oben. Hui. Guck mal jetzt. Ja? Oh. Nee. Jetzt. Guck mal hier. Jetzt geht's richtig ab hier. Hui. Hallo. Was geht? Guck mal, pass auf, der wird aktiviert in 15 Sekunden. Hä? Und wir müssen was jetzt ist probieren, denn mit dem? 5 Nächte jetzt überleben, Kaspar. Oh nein, ich hab und du Angst siehst vor auch, diesen Animatronics. Hier sind auch die ganze Zeit solche Muffins, die wir einsammeln können. Wir müssen jetzt 25 Stück von denen einsammeln. Ach so, hier ist noch einer. Oh, ich lecker. Ich weiß, sammel die auf jeden Fall alle ein, Kaspar. Die müssen wir nämlich hier hinbringen. Du kannst auch mehrere einsammeln. Genau, ne? Einmal, ne? Okay, mach ich genau. Das schon. Sehr schön. So, ja. Und das Ding ist, hier müsst ihr anscheinend probieren, 5 Nächte zu überleben. Boah, und wenn ich hoffe, das schaffen Kaspar, wir. Ja, ich das weiß, aber wenn wir es schaffen, dann kriegen wir anscheinend was richtig, richtig Heftiges. Boah, ich bin sehr gespannt, was das sein soll. Oh mein Gott, ich habe mich verwandelt. Oh mein Gott, ich hätte mich verwandelt in jemanden. In so eine Figur oder so. Hier steht ein Prospekt. Oh mein Gott, da Ding war das Ding auf einmal vor mir, Alter. Oha. Oh mein Gott, mich erschrocken. Ich hab so auf Prospekt geguckt und auf einmal. Hier ist ein Wolf. Hier ist ein Wolf. Pass auf, der kommt hier, Bro. Und ist mir? Ja. Ehrlich? Weg. Ja, warte, ich sammle hier gerade voll viel ein. Ich sammle extrem viel ein. Ich bring die jetzt mal weg hier. Wie viel habe ich denn? Du musst die auch eigentlich wegbringen. Hier sind, glaube ich, noch mehr. Wie hast du dich verwandelt jetzt eben? Mit C. Ich habe einfach irgendwas gedrückt und auf einmal war ich verwandelt. Ah, oh mein Gott, du hast recht. Jetzt bin ich auch verwandelt. Ich weiß, aber kannst du nichts machen. Dann kannst du nicht irgendwie. Aber glaubst du, der sieht dich dann trotzdem? Oh mein Gott, da ist er direkt. Glaubst du, der sieht dich dann trotzdem? Nee, ich glaube nicht. Der müsste nämlich, glaube ich. Oh, da ist er. Oh nein. Da ist er. Hau bloß ab, Freddy. Lass uns alle in Ruhe. Man kann an ihm vorbeilaufen, wenn man verwandelt ist, habe ich gerade gesehen. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, ich sammle hier. Hier ist oben. Ja. Hier sind, glaube ich, voll viele Sachen. Hier oben. Waren wir da schon? Ich zoome mal da rein. Oh mein Gott, hier sind voll viele. Hier ist doch gar nichts. Was soll denn hier sein? Ich halte gerade 11 Stück.
Hier sind auch noch welche. So. Okay, lass mal, ich muss jetzt nach unten gehen. Ich muss jetzt mal hier einmal abgeben, ne? Da ist der Freddy. Er sieht mich aber gerade nicht. Ich warte ganz kurz. Nein, er hat mich gesehen. Nein, verhandel dich sonst zur Not. Ich habe jetzt ganz viel abgelegt. Es sind noch 7 Stück. Okay, sehr gut. So. Alter, wie hattest du denn bitte? Du hattest ja richtig viele. Ich hatte extrem viele. Und ich sehe gerade hier, ist auch noch anscheinend einer auf dem Boden. Der wird so durch die Karte. Ich habe auch noch einen. Achso, der ist gerade eingesammelt. Der wird durch die Karte eingesammelt. Oh mein Gott, da vorne ist. Man sieht die jetzt gerade, wo die sind. Ah. Stimmt, die sind alle dort. Die sind alle dort. Dann gehen wir dann auch mal entspannt, der Rino, hin zu den Muffins. Was glaubst du, wenn wir alle Muffins abgegeben haben? Nicht Waffeln, ich wollte schon Waffeln sagen. Ich glaube, wir kriegen dann. Wir überleben dann quasi diese Nacht. Dann müssen wir danach wahrscheinlich noch irgendwas finden. So. Okay. Ich habe einen Muffin. Der Rest soll oben sein. Ich sehe auch gerade, dass hier überall so Überwachungskameras sind. Glaubst du, wir werden beobachtet? Ich glaube, wir werden echt beobachtet. Ich glaube, irgendwer hat das Ganze hier geplant oder so. Ja, ich glaube auch. Oh mein Gott. Okay, hier ich dachte, der wäre hier gerade gewesen. So. Hier sind die anscheinend, der Rest ist anscheinend hier oben. Bist du gerade oben? Ich sammle hier gerade nochmal. Ja, ich bin oben. Ich sammle hier gerade nochmal richtig viele ein. Schön, ich habe ihn gerade gehört. Der war gerade echt in der Nähe von uns. Ich glaube, ich habe hier hinten den letzten. Ja, ich habe hier den letzten, glaube ich. Ich habe den letzten, okay. Ah, du hast den eingesammelt. Sehr schön. Wir können nach unten gehen und die abgeben. Okay, los. Die allererste Nacht überlebt, hoffentlich. Oh mein Gott, Bro, er hat mich erwischt. Als ob. Ich bin durch die Tür gelaufen, der stand direkt dahinter der Tür. Ey, jetzt sind die wieder verteilt. Ich muss mich wiederbeleben, so. Es sind noch zwei Stücke sind jetzt hier auf jeden Fall noch am Start. Unglaublich. Und wiederbeleben. Ja, ich habe mich wiederbelebt. Alles oh mein gut. Gott, der ist hingefallen. Der liegt auf dem Boden. Ja, wahrscheinlich, weil der mich gerade gefuttert hat, Alter. Das war richtig gruselig. Der ist durch die Tür gegangen, auf einmal kam der da. Der ist richtig voll gegessen gerade von dir. Ich sammle jetzt hier den letzten ein, genau. Oh mein Gott, das ist genau das, was ich meinte. Das ist genau das, was ich meinte. Das Ding ist, da lag doch eben ein anderer. Wie kommt der jetzt da so schnell hin? Ich kann mich nicht wiederbeleben. Wieso nicht? Weil das kann man nur einmal machen, glaube ich. Wie, nein, du kannst dich locker mehrmals wiederbeleben. Nein, da steht, ich habe genug Diamanten, aber keine Wiederbelebung steht da. Vielleicht in dieser Nacht. Vielleicht in dieser Nacht. Ja, vielleicht in dieser. Ich kann dir aber kurz. Ich sammle kurz den letzten ein. Sekunde. Genau, mach mal kurz. Ja. Ich sammle hier kurz. Wir spielen hier als Team. So, jetzt ich hoffe, dass das so funktioniert. Der letzte wird jetzt abgegeben, Kaspar. Kein Problem. Ja, sehr schön. Ich kann dir auch gar nicht zugucken. Sehr schön. Nacht Nummer 1 ab. 1. Oh, Kaspar. Oh. Was müssen wir jetzt finden? Da bin ich doch wieder. Wir müssen jetzt so 15 Schinken hier finden, ne? Steaks. Aha, okay. Fette Steaks müssen wir finden. Damit wir anscheinend ein richtig krasses Abendmahl machen, ne? Okay, ich weiß mittlerweile, wofür auf jeden Fall diese Rauchbombe unten rechts in der Ecke ist. Und zwar können wir damit uns einfach verwandeln, ne? Wenn er kommt, wissen wir ja schon. Aber ich weiß, sehen die uns dann auch einfach nicht. Das ist voll clever, ne? Das ist voll gut. Weil glaubst du, es sind hier noch mehr Monster da rein? Ja, ne? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist hier da war ja gerade noch eine Freundin am Start. Ich weiß nicht, ob die uns hier auch glaubst du, die verfolgen uns jetzt auch noch? Das wäre Ich könnte es mir gut vorstellen. So ist ja noch ein Steak oder so. Ja, da sagst du was. Das Ding ist, ich dachte eben, das wäre die Puppe, die dich hier geholt hat, aber das war sie gar nicht. Liegt die ganze Zeit auf dem Boden. Ach so. Steaks! Ja. Hallo, kann ich noch ein bisschen jetzt Schinken haben? Oh Gott. Hier, sag mal. Die Puppe ist da. Wir müssen auch nur 15 Stück. Die Puppe ist da, Kaspar. Die eine ist da auch. Ich hab Dingens. Ich hab 4 Stück abgegeben. Ich hab hier noch mal 2. Okay, ich hab Angst. Oh nein. Das sind alles gruselige Geräusche hier. Hier ist der, der verfolgt mich. Oh nein. Der verfolgt mich, Kaspar. Hier ist auch noch ein Steak. Das Problem ist, ich höre ihn. Wo ist der? In dem Raum ist auch noch ein Steak in der Ecke hinten rechts. Okay. So, ist hier noch ein Steak irgendwo? Ist hier noch irgendwas? Steak! Sag mal, hier läuft mir einer die ganze Zeit hinterher. Das soll sie lieber mal selber suchen, sag mal. Ich weiß. Ohne Spaß, Alter. Sag mal. Ist hier einer? Ach nein, mich hat die geholt. Nein, noch nee, oder? Mich hat die geholt. Nein, ich muss mich wiederbeleben. Jetzt? So, ey, die war einfach, pass auf, du musst echt um die Ecken auf, irgendwie aufpassen mit den Türen, ich weiß, ne? Du musst die Tür doch immer vorsichtig aufmachen. Pass auf, hier. Ich geb direkt ab. Wo kann ich es abgeben? Also, liegt die ganze Zeit Waffen auf dem Boden. Hä, ich bin langsamer durch die Muffins, das ist von ihr. Das sind so... Ach so, das sind Fallen. Das sind Fallen. Ey, passt bloß auf mit den Türen, ne? Das war einfach aus dem Nichts gerade. Oh mein Gott, drei Steaks fehlen noch. Hä, man konnte die Tür nicht aufmachen gerade? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die kommt, glaube ich. Ich höre die, glaube ich, auch. Oh nein, vorsichtig aufmachen. Ich bin wieder langsamer. Da ist noch irgendwas komisches im Käfig drinne. Du siehst die Steaks angezeigt. Hier ist noch ein Steak, ich weiß. Ich hab Angst, dass sie jetzt gleich um die Ecke kommen, weil ich darf nicht nochmal drauf gehen. Oh Gott! Okay. Alter, dann ist hier das. Lange nicht? Nee. Das Steak war dann hinter der Wand. Pass auf bei der Tür. Ist das was? Nee, ist keiner, ne? Nee, alles gut. Aber hier lang. Da, das war das Steak. Hier in der Ecke. Achso. Das meine ich an der Ecke hinten rechts. Ah, da oben sind noch die anderen. Da oben. Die letzten beiden. Komm, die müssen wir schnell abgeben, damit die Nacht schnell vorbei ist. Das ist locker, ist da vor uns einer. Pass auf jetzt.
Von rechts irgendwo. Rein. Achtung, Achtung, da ist er. Kommt hier, er kommt. Er kommt, ja. Also. Okay, lass dir weggehen. Okay, schnell, schnell, schnell. Okay, schnell. Schnapp dir die Steaks. So, Steak Nummer 1 und Steak 2. Steak 2, so. Komm hier lang. Abhauen. Runterbringen. Müssen wir schnell nach unten gehen. Hier links müssen wir nach unten. Ja. Runter, da siehst du. Genau so läuft das doch. Hau bloß ab jetzt hier, ne? So, hier lang. Hier alles entspannt. Hier lang gehen. Du läufst falsch. Aber ich hab ihn gerade gehört. Pass auf, ne? Pass auf, um die Ecke gehen. Okay, ich hab's. Hier ist keiner mehr. Leg die ab. Ja, leg die und ab. Und Steaks. Komm schon. Abgeben. Ja, nach Let's zwei go. Auch schon abgeschlossen. Sehr gut. Oh nein, Kaspar, da ist der Wolf. Hilfe, was war denn das für ein Teil eben? Den haben wir jetzt mit den Steaks gefüttert. Wolfie, ach so. Und deshalb immer noch hungrig. Und jetzt lässt er den Wolf raus. Nein. Oh nein, bitte nicht. Nacht Nummer 3. Guck mal, wie jetzt die schon zittern. Die haben auch Angst vor dem Wolf. Ja, die haben auch Angst. Okay, wo ist der Wolf? Wir müssen jetzt schnell irgendwie Wasser finden. Hier liegen überall Wasser. 10 Stück. Wasser? 10 Stück sind hier auf dem Boden. Okay. Und die können wir nutzen und denk dran, nicht drauf gehen, ne? Zack, schon mal eins. Hier direkt nächste. Das Problem zwei. Ist halt, es ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir drauf gehen ich werden. Ich weiß. Weil hier halt weiß. Der Wolf ist. Oh ne? Gott, der kommt. Animatronics sind da. Wo ist der Wolf? Der Wolf ist hier beim Käfig, der steht hier. Pass auf, der läuft rum, oder nicht? Nee, der läuft nicht rum, der steht hier am Käfig gerade. Oh, ich hab schon 4 Wasserflaschen gefunden, und du? Ich habe auch schon 3, sehr gut. Ehrlich? Mhm. Hier 4, 5, Alter, hier waren 2 in einem Raum, ja moin. Okay, warte. Hier, so, ich leg die ganz kurz ab jetzt hier. So, schon mal 4 Stück gut. Hingelegt. Ja, 5 Stück habe ich, also eine einzige fehlt nur noch. So, hier lang. Oh, hier bloß kann um die Ecke sein, ne? So, Angst vor dem. Wasser? Ja, ich hab die letzte Wasserflasche, ich komm runter. Was war das gerade, was ist das? Was ist das denn was? Was war da? Irgendein komischer Weg. Was meinst du? Irgendeine komische... Was meinst du jetzt? Was passiert da gerade? Da ist gerade irgendwas. Ich höre was. Da läuft jemand schnell... Das ist der Wolf. Da läuft was. Der Wolf ist gerade schnell vorbeigelaufen. Ich muss das Wasser abgeben jetzt schnell. Da ist der Weg. Komm mit. Oh nein. Nein, wir sind eingeketzelt. Hier lang. Der Wolf läuft aber, glaube ich, die Strecke. Das heißt, wir müssen da aufpassen. Das hier ist wieder rein. Okay. Sonst sind wir... Der Strecke vom Wolf. Ausgetrickst. Wir müssen runter. Ich weiß, wir müssen jetzt hier kurz oben lang laufen. Hier ist aber auch keine Wasserflasche mehr, ne? Wie viel hast du? Ich hab alle. Du hast 6 Stück gerade? Ich hab 6 Stück, ja. Okay, dann lass hier nach unten gehen. Der Wolf kann gar nichts. Oh mein Gott, der kann uns nichts anhaben. Der kann nichts, der Wolf. So, jetzt hier. Aufpassen, da können wir nicht durchgehen. Oder doch? Ja, Abkürzung. Und ja. Abgeben. Und nach 3 Let's jetzt go. Auch schon abgeschlossen, ne? Sehr schön. Nicht mehr für die Nächte, Kaspar. Dann haben wir das Ganze gewonnen. Oh mein Gott! Ey, schnell laufen! Wir müssen jetzt hier solche Dings finden, solche Besen oder sowas, ne? Weil da Wasserpfützen auf dem Boden sind. Hier, ich hab schon mal einen. Okay, sehr gut. Ich habe auch eine Wasserpfütze gerade gesehen. Besen also Nummer 1. Aufpassen. Und abgeben. Ich habe auch einen Besen. So. Auch Besen der, Nummer 1. Oh mein Gott, da war die Wasserpfütze. Ich hab die gerade berührt. Ich weiß. Die liegen hier einfach auf dem Boden. Alter, du musst eigentlich aufpassen. Oh nein, der Wolf ist, glaube ich, gleich wieder frei. Ne? Nochmal Wasserpfützen. Pass bloß auf hier. Ich habe noch einen Besen. Wir müssen auch noch 8 viele Wasserpfützen. Es ist voll dunkel hier, es wird immer dunkler in der Nacht. Oh mein Gott, du hast recht. Es ist dunkler geworden, wie viele Besen hast du schon? Wie viele Besen hast du schon? Ein gerade mal, ich finde hier keinen mehr. Ein nur? Hä? Ja, ich suche hier die ganze Zeit, hier sind aber keine Besen irgendwie. Hier ist auch ein Besen. Oh mein Gott, da kommen die beiden bei mir. Alice? Oh nein. Und der Wolf ist gleich frei. Oh mein Gott. Okay, der ist echt gleich. Oh nein. Oh mein Gott, der Wolf hat seinen Weg gefunden. Geh nicht zu dem Weg. Wo dieser Weg ist, dann wird er gleich vorbeispielen. Dann wird er dich einfach essen, ne? Hä, Bro, er verfolgt mich, aber geht da gar nicht seinen Weg. Hä, ich hab die Besen eingesammelt, aber ich hab trotzdem nur 2 von 8, obwohl ich schon der Wolf soll abhauen! Wie jetzt? Der läuft hier einen ganz komischen Weg! Ist so, ehrlich? Oh nein, ich sehe seinen Weg. Ich kann gerade nicht nach unten gehen. Hä, ich hab gerade voll viele Besen eingesammelt, da steht trotzdem nur 2 von 8. Das kann nicht sein. Hier, oh mein Gott, hier ist eine Schatztruhe mit dem Schloss. Kann man da rein, oder was? Ich glaube, da können wir reingehen dann. Okay, warte, ich halte jetzt gerade 4 Stück. Das heißt, uns fehlen nur noch 2 Stück, ne? Hier hinten ist hier noch einer. Ich hab jetzt 2 Stück gesehen. Ich halte 0. Ich höre den Wolf unten. Unten laufen. Hier ist hier noch einer über. Haben wir Alter, das hört sich echt gruselig an, Kaspar. Die kommen oben. Oben? Ich höre sie. Glaube ich. Okay, ich gehe jetzt unten. Ich habe jetzt gerade 5 Stück. Okay, sehr gut. Was ist los? Verdammt! Nein, wurdest du erwischt? Lauf! Nein, das ist der zweite! Los! Ich versuch sie wegzulocken! Ich geb die ab! Einer fehlt noch, Kaspar! Ich weiß, ich suche schon. Ich hab den letzten. Warte, aber hier ist der Wolf. So viele Pfützen sind hier. Okay, ich hab den letzten. Okay, gib den ab. Oh mein Gott, hier sind so viele. Er nimmt die nicht auf, weil ich verwandelt bin gerade. Los. Nein, du darfst nicht verwandeln. Nimm ihn doch auf jetzt. Hab ihn. Abgeben. Ich bin verwandelt. Haha, ihr kriegt mich nicht. Ich geb ihn ab. Und. Ja. Zack. Oh mein Gott. Sehr gut.
Nacht Nummer 4. Jetzt ist die letzte Nacht angebrochen, Kaspar, die wir überstehen müssen. Alter, Kaspar, guck mal, wie dunkel es ist. Es ist so dunkel. Wir müssen jetzt 5 Sachen finden und der Wolf hat direkt schon seine Fährte, ne? Das heißt, er wird jetzt nicht kommen. Was müssen wir finden? So 5 Rucksäcke oder sowas? 5 Dynamit-Dinger. 5 Dynamit-Dinger. Das müssen wir auf die Exit-Tür platzieren. Aber man hat kaum Sicht, man kann kaum was erkennen und so. Ja, ich erkenne auch gar nicht, wo ich lang... Hier, ich habe Nummer 1. Oh mein Gott, der Wolf kommt! Oh nein, wenn der Wolf kommt, ich bin gerade durch seine Fährte gegangen. Nicht, dass er mich jetzt erschnüffelt. Bro, er ist so schnell! So, warte mal, ist hier irgendwas? Nein. So, okay, ich hab Dynamit 1 abgegeben. Hier, okay, platziert. Und Dynamit 1 angebracht. Sehr gut. Okay, oh mein Gott, sehr Ich hab grad Angst gehabt. Denk an, dass du dich verwandeln kannst zur Not, ne? Hab ich jetzt gerade. Ich hatte gerade Angst gerade gehabt. Oh. Okay. So, hier was Dynamit. Ich hab einen Dynamit jetzt hier. Angst. Ich geh die ganze Zeit. Hier kann man krabbeln. Hier kann man krabbeln. Was ist das denn? Wie krabbeln? Da war so ein Lüftungsschacht oder sowas, wo man reingehen kann. Alter, ich sehe nichts, so dunkel. Oh nee, ich bin in die Party-Rakete von dem Muffin gelaufen. Oh, okay, ich auch. Mm, ich habe ein Dynamit, ne? Wie warst du? 0, ich habe 1 schon abgegeben. Ey, das ist locker oben viele. Locker oben, ja. Oh, wir sind mit einer Pferde vom Wolf, ne? Ist nicht gut gerade. Alles gut, solange der nicht kommt, ist eigentlich alles gut. Wir sind nicht im Käfig gerade, ist vielleicht... Oh nee, hieß nichts. Das wäre jetzt auch was gewesen. Ich geh mal hoch. Oh, pass auf! Oh mein Gott. Alter, das war so. Oh Gott, der Wolf ist hier. Oh Gott, lauf! Verwandeln! Ich hab mich verwandelt. Oh mein Gott, verwandeln! Ich hab mich verwandelt. Oh, ich mich auch. Alter, dann haut die ab, Gott sei Dank. Ich geh jetzt hier gerade weiter. Ich geh jetzt nämlich nach oben. Du musst nach oben gehen. Ja, oben. Wir müssen nach oben. Safe. Hier lang? Okay, ich bin wieder zurückverwandelt. Das Ding ist, du musst halt echt immer in jede Ecke reinlaufen, weil man halt nicht sieht. Das ist das Problem. Ja, also ich finde auch den Weg nach oben nicht gerade. Nein, ich höre gerade wieder jemanden. Da ist Dynamit. Ja! Wir sehen das Dynamit auf der Karte. Man sieht's. Okay, sehr gut. Schnell merkt ihr das wo? Oben sind die letzten beiden. Die letzten, ja. Ah! Lauf weg, da ist einer. Vor der Tür, pass auf. Oh nein. Vor der Tür, pass auf. Oh nein. Hast du das letzte Dynamit? Ja, hast du. Ich hab das. Lass es abgeben. Okay, abgeben. Ich verwandle mich einfach ganz kurz. Ich geh jetzt entspannt hin zur Tür. Ich auch. So, auf entspannt. Okay, ich stehe hier bei der Ausgangstür. Bist du bereit, Kaspar? Ich komm. Warte. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich komme jetzt lebend da überhaupt hin, ne? Ich pack dir jetzt hin. Oh mein Gott, ich werde verfolgt! Nein, Kaspar, verwandel dich sonst. Oh mein Gott. 2 Stück fehlen nur noch, 2 Stück Dynamit. Ja, ich weiß, die hab ich. Ja, rein da jetzt. Anbringen! Ja. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Wir haben alle 5 Lächte über. Wow, Explosion? Was? Lauf weg! Ja! Schnell! Laufen! Wir haben Freddy's Spielplatz überlebt. Oh. Oh mein Gott, was? Lauf, Kaspar, lauf! Ich lauf! Oh nein. Hä? Was ist da? Hier drüben. Was soll da sein? Wie doch nicht in den Wald rein! Irgendeine Fortsetzung oder sowas, doch nicht, Kaspar. In den Wald! Das ist wohl alles mit Kameras, wie du es gesagt hast. Irgendwer hat es beobachtet, wie du es gesagt hast. Oh, das seht ihr im zweiten Part. Ist so, Leute. Wenn ihr den zweiten Part sehen wollt, müsst ihr auf jeden Fall ein Like und ein Abo da lassen. Los geht's! Das soll's gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Welt möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall hier das Video aus. Einfach draufklicken, Leute. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.